Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Was ist passiert? Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Hitzelsberger! Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf dem Grill die Ecke kommt. Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Und Disclaimer aus Transparenzgründen, wir werden noch über Transparenz sprechen am Ende der Sendung, denn wir haben schon darüber gesprochen, bevor wir jetzt das Intro aufgenommen haben, haben wir schon über den DFL-Investoren-Deal gesprochen, unter anderem mit Benny Hoffmann. Das schicke ich vorweg und Disclaimer 2, du hast heute Geburtstag. Es ist so, es ist wahr, ich bin älter geworden. Ja. An der Stelle lässt sich nicht verleugnen und ich danke schon mal für die Glückwünsche, Sebastian. Genau, und ihr schreibt alle eure Glückwünsche in die Kommentare natürlich. Ja, gerne das Torten-Emoji, ich mag das total. Oh ja, also das Torten-Emoji würde mir wirklich viel bedeuten. Gleichzeitig, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann lasst den Daumen nach oben da, ja. Abonniert VfB Stuttgart auf YouTube und klickt auf die Glocke. Die Glocke ist ganz wichtig. Die Glocke wäre mir sehr, sehr wichtig, Sebastian. Wir haben heute eine Menge zu besprechen. Du hast es gerade eben schon gesagt. Investoreneinstieg. Die DFL hat darüber entschieden. Und auch der VfB Stuttgart hat mit Ja gestimmt. Wir werden darüber nachher ausführlich sprechen. Und das hast du auch schon erwähnt mit Benny Hofmann. Wir haben natürlich selber auch eine Meinung dazu. Die schicken wir schon mal vorweg. Wir sind dagegen. Absolut. Und würden uns wünschen, dass unser Präsidium uns ein Stück weit mitnimmt und uns erklärt, warum der VfB Stuttgart dafür gestimmt hat, beziehungsweise warum es dem e.V. nicht gelungen ist, den Vorstandsvorsitzenden davon zu überzeugen, dass dieser Investoreneinstieg vielleicht nicht so ideal ist für den VfB Stuttgart. Und vielleicht gibt es ja auch Argumente dafür, auch die interessieren uns, so ein paar gibt's dann, wie gesagt, in der letzten Stunde. Wir dachten uns, die meisten, die hier zuhören, wollen natürlich Bescheid werden mit einer deftigen Analyse zum Spiel gegen Leverkusen. Oh ja, ich auch. Es gibt den Ausblick auf das Spiel gegen den FC Bayern, es gibt einen Ausblick auf das Spiel gegen Augsburg. Dennis Undav will für Deutschland spielen, das haben wir mit dabei und das schicken wir jetzt so vorneweg. Und wenn ihr dann hinten raus noch Bock habt, uns so ein bisschen über diesen Investoreneinstieg reden zu hören, dann empfehlen wir euch, einfach dran zu bleiben. So. Und wenn euch das nicht interessiert, steigt ihr einfach nach den üblichen VfB-Themen aus. Und dann sind wir auch ganz glücklich, wenn ihr mit dem ersten Part komplett zufrieden wart. Wir sind es mit dem zweiten auch. Also vielleicht dann doch die Empfehlung. Hört da einfach mal rein. Gut, also das ist eigentlich schon der Abriss, was wir heute mit euch vorhaben. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, denn die Themenvielfalt, sie ist gegeben an diesem Tag. Und lass uns gleich über das Spiel gegen Leverkusen sprechen, Sebastian. Los ging es ja mit einer fantastischen Choreo des Schwabensturm. Sah sehr geil aus. Ich glaube, über die Musikwahl kann man vielleicht sprechen, aber... war das Rammstein? Ja. Ich habe es gelesen und habe es ehrlich gesagt, also ich kenne halt Rammstein nicht. Ja, ich meine, es war halt so Akustik halt, also man hat Till Lindemann nicht gehört und die Musik... Ist geil, keine Frage. Okay. Also, will ich gar nicht, also müssen wir gar nicht das Thema aufmachen. Geile Choreo. Die Musik passte dazu, gar keine Frage. Okay, also ich fand die Choreo herausragend. Ja, und man dachte ja nach dieser 130 Jahre Choreo gegen Hoffenheim, dass es jetzt erstmal der Höhepunkt der Saison und dann kommt dieses Brett, es hat mich halt komplett abgeholt. Ja, und ich hatte dann die Banner auf dem Oberrand gesehen und er hatte sich halt an zwei, drei Stellen so ein bisschen verhakt, weil das so ineinander und dachte ich, oh, und dann, aber natürlich hat es funktioniert. Es funktioniert immer in der Cannstatter Kurve, also die haben das halt einfach drauf, aber ich war da wirklich, ich habe da meinen Fokus drauf gehabt, hoffentlich klappt das jetzt, aber natürlich hat alles geklappt, das war eine wunderbare Choreo und ja, die Botschaft war auch toll. Und ein würdiger Rahmen für dieses Spiel. Ja. Mal vorweggeschickt, Sebastian, wir haben letzte Woche darüber diskutiert, was muss der VfB Stuttgart tun, um Leverkusen gefährlich zu werden. Bevor wir jetzt über die Aufstellung und über die einzelnen Szenen sprechen, die ihr natürlich wie immer alle auf YouTube sehen könnt, erstmal so ein grundsätzlicher Abriss von dir. Wie überrascht warst du denn, als der VfB Stuttgart Leverkusen in der ersten Halbzeit also wirklich komplett dominierte und ich glaube, keiner hätte sich beschweren können, wenn es zur Halbzeit 2-3-0 gestanden hätte. Für den VfB muss man dazu sagen.
Gut, es gab noch einen Pfostentreffer, also es hätte vielleicht auch 3-1 ausgehen können, aber ich glaube, es hätte sich wirklich keiner in Leverkusen darüber beschweren dürfen, wenn der VfB 3 Tore geschossen hätte. Nee, absolut nicht, und ich kann mich erinnern, ich saß da in meinem Block und in der Halbzeitpause haben wir uns alle gegenseitig ungläubig angeguckt und haben gesagt, ist das jetzt wirklich gerade passiert? Also hat der VfB jetzt gerade eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige Mannschaft in Europa, die noch kein Spiel verloren hat, dominiert. Also wenn man es in der Zusammenfassung sieht, dann sieht es nicht mehr ganz so krass aus, aber so Stadion-Experience war, der VfB hat das komplette Griffspiel, der war so komplett an die Wand und das war wirklich surreal und es war so ein Stück weit das, was ich letzte Woche angesprochen hatte, dass Leverkusen, klar, wenig Tore kassiert, aber vor allen Dingen deswegen, weil sie halt immer in der Offensive sind. Und was passiert, wenn man sie mal richtig bespielt? Wenn Frimpong, Kusunu, Xhaka und Palacios mal richtig Defensivarbeit haben und hat man gesehen, okay, dann kriegen die auch ihre Probleme, wenn der Gegner so geil, präzise spielt wie der VfB. Und ich fand es überragend. Ich auch. Ich saß im Stadion die erste Halbzeit. Ich konnte meinen Augen kaum glauben, weil du hast die Namen gerade aufgezählt. Ein Xhaka, der für mich einer der besten Spieler gerade aktuell in der Bundesliga. Man hat es in der zweiten Halbzeit gesehen, ne? Also was die drauf haben. Und in der ersten Halbzeit haben sie es nicht entfalten können. Ja, und das lag an uns. Natürlich. Muss man schon vorwegschicken. Also bevor jetzt wieder irgendeiner auf die Idee kommt, der VfB hatte nur Glück, weil der Gegner einen schlechten Tag erwischt hat. Alles Spielplan. Ja. Also da würde ich dagegen argumentieren. Und zwar in folgender Weise. Lass uns erstmal auf die Aufstellung schauen. Der VfB spielte im inzwischen gewohnten 4-4-2, heißt mit Undav und Guirassy in der Spitze, führe ich auf links, Mio fand man auf rechts im Halbraum, zentral, phasenweise auch im linken Halbraum, also der ist da eigentlich rumgeschwommen, wo es gerade nötig war, ist eigentlich ein Enzo Mio aufgetaucht, das finde ich immer ganz gut. Carazo und Stiller beackerten das Zentrum und die Viererkette bestand aus Mittelstädt, Zagadou, Anton und Wagnermann. Kurzum, keine Veränderungen im Vergleich zum DFB-Pokalspiel am vergangenen Mittwoch gegen Dortmund. Und damit 11 von 11, ne? Startelf steht, oder? Ich hoffe mal. Ja, ich glaube schon. Haben wir uns für Josh entschieden, ja? Ja, ich glaube schon. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich bin immer noch so. Ja, ich habe gesagt, ich bin Pragmatiker. Wir spielen genauso, weil es war erfolgreich gegen Dortmund. Und deswegen lass uns dann genauso gegen Leverkusen spielen. Und die haben ja ein Stück weit dann schon durchgewechselt, weil die haben ja im Pokal gegen Paderborn mit einer komplett anderen Defensive gespielt. Richtig, die haben ein bisschen durchgewechselt, aber lass uns mal ganz kurz noch beim VfB bleiben. Ja, wir reden gleich über Leverkusen. Das fand ich nämlich auch noch interessant, was da so passierte. Vor allem dann natürlich mit Hinblick auf die zweite Halbzeit. Denn Xabi Alonso hat ja nicht nur die Spieler durchgewechselt, sondern auch das System gewechselt, was interessant war. Er hat zum ersten Mal mit einer Viererkette gespielt, später dann wieder umgestellt auf Dreierkette. Aber da reden wir gleich drüber. Ich fand nämlich ganz spannend zu sehen, wie sich das beim VfB realtaktisch dargestellt hat. Also der Zweieraufbau hinten mit Daxo und Waldi ist erstmal nichts Neues. Den kennen wir so. Aber im Zentrum gab es noch mehr Rochaden und noch mehr Positionswechsel, als ich das sonst gewohnt war vom VfB Stuttgart. Also der VfB versuchte wirklich ständig freie Räume zu attackieren. Und dabei war es eigentlich egal, ob jetzt Carazor mal im rechten Mittelfeld auftauchte oder Wagnermann rechts außen. Alles war möglich. Es ging einfach nur darum, die Räume zu besetzen, die Räume zu bespielen und eben die Spieler dort zu positionieren, wo sie gerade gebraucht wurden. Und dass das so ineinander griff und von Leverkusen nicht ausgenutzt werden konnte, weil es gab ja durchaus auch Möglichkeiten, Räume, die zum Beispiel hinter Josh Wagnermann frei geworden sind, zu attackieren, aber das haben sie einfach nicht hinbekommen, die Leverkusener, weil dann halt zum Beispiel ein Waldemar Anton herausragend verteidigt hat oder auch ein Atakan Karasor dann die Lücken geschlossen hat, kommen wir auch noch später drauf zu sprechen, also wirklich herausragend das gemacht hat. Das fand ich unfassbar beeindruckend. Es erinnerte mich, und bitte kreuzigt mich nicht, ein Stück weit an Walter Ball. Vorsicht, ich möchte es erklären, Moment. Es gab ja mal die Verwunderung, als zum Beispiel Holger Badstuber wirklich als Rechtsaußen irgendwann im Spiel auftauchte und jeder hat sich gefragt, Mensch, was ist denn da los? Das und Pascal Stenzel auch regelmäßig, ich meine, Rechtsverteidiger dann auf die 6 gezogen, macht er jetzt auch immer noch tatsächlich. Ne? Also, aber das ist jetzt Hoenesball und da funktioniert's. Genau, und das ist der Unterschied zwischen Walter Ball und Hoenesball. Hoenesball funktioniert und wenn man in der zweiten Liga, glaube ich, ein Äquivalent suchen will, ist es wahrscheinlich gerade im Hürzeler Ball. Ne? Also St. Pauli macht es auch ganz gut und Fabian Hützler war jetzt im Millanton im Podcast und der hat gesagt, es gibt keine Position mehr, es gibt nur noch freie Räume, die bespielt werden müssen und ich glaube, da gleichen sich St. Pauli, VfB und ein paar Mannschaften der Premier League, also die sehen das Spiel jetzt einfach komplett anders. Ne? Genau. Und das ist halt einfach geil anzuschauen, wenn es funktioniert. Vor allen Dingen, wenn du das
die Spielerqualität dafür hast, genau, dass die sie diese halt, Idee umsetzen können. Also und das auch, war auch, und wieder ne, unsere Leute, unsere Spieler auch wieder gegen Leverkusen mit einer überragenden Passquote. Und die brauchst du, weil sonst funktioniert es halt nicht. Richtig, du brauchst die Präzision, das Balltempo, das haben wir. Und natürlich auch das Selbstbewusstsein, das haben wir uns auch erarbeitet, muss man sagen. Und das merkst du und merktest du vor allem wirklich zu Beginn dieser ersten Halbzeit. Wir kommen gleich drauf zu sprechen, wie es dann wirklich richtig zur Sache ging. Und ich fand, du hast auch dann Anfang der zweiten Halbzeit gemerkt, da hat der VfB gemerkt, oh fuck, wir sind der VfB und das ist Leverkusen. Und das war irgendwie was ganz anderes. Und erste Halbzeit, da war egal, wer da stand. Ja? Da wussten die Spieler, hey, wir haben es drauf und wir können die dominieren. Und in der zweiten Halbzeit, dann gerade nach dem Gegentor, war es so irgendwie, oh fuck, was machen wir eigentlich? Und dann hast du so gemerkt, okay, ein bisschen Unsicherheit, aber dann halt leidenschaftlich verteidigt. Aber lass mal reingehen, ja. Gerade in der ersten Halbzeit war es halt super interessant zu sehen, wie fluide der VfB spielte. So zog man dann immer wieder Verteidiger von Bayer aus der letzten Kette raus. Xhaka und Palacios wurden maximal gestresst die ganze Zeit. Also von Xhaka Fehlpässe zu sehen, ist ein Unikum in dieser Saison. Also ja, der ist eigentlich unpressbar, der Mann. Und der VfB hat es geschafft. Und allein das ist halt schon einfach grandios. Wieder mit mutigem Pressing. Wir kennen das aus den letzten Monaten schon. Aber wie man das in der ersten Halbzeit durchgezogen hat, das war für mich unglaublich beeindruckend. Also ich kann es nur noch mal sagen, ein herausragendes Spiel, solltet ihr es nur im Stadion gesehen haben, ja, dann versucht es irgendwie, weiß nicht, mit eurem Sky-Receiver aufzuzeichnen, holt euch VfB TV, whatsoever, aber schaut dieses Spiel nochmal an. Es ist für mich eine der besten Halbzeiten gewesen, die ich jemals in diesem Stadion gesehen habe. Ich weiß, das ist jetzt sehr groß gemacht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass der VfB Stuttgart derart schnell, dynamisch, präzise, herausragenden Fußball gespielt hat. Du hast so viele One-Touch-Aktionen gehabt. Ja. Das war absurd teilweise. Ja, und vor allen Dingen der Grad der Koordination war überragend. Also man da muss nicht nur auf die Torchancen gucken, sondern wirklich mal auf den Spielaufbau. Und wir saßen wirklich im Stadion und wir haben den Mund nicht mehr zubekommen, weil sobald Alex Nübel den Ball nach vorne passt, bewegen sich ganz woanders schon die Spieler hin und her, weil sie genau wissen, okay, noch drei Pässe und dann habe ich den Ball und dann muss ich da stehen. Und das war wie so ein Schiebepuzzle halt. Ne? Das gegen Leverkusen, das war surreal. Gebe ich dir absolut recht, das war herausragend. Lass uns ganz kurz noch auf Leverkusen schauen. Die begannen zunächst mit einer asymmetrischen Viererkette. Das war die Veränderung zu dem, was sie eigentlich sonst spielten. Sonst war es immer eine klassische Dreierkette. Mal ließ sich Grimaldo zurückfallen und mal Frimpong. Aber gerade Frimpong hatte große Probleme, die Räume hinter ihm zu schließen. Also du hast halt einfach gemerkt, der denkt nur offensiv. Und Grimaldo ähnlich, weil er dann seine Aktien halt dann auch im VfB-Treffer. Also insofern, das war das, was ich letzte Woche gesagt habe, stresst doch mal die zwei. Ne? Also zeigt denen mal, okay, ihr müsst doch defensiv was machen und dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Und die sind halt offensiv und nicht defensiv. Und da haben sie ihre Schwächen. Und das hat der VfB in der ersten Halbzeit wunderbar geschafft. Ja, in der zweiten Halbzeit stellte Alonso dann auf das gewohnte 3-4-3 um. Und vor allem das Pressing wurde dann besser. Und der VfB hatte Probleme, Räume zu finden, die sie in der ersten Halbzeit also relativ gut gefunden haben und auch bespielen konnten. Und oft versuchte man es dann von Seiten des VfB Stuttgart mit langen Bällen in die Spitze. Aber das muss man auch sagen, Leverkusen verteidigte das dann extrem gut, sehr aggressiv. Das war schon nochmal ein Upgrade zur ersten Halbzeit, was Leverkusen in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Das muss man an der Stelle dann auch mal anerkennen. Ist jetzt nicht so, dass der VfB, weiß nicht, jetzt irgendwie das Spielen eingestellt hätte, sondern es war tatsächlich so, dass Leverkusen nochmal eine Schippe drauflegen konnte. Und dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob es für den VfB auch vom Fitnesslevel her dann schwer war, nochmal so dagegenhalten zu können, wie sie es in der ersten Halbzeit getan haben. Weil das Spiel gegen Dortmund machst du auch erst spät zu. Das steckt in den Knochen. Du hast grundsätzlich viele Spiele gehabt zuletzt. Du hast immer noch Spieler dabei, die ein paar Wehwehchen mit sich rumgetragen haben in den letzten Wochen. Serhou Guirassy, Dennis Undav hat die Vorbereitung verpasst. Also das kann schon mit reinspielen. Aber insgesamt würde ich sagen, haben wir in der ersten Halbzeit den besten VfB gesehen, den wir diese Saison bislang gesehen haben. Und in der zweiten Halbzeit keinen signifikant schlechteren, aber dafür eine sehr gute Leverkusener Mannschaft. Ja, absolut. Ich will auch nicht sagen, dass der VfB in der ersten Halbzeit überpaced hat, aber die haben da schon ziemlich viele Körner gelassen und wir haben es angesprochen, du spielst dann am Mittwoch gegen Dortmund, dann am Sonntag gegen Leverkusen mit der exakt gleichen Elf. Leverkusen tauscht halt die komplette Defensive aus im Vergleich von Mittwoch zum Sonntag und ja, du hast ja gemerkt, der VfB hat sich in der ersten Halbzeit in den Rausch gespielt und ich glaube, dann machst du mal den einen oder anderen Sprint vielleicht auch mehr und so weiter und in der zweiten Halbzeit hat man aus meiner Sicht schon gemerkt, da hat so ein bisschen dann die Fitness gefehlt, was jetzt keine Kritik an der grundsätzlichen Situation, Fitnesssituation der Mannschaft ist, sondern einfach viele Spiele, gleiche Starthelfe und so weiter, aber da war Leverkusen dann auch ein Stück weit frischer und sie sind ja auch keine ganz schlechte Mannschaft. Das zum einen und ich glaube, es ist auch nicht ganz unklug, sich dann halt einfach aufs Verteidigen zu beschränken, bevor man dann Risiken eingeht, am Ende diese Führung komplett aus der Hand gibt und dann letztlich ohne Punkte dasteht.
Und verteidigt haben sie in der zweiten Halbzeit genauso stark wie in der ersten Halbzeit, fand ich. Genau, und sie waren mit dem gleichen Einsatz, das möchte ich sagen. Genau, und sie waren in der zweiten Halbzeit defensiv so leidenschaftlich, wie sie in der ersten Halbzeit offensiv brillant waren. Und ich als natürlich heimlicher Arminia Bielefeld-Fan bin natürlich auch großer Freund vom leidenschaftlichen Verteidigen. Und ich fand es halt toll, wie sie in der zweiten Halbzeit wirklich alles reingeworfen haben, um irgendwie noch einen Punkt halt mitzunehmen. Allein gleich nach der Pause gab es ja dann die Situation von Florian Wirtz, der dann dieses Solo macht, aber auch allein wie da Karasor und Mittelstädt und Sagadou diesen Zweikampf irgendwie gewinnen wollen. Sie schaffen es nicht, aber die werfen halt wirklich alles rein. Und das fand ich in der zweiten Halbzeit wirklich schön, dass man halt sagt, okay, wir haben nicht mehr offensiv, nicht mehr so die Aktien, aber wir versuchen einfach zu verteidigen. So war's. Und jetzt gehen wir wirklich mal in die erste Halbzeit rein. Wir haben es jetzt schon mehrfach thematisiert. Der Wunsch nach Spektakel war groß, aber dass das direkt von Anpfiff an so abgehen würde, das hat mich schon überrascht. Der VfB brauchte keine 3 Minuten, da hatte Chris Führig schon die erste Möglichkeit, uns in Führung zu bringen. Und auf diese Szene schauen wir auch gleich mal. Diese Chance war ja eigentlich nur ein Vorgeschmack auf das, was alles noch folgen sollte. Mittelstädt eroberte den Ball nach einem Leverkusener Einwurf, spielte dann weiter auf Dennis Undav. Ganz kurz vielleicht ein Einschub. Kosunou verletzte sich relativ früh, stand zu dem Zeitpunkt noch draußen. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass der VfB noch mal ein paar mehr Räume hatte. Ist mir aber egal, ist halt so. Nehme ich gerne. Nehme ich, ja. Undav setzte sich dann stark gegen Palacios und Frimpong durch. Brauchte dafür zwar 2 Anläufe, aber was ich so stark fand, war, dass Dennis immer in der Aktion geblieben ist, ständig. Und du hast dann später auch nochmal so eine Szene gegen Xhaka im Verlauf dieses Angriffs gesehen, der den ersten Versuch von Dennis an ihm vorbeizugehen kurz unterbinden kann. Aber Dennis ist sofort wieder da und schafft es dann halt im zweiten Versuch, bleibt auch hier voll in der Aktion. Richtig gut gemacht von ihm in dem Moment. Dann das Balltempo bei diesem Angriff, herausragend. Dennis auf Serou, der direkt auf Führig und Chris zog dann ab. Radetzky wehrt das Ding zwar zur Ecke ab, aber das war halt einfach schon wirklich super gespielt. Ab der ersten Minute, jetzt in dem Fall war es die dritte, aber du weißt ja, was ich hinaus will. Absolut. Herausragend gemacht. Man kann jetzt noch darüber diskutieren, man sieht es jetzt in der Szene, dass theoretisch Josh Wagnermann am zweiten Pfosten eine Option gewesen wäre, aber ich glaube, ja, unter Berücksichtigung des Gegnerdrucks und der Dynamik des Angriffs wäre es schwer gewesen, da rüber zu schippen auf Genau, und auch angesichts Wagnermann. Der Abschlussqualitäten von Joscha. Ja, da gebe ich dir recht, aber er hat ja schon Tore geschossen. Also es ist nicht so, dass er es gar nicht kann. Nein. Er wird ja gleich auch nochmal eine Möglichkeit bekommen. Ja? Also ich war wirklich überrascht, wie mutig wir gegen Leverkusen auftraten. Das extrem hohe Gegenpressing wurde genauso durchgezogen wie in den letzten Wochen. Und auch Leverkusen zeigte uns, dass sie gut pressen können. Ja. Also du hast da schon auch ein gewisses Gefahrenpotenzial erkennen können. Es war nicht so, dass wir einfach nur hinten drin standen. Wir setzten Leverkusen unter Druck, aber selbst wenn wir jetzt, sag ich mal, keine Lösung gefunden haben, uns hinten irgendwie zu befreien, weil Leverkusen dann, ich habe es gerade angesprochen, auch ihr gutes Pressing zumindest phasenweise implementieren konnte, ja, dann haben wir halt einen langen Ball gespielt. Ja. Daxo oder Waldi hat die langen Bälle hinten rausgehauen. Und wenn ich mir dann angucke, 62% angekommene lange Pässe, das ist halt ein richtig guter Wert. Und das ist ein absolutes Asset. Genau, und das brauchst du halt auch als Plan B, wenn Leverkusen halt presst. Und der VfB ist ja nicht die erste Mannschaft, die versucht hat, Leverkusen so ein Stück weit zu überrumpeln. Aber es hat auch keine geschafft. Und der VfB hat es halt geschafft durch die Qualitäten, die man hat. Also Passqualität, Langpassqualität, also dass du einfach verschiedene Strategien hast, um vor das gegnerische Tor zu kommen. Das war richtig gut. Und dann passierte was, Sebastian, das habe ich so, glaube ich, auch noch nicht oft gesehen. 3 Torschüsse in unter 5 Sekunden beim VfB Stuttgart. Ja. Lass uns über, aber keiner war drin. Ja, leider Gottes. Lass uns über die 7. Spielminute sprechen. Erstmal ein Freistoß aus 25 Metern getreten von Serou Guirassy. Auch das überraschte mich ein Stück weit, dass Serou sich diesen Freistoß nahm. Zeigt aber natürlich auch wieder, wie viel Selbstbewusstsein der Typ aktuell hat. Klar, aber andererseits, wer soll sonst schießen? Ja, ich sehe da durchaus einen Stiller, der es ja mal gezeigt hat gegen Heidenheim, dass er schon Qualitäten hat mit seinem Füßlein. Chris Führig ist natürlich auch immer wieder ein Kandidat. Das wären jetzt für mich die ersten Genau, aber wir haben jetzt keinen Spezialisten. Freistoßgott. Ne? Ja, also. Ja, ich glaube, das letzte Freistoßtor Omar Mamouche, erinnere ich mich, oder? Ja, wahrscheinlich. Oder? Sonst gab es jetzt keins mehr. In Daniel Didavi. Ja. Oh Gott, das ist ja wirklich schon lange her. Dann. Ja, aber wir machen nicht so viele Freistoßtore. Das ist richtig. Ja. Wir brauchen Und über Standards können wir nochmal reden. Ja, wobei die ein bisschen besser waren. Die waren ein bisschen besser, aber Leverkusen, also ich habe immer gesagt, ich hasse ja kurze Ecken, aber die kurzen Ecken von Leverkusen, die waren relativ gefährlich. Ja, das fand ich auch. Übrigens auch immer wieder so ein Mittel von Leverkusen, über die Standards halt einfach Gefahr zu erzeugen. Und das wäre natürlich schon toll, wenn wir das uns auch noch irgendwie aneignen könnten. Wäre doch so ein Asset, ne? Ja, also, sehe ich auch so. Bleiben wir kurz in der Szene. Also der Freistoß ausgeführt von Serou Guirassy. Radetzky klärt den Ball dann zur Seite. Das war der erste Torschuss von den dreien. Ja. Dann ist Chris schneller als Grimaldo und Radetzky, legt den Ball klug nach innen auf Dennis ab. Da hätten wir wahrscheinlich auch vor 1-2 Jahren noch einen Chris Führig erlebt, der halt einfach aufs Tor schießt.
Aber ja, hier, oder in Seiten ausläuft oder irgendwie sowas halt. Oder ne? Sowas, ja. Aber hier hat er einfach die Übersicht, legt rüber ab auf Dennis, der schließt ab, sein Abschluss wurde von Grimaldo auf der Linie geblockt, das war dann der zweite Torabschluss. Dann sprang der Ball Wagnermann vor die Füße, auch der schließt sofort ab. Fünf Mann, habe ich gesehen, standen auf der Linie bei Leverkusen, inklusive Radetzky, muss ich an der Stelle sagen. Und der Ball wurde dann letztlich auch geblockt, das war der dritte Abschluss. Genau. Aber, also wirklich. Aber das ist halt so eine Situation, wo ich sage, ein Bundesliga-Profi mit der Zeit muss ein rechts oben in den Knick schießen, weil da ist der Platz. Also, und da kommt auch keiner mehr dran. Und das war. Ja. Also, er hatte ein bisschen mehr Zeit als. Als Dennis, aber ich finde es schon schwierig in dem Moment. Es ist schwierig, ja. Aber ich denke, als einer der besten Fußballer Deutschlands. Er ist ein irgendwas Nationalspieler. Müssen wir kritisieren. Ja, also, nee, den kannst du rechts oben in den Winkel reinlegen und dann ist das Ding halt durch. Also. Abschluss ausbaufähig. Was ich cool fand, der VfB war halt in der Szene super schnell in der Birne. Ja. Leverkusen verteidigt mit allem, was ging. Ja, das war Wahnsinn. Auch gut gemacht, ja. Ja, war auch richtig stark. Aber dass der VfB wirklich so online ist, Grüße gehen raus an Nico Willig, ja. Das fand ich schon herausragend. Ja, dass du nach 7 Minuten Leverkusen mal in die Verlegenheit bringst, dass da halt auf einmal 11 Leute auf der Torlinie stehen und sich da reinwerfen in jeden Ball. Ne? Also allein das war ja schon toll. Was war eigentlich mit Ceru los? Der freute sich wie ein kleines Kind über den Abschluss von Josh oder dachte er, das ist Handspiel? Das ist meine Interpretation. Auf der Linie gab. Ja. Ich fand es sehr niedlich. Also, wie Ceru sich einfach tierisch gefreut hat, dass sein Buddy jetzt hier gerade aufs Tor geschossen hat. Ja. Vielleicht war es auch deshalb, finde ich fast sympathischer, als zu hoffen, dass das jetzt ein Elfmeter war. Aber wenn er schon so aus sich rausgeht, wenn Wagnermann aufs Tor schießt, dann will ich gar nicht wissen, was Ceru Guirassy macht, wenn Atakan Karasor mal ein Tor schießt. Oh ja, ob wir das noch erleben. Ey, keine Kritik an Atta, er hat andere Qualitäten, aber der absolut. Torschuss ist es nicht unbedingt. Nein. Aber er wird uns Lügen strafen gegen Bayern Drifter. Pass auf. Ja, nach dem Standard. Lass uns weiter schwärmen, Sebastian. Die Verlagerung. Wir müssen es ansprechen. Wirklich ein Traum. Balltempo, Präzision. Wir müssen das halt so oft sagen, weil es einfach der Fall ist. Und wir wissen ja auch nie, wie lange das anhält. Deswegen müssen wir die Welle komplett reiten. Ja, die Übersicht. Wir sagen das jede Woche, aber wir spielten am Sonntag gegen die beste Mannschaft der Bundesliga. Und wir dominierten sie in der ersten Halbzeit. Ist so. Ja. Das ist so. Und das ist wirklich crazy. Ja, also zur Halbzeit stellte ich dann die These auf, das weiß ich noch, der VfB ist aktuell mit und gegen den Ball eigentlich das beste Team in der Bundesliga. Ich würde jetzt mal von dir gerne wissen, wo du den VfB aktuell verortest. Wie gut ist denn der VfB wirklich? Naja, also jetzt nach einem souveränen Sieg gegen Dortmund und jetzt dem verdienten 1:1 gegen Leverkusen, müssen wir jetzt eigentlich noch die Partie in München abwarten. Und dann können wir wirklich sagen, wo der VfB steht. Aber ich würde mich jetzt zu der Aussage versteigen, dass der VfB zu Recht auf Platz 3 der Tabelle steht, weil ich sehe jetzt nicht so viele Clubs, die besser sind. Also Dortmund sehe ich da aktuell nicht, Leipzig sehe ich da punktuell, aber wer sonst? Ne? Also nee, also Platz 3 ist absolut gerechtfertigt und ich hoffe, dass das ganz lange anhält. Und der VfB hat auch gegen die beste Mannschaft der Bundesliga gezeigt, 45 Minuten können wir die dominieren. Vielleicht können wir diese Qualität nicht über 90 Minuten halten, aber die Qualität ist da. Vielleicht noch nicht die Konstanz, die Ausdauer, das halt dann durchzuspielen, aber das war schon brutal, das zu sehen. Also das hat mich so gefreut. Also wie gesagt, wir saßen im Stadion und haben uns nur ungläubig angeguckt. Ist das wirklich der VfB, der da gerade spielt? Das kann doch nicht sein. Also bevor ihr mich jetzt hier irgendwie in den Kommentaren flamet, weil ich gesagt habe, der VfB ist aktuell die beste Bundesliga-Mannschaft. Du hast heute Geburtstag, dich davor keiner kritisiert. So sieht's aus. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin natürlich mit dem Eindruck des 1:5 der Bayern gegen Frankfurt in dieses Spiel gegangen und habe halt diese erste Halbzeit des VfB Stuttgart gesehen. Und ich saß da und dachte mir, also wenn ich was kritisieren will, dann wirklich das, dass es eben nicht 3-0 steht für den VfB. Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, wenn die Bayern so spielen wie in Frankfurt und der VfB so spielt, wie der VfB halt gegen Leverkusen gespielt hat, dann ist auch am nächsten Sonntag was drin. Also ja, definitiv. Sowieso, das kann ich schon vorwegschicken. Also ist mehr als nur was drin. Aber ich gehe davon aus, dass der VfB Stuttgart für den FC Bayern München einen großen Prüfstein darstellt. Ja. Aber das machen wir nachher. Ja. Kurz mal auf die Euphoriebremse treten, denn Leverkusen deckte schon auch auf, wie du den VfB in Bedrängnis bringen kannst. Also auch in der ersten Halbzeit hat man das phasenweise gesehen. Das ist zum einen, wenn du dich über sauberes Passspiel, hohes Balltempo und mit Speed dem Pressing entledigst, weil dann hast du wirklich viel Wiese vor dir. Kommst schnell in 3-gegen-3-Situationen und gut war es dann, wie der VfB das eben verteidigt hat. Ja, also der Ballführende wird dann oft auf den Flügel abgedrängt. Das schafft dann wieder Zeit, für die Mitspieler nachzurücken und selbst wenn der Angreifer progressiv sozusagen nach innen geht, wir haben das dann später mal gesehen von Adli, besprechen wir gleich nochmal die Situation,
Selbst dann gelingt es dem VfB ja immer noch durch gutes Positionsspiel direkte Abschlüsse zu verhindern. Jetzt in der Situation ist ihm das nicht gelungen, dem VfB Stuttgart, aber dann haben wir ja entweder Nübel und selbst wenn der nicht zur Stelle ist. Nübel. So sieht's aus, haben wir noch einen Pfosten. Genau. Also, ja, den hätte er auch gehabt, also. Das könnte gut sein. Lass uns mal auf die Szene blicken. Frimpong setzte sich stark gegen Mittelstädt durch, dreht dann auf. Über Boniface wurde schnell verlagert. Im Vorfeld setzt sich Boniface auch gut ab von Anton. Seht ihr jetzt auch gerade im Bild. Boniface dann mit einem starken, wirklich herausragenden Schnittstellenpass raus auf Adli. Auch der Laufweg von Adli perfekt. Josh hätte vielleicht ein bisschen früher den Sprint in die Tiefe aufnehmen können, wenn man das kritisieren will. Aber er denkt natürlich auch eher offensiv in dem Moment und hofft, dass vielleicht dieser Pass abgefangen werden kann und er dann schon direkt sich nach vorne begeben kann, würde ich jetzt mal so interpretieren. Aber das kann man in der Situation kritisieren. Ansonsten war das einfach richtig gut gespielt. Und vielleicht ganz kurz nochmal was zu Wagnermann. Mir fiel auf, dass er in manchen Situationen einfach zu lang brauchte, um nach Ballverlust in die Rückwärtsbewegung zu kommen. Es war ein paar Mal so, dass er da noch nicht so drin ist, noch nicht so gefestigt wirkt wie zum Beispiel in der Rückrunde, als er das immer herausragend gut hinbekommen hat, zum einen natürlich nach vorne anschieben, aber auch zum anderen hinten seine Seite dicht machen. Ja, aber ich meine, er war auch brutal lange verletzt einfach. Ne? Ist so. Deswegen, die Kritik ist wirklich, das ist Meckern auf extrem hohem Niveau. Genau, und ich finde auch grundsätzlich, merkt man im VfB-Spiel an, dass es halt einfach sehr riskant ist. Und du merkst halt auch, wie ich eben gesagt habe, wenn Nübel hinten den Ball rausspielt, bewegen sich schon die Spieler, die dann 3-4 Pässe später den Ball bekommen werden. Und wenn da dann ein Ballverlust passiert, hast du einfach ein Problem. Das passiert sehr, sehr selten, aber wenn es passiert, hast du ein Problem, weil die halt alle schon nach vorne denken und das ist halt total toll, aber es ist halt auch riskant. Ja, da sind wir wieder bei Präzision. Also genau, die Pässe müssen dann halt sitzen. Diese ist crucial, ja. Genauso das Rausstechen von Anton zum Beispiel. Wenn er da rausgeht und er verliert die Zweikämpfe, haben wir ein Problem. Absolut. Aber er gewinnt sie. Genau, und er gewinnt fast alle Zweikämpfe, die er da führt. Und wie oft halt in den letzten 2-3 Spielen tief in der gegnerischen Hälfte Bälle erobert und ist dann aufs Tor zugelaufen, hat dann Chancen vorbereitet, hat selbst abgeschlossen. Das ist halt einfach mittlerweile ein Element vom VfB-Spiel. Und dieses Risiko, das nehmen wir gerne in Kauf, sind der Trainer in Kauf, weil es halt öfter zum Erfolg führt als zum Misserfolg. Insofern völlig okay. Adli kam dann zum Abschluss. Pfosten, man kann sagen, der Konter wirklich super ausgespielt. Absolut. Da hat man großes Glück. Was mir auch aufgefallen ist, Leverkusen brauchte so 10 Minuten, um ins Spiel zu kommen. Sie verlagerten das Geschehen ins Zentrum, versuchten ihre Dominanz herzustellen. Stuttgart konnte dann nicht wie gewohnt mit 4 oder 5 Mann anpressen, sondern staffelte sich gegen den Ball mit 2 Zweimann-Ketten sozusagen. Das war eigentlich ganz interessant zu beobachten. Und sobald der VfB es dann wieder geschafft hatte, Leverkusen hinten reinzudrücken, fächerten sie wieder auf und attackierten dann wieder mit 4 Spielern den Spielaufbau von Bayer. Und das war auch wirklich für mich persönlich echt eine neue Erfahrung, dass der VfB einfach da so flexibel ist. Ja, und das war jetzt nicht auf Zuruf von Hoeneß, sondern es hat die Mannschaft auf dem Platz selber erkannt und so entschieden. Ja, das ist halt krass, was du für ein funktionierendes System hast und die Spieler sich dann auch ein Stück weit selbst organisieren. Also natürlich steht Sebastian Hoeneß auch 90 Minuten, 97 Minuten am Rand und redet, holt sich Spieler ran, gibt Instruktionen, brüllt rein und so weiter. Aber trotzdem haben es die Spieler auch geschafft, ohne seine direkten Anweisungen sich selbst zu organisieren. Das ist ja auch enorm schön, wichtig. Ja? Klar, ja. Also du kannst dich natürlich nicht nur auf den Trainer verlassen. Du musst das natürlich einfach erkennen, Früherkennung, Rundumblick. Wir haben letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen, wie wichtig das ist, die Vororientierung auf dem Platz und so. Das ist schon richtig gut. Und auch gegen den Ball funktioniert das im Endeffekt fast von selbst. Du hast immer das Gefühl, dass jeder genau weiß, was zu tun ist. Und das ist total beruhigend für mich auf der Tribüne oder in der Kaltstädter Kurve, je nachdem, wo ich mich gerade rumtreibe. Ja, und was auch auffällig war, selbst wenn Leverkusen es schaffte, über die Mittellinie zu kommen, entstand bei uns keine Hektik oder Unordnung. Wir blieben uns immer treu. Und das, obwohl diese Mannschaft wirklich dafür bekannt ist, Chaos zu verursachen. Ja? Und wir haben uns halt einfach gedacht, ja, macht halt euren Scheiß, wir machen unseren. Und am Ende haben wir Leverkusen dadurch so extrem in der Vorwärtsbewegung beschnitten in der ersten Halbzeit, dass die, glaube ich, zeitweise auch ein bisschen verzweifelt sind und sich gefragt haben, was geht denn hier eigentlich ab? Ich hatte echt den Eindruck, dass der VfB in der ersten Halbzeit sich in so einen Rausch gespielt haben, dass sie vergessen haben, dass sie der VfB sind und vergessen haben, dass die anderen Leverkusen sind. Und Leverkusen dachte sich, sind wir überhaupt noch Leverkusen? Und wer spielt da überhaupt gegen uns? Also es war, wenn du die zwei Mannschaften gesehen hast, dann hättest du ja nicht gewusst, wer ist denn die Mannschaft, die in Europa umgeschlagen ist und wer ist der Herausforderer. Also der VfB war einfach klar besser.
An der Stelle weise ich kurz darauf hin, ihr müsst nicht rechts ranfahren. Es ist leider hier beim Fanprojekt so, dass ab und zu mal die Feuerwehr Einsätze fahren muss. Ja. Wir haben mehrere Zuschriften dazu bekommen, dass häufig Menschen einfach rechts ranfahren, weil sie unseren Podcast hören. Also schaut trotzdem kurz in den Rückspiel, aber in der Regel ist es einfach hier dem Standort Fanprojekt geschuldet. Ja. Genau, akuter Europapokalalarm. So sieht's aus, den lassen wir jetzt einfach so laufen. Die Momente, die sich Spieler wie Anton Karasor und Stiller zum Rausschieben auswählen, darüber möchte ich nochmal sprechen. Ich habe es ja gerade eben bezüglich Waldemar Anton schon thematisiert. Die sind wirklich auch extrem gut abgestimmt, extrem gut getimed. Immer wieder gelingt es so, Bälle zu erobern. Insgesamt 53 Balleroberungen. Das ist der viertbeste Wert in dieser Saison. Noch mehr Bälle eroberten wir nur gegen Frankfurt. Das waren 61, gegen Mainz, das waren 56 und gegen Heidenheim 55. Aber zwei dieser Kandidaten, die ich jetzt gerade eben aufgezählt habe, sind halt potenziell eher, sag ich mal, der unteren Tabellenhälfte zuzurechnen. Und das finde ich halt schon auch wieder brutal, ja, dass du gegen so eine Mannschaft, die defensiv ja auch so stabil ist und jetzt stand aktuell jetzt die beste Abwehr der Liga stellt, 53 Balleroberungen hinzubekommen, bärenstark. Nächste Chance für den VfB, Sebastian. Große Chance für den VfB. Mm. Mittelstädt mit gutem Antritt im linken Halbraum, wurde von keinem Leverkusener angegriffen. Davor übrigens auch wieder richtig gut und schnell verlagert von uns. Dann spekuliert Xhaka, glaube ich, auf den Pass raus auf Führig, aber Maxi dann mit einem guten Zuspiel auf Undav, den schüttelt er einfach so aus dem Fuß. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass er den so im rechten Winkel eigentlich rumbekommt. Maxi steht, Undav. Ja. Also wirklich. Er ist mit Maxi steht einfach. Ja. Unglaublich, ja. Undav dann mit einer guten Körperteilchung gegen Tah. Kommt dann zum Abschluss, Radetzky muss sich da strecken, um den Ball noch rauszukratzen, aber das war halt auch wieder so ein mega Ding eigentlich vom VfB und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass das Ding endlich mal reingeht, ja, also es lag halt total in der Luft. Ja, du hättest da eigentlich schon treffen müssen, weil jetzt die Chancen Undav, ich finde, der macht das Beste draus, aber das ist auch kein Ball, wo du denkst, der muss eigentlich reingehen, sondern ja, das ist ein Torwartball, da kann Undav aber auch nicht viel mehr draus machen aus der Situation, aber es war trotzdem wieder ein sehr, sehr schöner Angriff und du hast gemerkt, hey, wir sind dran, ja, und früher oder später muss das Tor eigentlich fallen. Ja, Leverkusen wurde eigentlich nur über Konter gefährlich, spielt es dann nicht immer perfekt aus, muss man sagen, der VfB schaffte es immer wieder, die Angriffe in Räume zu lenken, das habe ich ja vorhin schon mal erklärt, aus denen nur wenig Gefahr entwickelt werden konnte. Und das ist für mich auch nochmal eine Weiterentwicklung in dieser Saison. Weil es lief ja nicht von Anfang an so, dass der VfB das hinbekommen hat. Erinnere dich an die Anfangsphase gegen Bochum, erinnere dich an mehrere Phasen gegen Freiburg, wo es uns tatsächlich schwer fiel, dem Gegner das Tore-Schießen maximal zu erschweren. Ja. Und du siehst halt jetzt, dass da auch ein Plan dahinter steckt, wie wir verteidigen. Es ist nicht nur die Hoffnung auf Nübel, sondern wir verteidigen einfach auch dem Tabellenplatz angemessen gut. Ja, das ist so, also die Ergebnisse sind halt Anfang der Saison gut, aber die Spielweise vom VfB, auch gerade in der Defensive, die werden sukzessive besser. Also die Mannschaft entwickelt sich und das hat man auch in der zweiten Halbzeit gesehen und das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen, weil man Leverkusen es wirklich schwer gemacht hat, das Bayern-Spiel aufzuziehen. Ja, und um das so spielen zu können, brauchst du natürlich flexible Wingbacks. Gegen den Ball rückte Führig in die letzte Kette. Der VfB spielte dann phasenweise mit einer Fünferkette. Davor dann Karasor, Stiller und Mio, dann also mit einer Dreierreihe. Aber auch hier muss man die Bereitschaft, verteidigen zu wollen, wirklich nochmal hervorheben. Ja, also das sind ja schon Kreativspieler. Ja. Zum Beispiel ein Chris Führig. Und wir haben gerade eben über Frimpong gesprochen, der irgendwie sich defensiv jetzt nicht so einsetzte, wie sich das Alonso wahrscheinlich gewünscht hätte. Ja. Aber Chris macht das richtig gut. Er gewann am Ende 10 Duelle. Das waren die zweitmeisten aller VfB-Spieler. Chris Führig. Ja, und das ist Wahnsinn. Und ich glaube, das ist echt so der Schlüssel, dass du deinen Offensivspielern, deinen Kreativspielern, dass du die geil gemacht drauf hast, zu verteidigen und Zweikämpfe zu gewinnen. Und dass das vorne schon beginnt. Und du hast es auch gegen Leverkusen gesehen, genauso wie gegen Bremen, genauso wie gegen Dortmund, wie die VfB-Offensivspieler da vorne Bälle gewinnen. Und allen voran Chris Führig, der Bälle jagt, ja, und die Bälle gewinnt und damit dann Chancen einleitet. Und das zu vermitteln und den Spielern auch zu vermitteln, dass das halt gut ist, ja, das finde ich super. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Harry Kane vorne so Bälle jagt. Also läuft, glaube ich, auch gut an, aber so in der Intensität habe ich das noch nicht gesehen. Also, ja, oder nimm Sané. Also das ist ja eine vergleichbare Position zu Führig. Ob der nach hinten so mitarbeitet wie Chris, das stelle ich mal in Frage. Und ich finde diese 10 gewonnenen Duelle schon herausragend, wenn man sich überlegt, dass Karasor 11 gewonnen hat. Das ist der Spieler gewesen, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat am vergangenen Spieltag. Und das ist sein Job, also sein Kernjob. Ja. Und er kann es herausragend gut. Ja. Also das finde ich schon wirklich beeindruckend. Dann knallte es gleich auf beiden Seiten, muss man sagen. 24. Minute, Chance für Boniface. Leverkusens erste Welle wurde durch Anton unterbunden. Palacios wollte den Ball
kunstvoll, möchte ich mal sagen, mit der Ferse ablegen, weil die da super aufmerksam in wie der immer, Situation. Ja. Genau, wie immer. Karasor schaltete dann ein bisschen zu früh ab. Gerade eben haben wir ihn noch gelobt. In der Szene hätte er es besser machen können. Stiller ist nicht schnell genug bei Wirtz, um ihn bei der Ballmitnahme irgendwie zumindest mal zu stören. Der versucht dann den Doppelpass, aber der VfB ist erneut aufmerksam. Und dreimal darfst du raten, wer das wieder war. Natürlich Waldi Anton. Ja. Auch er wirklich mit einer herausragenden Partie. Auch hier wiederholt man sich Woche für Woche. Aber wir müssen das wirklich tun, weil es ist einfach nur spektakulär, wie Waldemar Anton in dieser Saison verteidigt. Ja, er hatte in der zweiten Halbzeit natürlich auch ein paar Ballverluste, als der VfB sehr, sehr unter Druck war. Aber in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten, also die Momente, die er sich raussucht, um halt rauszuschieben, um Bälle zu gewinnen, was für eine Ruhe hinten am Ball hat, wie er hinten rausspielt, es ist halt alles komplett überragend. Also Julian Nagelsmann, du weißt Bescheid. Also, sorry, der Mann muss mit zur EM. Ja, ich sehe es auch so. Und es ist wieder nicht bei euch auf der Straße. EM-Alarm für Waldemar Anton, ja. Sondern, ja, es fährt die nächste Einsatzkraft hier am Fanprojekt vorbei. Gut, bleiben wir in der Szene. Eigentlich hätten wir nach dieser Situation den Ball kontrolliert rausspielen können. Stattdessen unterlief aber Millionen folgenschwerer Fehlpass auf Frimpong. Frimpong setzt dann Boniface ein, der dann zentral abschloss. War kein Problem für Nübel. Nübel. So sieht's aus, ja. Aber das war eigentlich schon auch eine Riesenchance für ihn. Ja, den muss er machen und da ist wieder mein Punkt, wo ich sage, Enzo Mio, geiler Spieler, aber ich sehe ihn halt lieber eher offensiv als defensiv, weil ja, er spielt dann lieber dann den schwierigen Pass als den einfachen und ja, wie gesagt, Boniface muss den machen, der hat seine Trefferqualität vom Anfang der Saison zum Glück so ein Stück weit verloren, spielt dafür ein Stück weit mannschaftsdienlicher, finde ich, als zu Beginn der Saison, also ja, entwickelt sich halt auch, aber da hatten wir Glück, weil eigentlich war das eine hundertprozentige. Ganz kurz nochmal zu Atta, was mir auffiel, vor allem in der zweiten Halbzeit wirkte er etwas müde und auch mental, ich sag mal, ausgezehrt. Ah, absolut, so absolut. Also er hat trotzdem noch gut gespielt, aber neben mir saß ja der sehr wertgeschätzte Enzo und er hat gesagt, der muss den Atta raus, der ist komplett müde, der spielt nur noch Fehlpässe. Also, und es war in der zweiten Halbzeit von ihm nicht mehr so gut. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit auch mal angeschlagen, ich saß auf dem Boden und so weiter. Also dem hast du schon angemerkt, dass es viele Spiele waren, viele Kilometer, viele Zweikämpfe und so weiter. Also der bräuchte vielleicht mal tatsächlich eine Pause. Er hat ja einen Ball vollen Nacken bekommen, kann ich mich noch erinnern. Das war wahrscheinlich auch nicht so hilfreich für die Aufmerksamkeit auf dem Platz. Aber mir ist halt tatsächlich auch aufgefallen, die Ballverluste, die immer mehr zunahmen. Die Passqualität war für seine Verhältnisse auch nicht so hoch. Er hat eine Passquote gehabt von 82%. Also das ist gut, unter seinem Niveau. Genau, aber normalerweise, wenn keine Neun davor steht, ist eigentlich schlecht. So ist es. Nein, und Angelo Stiller hat ja mal eine Spielpause bekommen tatsächlich und Atakan Karasor spielt gefühlt eigentlich seit Saisonbeginn jede Sekunde. Ne? Unersetzlich. Ja, ist halt so. Ist so. Aber so am Ende der Hinrunde merkt man es halt auch dann. Ne? Gegebenenfalls, da reden wir nachher auch noch im Bayern-Segment drüber. Ich möchte ihn aber trotzdem auch nochmal loben. 18 Balleroberungen. Ja. Sind brutal und natürlich der Höchstwert an dem Spieltag. Rüber auf die andere Seite, 25. Minute, große Chance für Serou Guirassy. Der VfB baute über Chris Führig auf, der hatte dann viel Platz vor sich. Bei Leverkusen passt einfach die Zuordnung noch nicht. Du siehst dann Undav, der Tapsoba aus dem Zentrum rauszog. Mhm. Guirassy hatte zentral dadurch auch viel Platz. Und Stuttgart nutzt in dem Moment das Durchschieben der Leverkusener wirklich geschickt aus. Das haben sie ein paar Mal gemacht, später auch noch beim Tor des VfB ausgenutzt. Übrigens auch die Leverkusener bei uns. Ja. Aber da reden wir dann im anderen Segment drüber. Grimaldo war dann zu weit weg von Serou. Wir haben es vorhin gesagt, weil Grimaldo halt einfach eher offensiv ausgerichtet ist. Das siehst du dann, das ist dann der Nachteil in dem Moment. Und dann Chris Pass auf Guirassy. Großer Gott, steh uns bei. Also was war das denn für ein Ball? Besser geht's nicht, oder? Das war, ich war ja ungefähr auf der Höhe, habe ich gesessen. Und das war ja so ein Curveball, den man im Innenriss spielt. Und der dreht sich ja perfekt rein. Und also, es ist der perfekte Pass. Also er ist 1-2 Meter vor Guirassy. Der kann halt komplett durchlaufen, muss sich abstoppen, nicht beschleunigen. Also besser kann man keinen Pass spielen. Und ich dachte erst, es wäre ein Konter gewesen, aber der VfB hat ja von Anfang an Ballbesitz. Also sie haben wirklich Undav, der halt seinen Gegenspieler rauszieht, damit das Zentrum frei macht. Und dann kommt dieser Pass. Also es war unfassbar. Das war wirklich geil. Also dieser Pass, den möchte ich irgendwie als GIF bitte auf dem Twitter-Kanal vom VfB in Zukunft hoch und runter gespielt haben. Also gerne da mal was anfertigen. Ja, aber auch der Abschluss von Serou, ich fand ihn nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich fand's, du guckst schon so skeptisch, du fandst ihn schlecht, weil ich fand es auch geil gemacht von Radetzky. War eine geile Parade von Radetzky. Ich habe mich gefragt, warum lupft er den nicht?
Nein, warum wohl? Weil es die letzten Male nicht geklappt hat. Ja, eben. Ne? Nee, also Radetzky kommt halt, stellt halt den Fuß raus. Ich glaube, das kann er ganz gut. Ja, hat das ist eine seiner Spezialitäten. Der Sascha geschrieben von der Keeper-Analyse. Also das macht er gut, ja, den Block stellen, den Fuß rausstellen und so weiter. Guter Abschluss, noch bessere Parade. Aber natürlich muss es das 1-0 sein. Also, und eigentlich muss es das 2-0 sein, weil ja vorher Wagnermann schon das 1-0 gemacht hätte haben müssen. Ja, und jetzt haben wir gerade eben Chris Führig dafür gelobt, was für einen geilen Pass er spielt. Und was passiert danach? Radetzky wehrt diesen Schuss ab und Chris presst sofort wieder an, gewinnt den Ball, kommt nochmal in eine Abschlussposition, die zwar sehr ungünstig war, weil der Winkel viel zu spitz war, aber leck mich am Arsch. Was ist mit Chris Führig los gewesen in dieser ersten Halbzeit? Ja, das war Wahnsinn. Also wenn ich Chris Führig gewesen wäre und hätte den Pass gespielt, hätte ich mich 5 Minuten erstmal feiern lassen. Aber er läuft halt komplett durch und kriegt halt dann den zweiten Ball. Ja, also ja, der läuft nicht nur durch, sondern er presst halt auch gut an. Ja. Das war einfach richtig stark von ihm gemacht. Und auch da wieder in der Situation, der VfB sofort wieder da. Eigentlich gibt es ja dann immer diesen kurzen Down-Moment. Genau. Also du schießt, der Ball wird gehalten, alle sacken mal kurz ein, sind dann wieder da, aber nicht so Chris Führig. Der wusste im Endeffekt mehr oder weniger schon, dass der Serou jetzt dem Radetzky an den Fuß schießt. So, so wirkte es zumindest. Ist sofort da, klaut sich den Ball. Leider Gottes, wie gesagt, der Winkel zu spitz, aber ey, Chris Führig, heirate mich. Echt, also das war großartig. Julian Nagelsmann, Chris Führig muss mir zur EM. Ja, das ist ja schon, also. Eigentlich nicht mehr. Ich hab's nur noch mal gesagt jetzt. Ja, gut. Ich werde es noch ein paar Mal sagen heute. Finde ich gut. Mit anderen Namen. Mir fallen auch noch ein paar. Also, ich muss noch mal was zu unserer Defensive sagen, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Gegen den Ball arbeitet Stuttgart wirklich extrem gut und intensiv. Das darf man ja nicht vergessen. Wir haben ja nicht nur nach vorne gespielt, wir mussten auch verteidigen. Und das finde ich auch wieder bemerkenswert, dass wir uns keine Pausen nehmen. Sprich, wir investieren alles in die Offensive und versuchen uns dann praktisch gegen den Ball etwas auszuruhen, um dann wieder die nächste Offensive zu starten. Nicht der VfB. Die blocken viel, die bekamen auch im Umschaltmoment genügend Mann hinter dem Ball. Also auch da wieder diese Laufwege, die zurückgelegt werden mussten teilweise. Wirklich großartig, wie man das immer wieder gemacht hat. Und gerade die Blocks, die wir über 90 Minuten gesehen haben, die verhinderten wirklich ganz viele aussichtsreiche Abschlüsse der Leverkusener. Es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, okay, wenn er den jetzt aufs Tor bringt, wird es gefährlich. Und dann hat halt irgendein Spieler von uns einen Fuß dazwischen und blockt die Abschlüsse der Leverkusener. Also auch das wieder. Genau, ich hatte gerade im Spiel gegen Leverkusen so das Gefühl, also es gibt keine Positionen mehr, nur noch Räume. Und es gibt auch eigentlich gar nicht Defensive und Offensive, sondern halt nur noch Bälle gewinnen, um dann halt gleich wieder ins Offensivspiel reinzukommen. Und das hat Sebastian Hoeneß aus meiner Sicht der Mannschaft vermittelt. Also hinten den Ball zu gewinnen, ist ja quasi der erste Schritt in die Offensive. So ist es. Und wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Vorne wird verteidigt, hinten wird aufgebaut. Das ist halt wunderschön anzugucken einfach. Das ist so, wie man sich Fußball wünscht und lange nicht bekommen hat hier beim VfB Stuttgart. Wir halten also fest, Defensive gut, Offensive gut. Ja. Was fehlte, war das Tor. Yes. Und das fiel in der 40. Minute. Erstmal Antons Ball gewinnen. Wessen sonst? Ich muss gar nichts dazu Julian sagen. Julian Nagelsmann. Ja. Grüße gehen raus. Anschließend baut der VfB hintenrum neu auf. Stiller spielt raus auf Mio. Der spielt weiter auf Undav, der anschließend den tiefgehenden Wagnermann perfekt bediente. Auch hier wieder krasser Laufweg von Joscha. Ja, und krasser Pass von Dennis Undav. Super. Julian Nagelsmann, beide müssen mit zur EM. Nee, aber das war wirklich wie ein Zeitlupe. Also ich sehe halt den Pass, den er spielt und den Laufweg von Wagnermann. Und ich dachte erst, der Pass ist nicht tight genug gespielt, der ist zu langsam. Aber der war perfekt einfach. Ne? Also der musste genau dahin, wo er hinkam. Und das Tempo war auch genau richtig. Und wenn Joscha Wagnermann halt dann nach dem Spiel seine Taschen ausschüttelt, dann ist halt ein Grimaldo drin. Also wer den da abkocht, das war ja Wahnsinn. Aber auch unterschiedliche Gewichtsklassen, muss man sagen. Ja, er passt nämlich auch in die Hosentasche von Joscha Wagnermann, das muss man dazu sagen. Ja, also Josch geht dann rein in den Strafraum, passt auf Führig, der am zweiten Pfosten nur noch einschieben braucht. Und ja, was ganz wichtig war in der Situation, und schaut euch das jetzt mal bitte auf YouTube an, wie Guirassy Kossounou aus dem Zentrum rauszieht. Das war im Endeffekt die Möglichkeit für Wagnermann, diesen Pass erst rüber zu spielen. Ja, also wirklich insgesamt ein sehr, sehr starker Spielzug von uns. Relativ simpel, wenn man sich das anguckt, aber auch wieder halt präzise ausgezockt. Das ist großartig. Und auch hier nochmal, wie schon bei der Chance für Serou in der 25. Minute, Leverkusen schiebt halt immer auf den Ballführenden durch und dadurch öffnen sich dann die Räume auf der ballfernen Seite. Wir haben das auch schon ein paar Mal thematisiert, wenn wir über links angegriffen haben, war dann in zurückliegenden Spielen ganz oft Jamie Leverding am zweiten Pfosten frei. Aber es geht mir da auch wieder um die Strafraumbesetzung. Wir haben das in den zurückliegenden Spielzeiten oft gesehen, dass unser Strafraum eher schlecht besetzt war. Gerade der zweite Pfosten blieb immer verwaist. Jetzt hast du immer diese Option und die kannst du über so einen Pass wie Josch jetzt auf Chris lösen oder natürlich über einen Chip. Dann hast du natürlich immer noch Serou, der geile Sachen macht. Man bleibt da vorne drinnen stehen, nimmt den Ball und schießt ihn rein. Diesmal ist er halt einfach nur mannschaftsdienlich und öffnet den Passweg
für Josh Wagnermann. Aber dass das alles in der Kürze der Zeit einfach funktioniert, das ist, was soll ich da sagen? Ja. Ja. Hast du auch ganz, ganz kurz, so eine Millisekunde so Hoffenheim-Vibes bei Chris Führig? Zweiter Pfosten, freistehend vorm Tor? Ach so, nee, gar nicht. Ah. Gar nicht. Ich war ja sowieso schon angepisst, weil es immer noch 0-0 stand zu dem Zeitpunkt. Und deswegen habe ich erstmal gedacht, so, leck mich am Arsch, endlich ist dieser scheiß Ball im Tor, lass uns weitermachen. So, also ich war wirklich on fire in dem Moment und wollte, dass der VfB nochmal einen nachlegt vor der Pause, weil sie hätten sich's verdient gehabt. Bei der Szene noch ganz wichtig, sieht man jetzt auch bei uns im Bild auf YouTube, also warum Frimpong nicht mit Führig mitgelaufen ist. Das weiß, glaube ich, nur er. Weil du siehst Frimpong, der da einfach nur so mittrabt, irgendwann ganz stehen bleibt. Chris läuft halt einfach durch. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, wen will Frimpong ja eigentlich gerade decken? Aber vermutlich genau das Gleiche wie bei Grimaldo. Der ist vom Kopf her schon in der Umschaltsituation. Ja, und die beiden, sowohl Frimpong wie auch Grimaldo, die mussten die ganze Saison noch nicht verteidigen. Also ernsthaft, vielleicht gegen die Bayern, aber sonst halt wirklich nicht. Die haben einfach nur nach vorne Dampf gemacht und sonst hatten sie hinten nichts zu tun. Und du hast ja gesehen, also wie gesagt, was Wagnermann mit Grimaldo macht, ist ja eigentlich verboten. Richtig gut, aber das zeigt auch das Selbstvertrauen vom VfB. Also, wie er da vorbeigeht, mit welcher Leichtigkeit und dass er dann auch den Kopf oben hat, sieht, da kommt der Führig. Und man muss sich überlegen, der spielt quasi der Mittelstürmer den Ball auf den Rechtsverteidiger und der legt rüber auf den linken Flügelspieler und macht das Tor. Das ist irre. Das ist Hoeneß-Ball. Ja. Das ist Hoeneß-Ball. Und ja, zur ersten Halbzeit, was will man da noch sagen? Es war eine unfassbar starke Halbzeit vom VfB. Jetzt wirklich scheiß mal auf die Zahlen. Es gab wirklich so viele Phasen, in denen der VfB den Ball einfach mit One-Touch-Fußball laufen ließ, so große Räume überbrückte. Leverkusen hatte in der ersten Halbzeit wirklich große Probleme, die Wucht, die unsere Mannschaft entfalten konnte, muss man sagen, irgendwas entgegenzusetzen. Und wir reden hier nochmal von der besten Defensive der Bundesliga. Die haben wir, ich möchte nicht so weit gehen und sagen, an die Wand gespielt, aber vor unglaublich große Probleme gestellt. Ja. Und ich glaube, so nah war noch nie ein Team in dieser Spielzeit dran, Leverkusen wirklich zu besiegen. Also das fand ich einfach großartig. Genau, wenn Xabi Alonso dann in der PK nach dem Spiel sagt, das Beste in der ersten Halbzeit war das Ergebnis, dass es nur 0-1 stand aus Leverkusener Sicht, dann sagt das schon viel aus. Ich glaube, er hat das auch ganz gut eingeschätzt. Ja, also, glaube ich auch. Was ihm da entgegengesetzt wurde. Und es muss ja wohl auch laut geworden sein in der Kabine. Das berichteten zumindest die Leverkusen-Spieler ja dann in Interviews nach dem Spiel. Das kann ich mir auch durchaus bei Xabi Alonso vorstellen, dass er die Gabe hat, zum einen natürlich emotional und laut zu werden, aber gleichzeitig viel Informationen mitzugeben, die dich dann besser macht. Und leider Gottes kam es dann auch so. In der ersten Halbzeit war es der VfB, der sofort online war und am Drücker war. In der zweiten Halbzeit war es Leverkusen. Und ja, Xabi Alonso stellte seine Mannschaft um. Das konnte man sehen. Das war auch ein sehr energetischer Start von Bayer. Aber was war mit dem VfB los? Also warum waren wir gerade in der Anfangsphase so passiv? Kannst du das irgendwie erklären? Nee, ehrlicherweise nicht. Also wie gesagt, ich habe den Eindruck gehabt, in der ersten Halbzeit hat der VfB vergessen, wer ist. Und in der zweiten Halbzeit haben sie gemerkt, okay, wir sind der VfB, wir sind das Team, das letztes Jahr fast abgestiegen ist. Und wir spielen halt gegen die Mannschaft, die in dieser Saison noch komplett unbesiegt ist. Und da war vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, Ehrfurcht. Ne? Also da haben sie gemerkt, okay, dann kamen halt so ein paar Fehlpässe rein und dann gemerkt, okay, dann wird es gleich gefährlich. Also so eine allgemeine Verunsicherung war da schon da. Hältst du es für möglich, dass diese erste Aktion, die wir in der zweiten Halbzeit von Florian Wirtz gesehen haben, als er hintereinander gegen Atta, Führig, Mittelstädt und Sagadou 4 Zweikämpfe gewannen. Das sozusagen, was mit der Mannschaft irgendwas gemacht hat, weil ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein Kipppunkt ist, weil du hast ein relativ geiles Tackling von Atakan Karasor, du hast eigentlich eine super geile Grätsche von Mittelstädt, die eigentlich beide den Ballgewinn bedeuten müssen, aber du hast halt Pech und Wirtz bleibt am Ball, weil Wirtz auch ein geiler Kicker ist. Ja, einfach, das, ne? War herausragend. Und der schaltet nicht ab und der hat mit seinen dünnen Beinchen läuft halt immer weiter und so weiter, bleibt im Ballbesitz. Aber in der ersten Halbzeit hättest du den Ball gewonnen. Ja? Und da hast du schon gemerkt, okay, die Spieler merken auch, okay, wir haben halt einen relativ geilen Gegner, der da gegen uns spielt halt. Und ja, das war für mich auch so ein Stück weit Kopfsache, dass der VfB dann 15, 20 Minuten gebraucht hat, bis er dann wieder ins Spiel zurückgefunden hat. Der Wirtz mit seinen dünnen Beinchen, das beschäftigt mich jetzt doch noch nachhaltig. Er hat wirklich sehr, sehr gute dünne Beinchen. Also, ja, also richtig guter Spieler. Während wir in der ersten Halbzeit zu viel liegen ließen, war Leverkusen in der zweiten Halbzeit super effizient. Wir kamen vor dem 1-1, über das reden wir jetzt überhaupt nicht, in die Zweikämpfe. Leverkusen macht es aber wirklich richtig gut, verlagerte über die IVs. Wir verschieben hier zu langsam. Über Adli und Xhaka kommt dann die Tempoverschärfung auch noch mit dazu. Und der Pass von Xhaka auf Boniface
auch da muss man sagen, einfach nur fantastisch. Der ist richtig gut, dann führt Zagadou gegen Boniface quasi den entscheidenden Zweikampf, aber Boniface hat generell schon mal wahrscheinlich einen Tempovorteil und kommt dann halt aus der Tiefe, also es ist halt super schwer, das zu verteidigen und das ist jetzt nicht der Zweikampf, den Zagadou, glaube ich, führen möchte, auch wenn er wirklich auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat, aber das ist halt für ihn super undankbar, dann kommt der gute Ball in die Mitte und da steht halt dann Florian Wirtz mit seinen dünnen Beinchen und macht das, was er halt kann, Tore schießen. Ja, und auch hier siehst du eben wieder dieses Durchschieben, was dazu führt, dass auf der Ballfernseite Räume entstehen. Jetzt kann man natürlich noch darüber sprechen, ob Maxi Mittelstädt das hätte irgendwie besser verteidigen können. Für mich sah es aber so aus, dass Mittelstädt auf Abseits gespielt hat und Anton hebt das auf YouTube, seht ihr es jetzt gerade, unten links auf. Da steht er einfach ein bisschen zu tief. Gut, also ich würde jetzt Maxi ja keinen großen Vorwurf machen. Ich weiß nicht, wie du siehst. Also aktuell mache ich Maxi Mittelstädt überhaupt keine Vorwürfe. Nein, man darf ja auch nicht vergessen, wenn man die Mannschaft sieht vom VfB, die gegen Leverkusen gespielt hat. Das ist jetzt für mich kein Aspekt, aber es sind halt überwiegend deutsche Spieler. Ne? Ja. Also das können auch nicht so viele Vereine von sich behaupten. Du hast einen Guirassy, du hast einen Mio, du hast einen Zagadou und ich glaube, der Rest könnte für Deutschland auflaufen. Das ist auch relativ ungewöhnlich. Ja, das war. Also Ito fehlt aktuell verletzt, aber du hast recht. Theoretisch wäre das möglich. Ja. Der VfB-Block. Ja, absolut. Dann nimmst du halt statt Zagadou, keine Ahnung, Mats Hummels mit und dann noch Florian Wirtz mit seinen dünnen Beinchen statt Mio und vorne Füllkrug oder passt das? Also, da wären wir Europameister. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Das hört sich echt gut an. Leverkusen hätte gleich noch eins nachlegen können. In der 49. Minute hat Xhaka eine große Gelegenheit. Undav verlor den Ball zu leicht an Tah, wenn du mich fragst. Aber auch hier muss man natürlich anerkennen, dass Tah A gut presst und auf der anderen Seite der Ball kam von Stiller auf Undav und es war ein schwieriger Ball, muss ich sagen, weil eigentlich keine Anspielstation da war für Dennis Undav. Und vielleicht hätte Stiller in dem Moment entweder nochmal nach hinten spielen können oder einfach das Ding nach vorne wegschlagen müssen, weil es war eigentlich wirklich schwer für Dennis aus der Situation irgendwas Sinnvolles zu machen. Ja. Aber auch da wieder, ne, das ist halt systemimmanent im VfB-Spiel, den riskanten Pass zu wählen, weil der auch sehr, sehr verlockend sein kann. In dem Fall hat er nicht gepasst, aber du hast auch gemerkt, also du hast in der zweiten Halbzeit brutal Druck von Leverkusen, aber der VfB spielt trotzdem nicht die Querpässe und die Rückpässe, sondern sie spielen halt trotzdem weiter mutig nach vorne. In der Halbzeit, in der Phase hat sich dann nicht so ausgezahlt, aber sie bleiben einfach bei ihrem Spiel und ich finde das halt auch gut, dass es dann mal schief geht. Ja, ist so und gerade in der Phase war das natürlich schwierig und vielleicht muss man da auch mal justieren und sagen, okay, dann spielen wir dann vielleicht doch nochmal eher hintenrum. Ja, ich meine, diese Situation, die wir da in dem Moment gesehen haben, dass Dennis den Ball relativ leicht an Tah oder an Tapsoba verliert, das haben wir ein paar Mal in der zweiten Halbzeit gesehen. Ich fand auch, Serou hat sich manchmal zu einfach gemacht, weil er hat sich einfach nur an seinen Gegenspieler gelehnt. Ja. Der geht dann weg, Serou fällt um, und hofft, dass er einen Freistoß bekommt. Und Dennis hatte eine relativ laxe Linie, die auch gut war, fand ich, weil sie mit dem Spiel geholfen hat. Er hat das richtig gut gepfiffen, also gab es nicht viel dran auszusetzen. Aber das war auch klar, solche Sachen wird er nicht abpfeifen. So sieht's aus und bleiben wir in der Szene. Xhaka bekommt dann den Ball von Tah, dribbelt an, schloss dann aus 20 Metern ab und der Ball ging an den Innenpfosten. Auch da wieder großes Glück eigentlich für den VfB Stuttgart. Ja, absolut. Der Ball kann direkt reingehen. Ja. Wenn Alex Nübel Pech hat, geht der Ball vom Innenpfosten an seinen Rücken und ist dann drin. Also das wäre dann ganz, ganz übel. Und Hashtag ich muss, VfB sein. Genau. Und ich muss gestehen, nach 50 Minuten hatte ich Sorge, dass das Spiel nicht so full Leipzig geht. Weil ich dachte auch, da haben wir auch eine richtig, richtig, richtig geile erste Halbzeit gespielt. Und sind dann halt komplett überrollt worden. Die Sorge hatte ich nicht, aber ich hatte durchaus die Befürchtung, dass der VfB Stuttgart jetzt einfach das Spiel hergibt. Genau, ja, aber wenn du da das 1-2 bekommst, dann fällt vielleicht auch das 1-3, dann hast du einen Spannungsabfall und so weiter. Und wenn Leverkusen dann Leverkusen ist, dann kriegst du auch noch zwei weitere, wenn die Bock haben zu zocken und der VfB sagt, wir sind halt raus. Ne? Also insofern, da hatte ich schon tatsächlich große Sorge. Ja, es kam Gott sei Dank nicht so, aber trotzdem lief es nicht besonders gut in der zweiten Halbzeit und unterliefen einfach viel zu viele einfache Ballverluste. Es gab zu wenig Entlastung, muss man sagen. Man merkte einfach, dass die Mannschaft A, beeindruckt war von Leverkusens Herangehensweise in der zweiten Halbzeit, aber du spürtest irgendwie, dass das Selbstvertrauen ein bisschen dahinschwand. Ja, absolut. Und ich, wir haben letzte Woche ja angesprochen, es ist auch so ein bisschen das Duell der Mittelfeldzentralen gewesen. Und in der ersten Halbzeit waren es Karasor und Stiller, die das für sich gewonnen haben. Und in der zweiten Halbzeit haben sich dann halt Xhaka und Palacios zurückgemeldet und haben das Spiel an sich gerissen. Das ist für mich auch so ein Thema. Das ist ja auch gar kein Vorwurf jetzt an unsere Mittelfeldstrategen. Also ich meine, die sind halt alle vier richtig gut. Ja. Und in der zweiten Halbzeit hat Leverkusen einfach das Spielgeschehen an sich gerissen. Gerade über diese Doppelsechs, die sie da haben, die halt einfach brutal stark ist. Wir haben vorhin so über den VfB geschwärmt. Jetzt will ich auch Leverkusen für ein tolles Fußballspiel loben. Das haben sie sich definitiv verdient. Also sie haben herausragend gespielt in der zweiten Halbzeit. Und
Also ich möchte mir jetzt exemplarisch mal einen Spieler rausgreifen und das ist wirklich Granit Xhaka. Das ist für mich der Schlüssel zu Leverkusens aktueller Erfolgsserie. Ich finde, Granit Xhaka ist immer schon ein geiler Kicker gewesen, allein schon wegen seines Vornamens, der so zu ihm passt irgendwie. Weil ich mag den halt komplett. Also bei mir waren es die Tiefenbälle, die mich so beeindruckt haben von Granit, die wirklich extrem gefährlich waren und uns vor große Probleme stellten. Wir haben das auch in der Vorbesprechung, glaube ich, mal thematisiert, dass wir da aufpassen müssen auf diese Schnittstellenpässe, die sie immer wieder gut spielen können. Und was da Xhaka abzieht, ist also beeindruckend gut. Ja. Es ist wirklich herausragend gut. Und man fragt sich, warum er nur in Anführungsstrichen für Gladbach, Arsenal und dann eben jetzt für Leverkusen gespielt hat. Nur für Arsenal, ja. Ja, also in Anführungsstrichen. Aber du hast halt einfach das Gefühl, der hätte auch, was weiß ich, bei einem Top-5-Team Europas unterkommen können. Mit der Qualität. Spieler von seinem Kaliber, die spielen bei München und Real Madrid. Also, sehe ich eh nicht. Ja. Sehe ich eh nicht. Der VfB in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr so präsent, haben wir schon gerade angesprochen. Es fehlte etwas die Frische und die Konzentration, das ist mir auch aufgefallen. Wir haben, glaube ich, das schon darauf zurückführen können, dass der VfB eben am Mittwoch dieses schwere Spiel hatte gegen Dortmund. Ja. Auch wenn es ein sehr dominantes Spiel war, war es, glaube ich, trotzdem ein kräftezehrendes Spiel. Ja, du darfst ja nicht vergessen, du hast jetzt wen gespielt? Dortmund, Frankfurt, Bremen, Dortmund, Leverkusen, immer mit ungefähr dem gleichen Personal und ich glaube, Sebastian Hoeneß wird der Mannschaft einimpfen, ihr müsst halt 100% geben, weil sonst gewinnen wir das nicht und wenn du halt über die ganzen Spiele immer 100% gibst, dann wirst du irgendwann diesen Spannungsabfall haben und wenn du dann gegen Leverkusen in der ersten Halbzeit wahrscheinlich 110% gehst, kann ich es dann durchaus nachvollziehen, dass du in der zweiten Halbzeit so ein bisschen dafür büßen musst. Ja, scheint so. Sebastian Hoeneß versuchte durch Wechsel nochmal Einfluss auf seine Mannschaft zu nehmen, brachte in der 66. Minute Silas für Mio, in der 77. Stergio für Mittelstädt und Leveling für Führich. Ich hätte das Gefühl, dass wir im Zentrum nochmal frischen Wind gebraucht hätten, aber da die Frage, wen willst du bringen? Fehlt uns auf der 6 eine Alternative zu Carazor und Stöller? Ja, ist so. Also, ja, wir haben es eben schon angesprochen. Ich glaube, gerade Carazor hätte dann vielleicht mal ein paar Minuten auf der früher rausgemusst. Aber du hast ja für seine Position aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich irgendwie einen Kandidaten. Du kannst Enzo nach hinten ziehen, aber der war ja offensichtlich auch platt. Genau. Wurde ja auch früher ausgewechselt schon. Und dann, er ist jetzt verletzt. Kann man noch über Lee Egloff sprechen, aber da meinte Sebastian Hoeneß ja neulich, dass er dieses Projekt, ihn auf die 6 zu stellen, auch eigentlich abgeschlossen hat, mit dem Ergebnis, dass das vielleicht doch nicht ganz so seine Position ist. Also da könnte man wirklich drüber nachdenken, ob der VfB Stuttgart vielleicht im Winter oder in der kommenden Sommertransferperiode nochmal nachlegen sollte. Sehe ich schon Bedarf dafür, dass der VfB halt einfach vielleicht irgendwie ein Backup findet, der dann solche Momente, wie wir sie jetzt hier in der zweiten Halbzeit erlebt haben, wenn Carazor nicht mehr so präsent ist, wie wir das sonst von ihm gewohnt sind, ihn ersetzen kann. Ja, absolut. Also mich hat es dann tatsächlich gewundert, dass da nicht Haraguchi kam. Weil den habe ich jetzt komplett vergessen. Ja, aber richtig, das ist der einzige Spieler, den ich hier im Kader sehe, der da halt dann wirklich spielen kann. Und mich hat es auch tatsächlich gewundert, dass du mit Mittelstädt und Führich die komplette linke Seite rausnimmst, die bis dahin gut funktioniert hat, in der ersten Halbzeit überragend funktioniert hat, in der zweiten Halbzeit auch noch gut funktioniert hat. Dann nimmst du die linke Seite komplett raus und hast dann noch das Problem, dann ging ja Wagnermann an auf die linke Seite. Mhm. Ich meine, der arme Mensch, also spielt seit, weiß ich, 2-3 Spielen wieder Stammelf, muss dann auf einmal links spielen und dann verletzt er sich noch und dann wurde es ja Vogelwild. Dann hast du eine Mannschaft vom VfB gesehen, die ja komplett zusammengeschustert war eigentlich. Und selbst die hat gegen Leverkusen noch gut dagegen gehalten. Aber, gut gemacht. Aber die ganze linke Seite rauszunehmen, fand ich tatsächlich ein bisschen komisch. Ja, kann ich mir nur so erklären, dass unter Umständen auch bei Maxi Mittelstädt jetzt irgendwann mal der Ofen aus war. Weil genau, also wenn jetzt Führich und Mittelstädt sagen, ey Leute, ich kann nicht mehr, nehmt mich bitte raus, gar keine Frage. Aber wenn die ohne Not rausgenommen wurden, dann finde ich das ein bisschen seltsam. Und du siehst in der Realformation, vielleicht kann ich die jetzt nochmal einblenden, Reminder an mich, siehst du schon, dass wir eine gewisse Linkslastigkeit auch hatten. Das heißt, am meisten Arbeit kam in diesem Spiel bis zu den Auswechslungen eben auf Chris Führich und auf Maxi Mittelstädt zu. Ja. Weil die zum einen nach vorne arbeiten mussten und dann beide auch nach hinten arbeiten. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Chris Führich dann hinten auch eine Position in der Fünferkette eingenommen hat. Und vielleicht waren die einfach durch. Und es kann auch sein, dass das eine Idee war, komm, wir wechseln nach 60, 70 Minuten, bringen frische Kräfte rein, aber bis dahin müsst ihr komplett an eure Grenzen gehen. Ja. So. Und generell muss ich sagen, also Maxi Mittelstädt und Chris Führich auf der linken Seite ist halt super gut und ich glaube, dass auch Chris Führich sehr von Maxi Mittelstädt profitiert und mit ihm tatsächlich besser harmoniert als mit Borna Sosa zum Beispiel.
Ja, wobei, mir hat mal ein Sportdirektor, ein ehemaliger, erklärt, dass Chris Führig enorm von Borna Sosa profitieren würde. Und als Borna eine Zeit lang mal fehlte und Chris Führig auch nicht die besten Leistungen zeigen konnte, führte der das darauf zurück, dass eben der Borna Sosa fehlt. Jetzt haben wir offensichtlich einen noch besseren Borna Sosa und der heißt Maxi Mittelstädt. Ich meine, die beiden sind ja auf links eine komplette Symbiose. Teilweise weiß man ja gar nicht, wer ist. Das ist wahr. Oder? Das geht mir auch so, wenn ich... Weil beide mit der 7 hinten auch, ne? Ja. Also, wenn ich... Einer hat die 7, der andere hat, was, 27? 27? Ja. Wenn ich auf der Gegentribüne sitze und der VfB auf die Kanzlerkurve spielt, was denn lacht jetzt? Weil wir diesen Take gerade eben schon mal aufnehmen mussten und ich habe einfach die Tribüne gewechselt. So volle Transparenz hier bei SDR. Dann fällt es mir manchmal wirklich schwer zu erkennen, ob jetzt gerade Chris Führig oder eben Maxi Mittelstädt die Außenbahn runter. Ja, weil die eins sind, ne? Ja, offensichtlich. Genau, und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Enzo Mio die Frisur gewechselt hat, weil ich hatte auch Probleme, Enzo Mio und Jamie Leveling auseinanderzuhalten. Wobei Jamie ja auch die Frisur inzwischen wieder gewechselt hat. Ja, das stimmt. Aber der spielt zum Glück nicht mehr so oft. Sie machen es uns nicht leicht. Mir hat mal einer erklärt, immer auf die Rückennummern achten. Ah. Du weißt es noch. Lifehack, ja, ich weiß. Gegen Elversberg war das dein großer Tipp für meine Moderatorenkarriere. Ja. Auf die Rückennummern achten. Aber wie gesagt, bei Führig und Mitchell ist es schwierig mit 7 und 27. Und Fun Fact, ich habe am 11. Dezember den Nummer 17 in meinem Adventskalender aufgemacht. Ja, total verrückt, was da alles abging an diesem Tag. Unfassbar. Also, Leverkusen war in der zweiten Halbzeit das dominantere Team mit mehr Ballbesitz und mit den gefährlicheren Aktionen. Zwar waren die Abschlüsse nicht so zahlreich wie bei uns in der ersten Halbzeit, aber ich glaube, mit dem Punkt können wir am Ende zufrieden sein, oder? Mit dem Punkt können wir am Ende zufrieden sein. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Leverkusen mit dem Punkt zufrieden war, weil so ab der 80. Minute hat man schon gesehen, wenn Radetzky den Ball hatte, der hat sich viel Zeit gelassen, der hat die Bälle dann auch lang geschlagen, also lieber Sicherheit und nicht kurz spielen und so weiter. Und man hat schon gemerkt, die Leverkusen hatten auch im Hinterkopf, okay, die Bayern haben verloren und der Punkt reicht uns. Und die hatten auch Respekt vor Stuttgart. Und außer der Chance von diesem Distanzschuss von Stiller, glaube ich, in der 81. kam vom VfB nicht mehr viel. Aber trotzdem immer so das latente Gefühl, irgendwas kann passieren. Also so Stadiongefühl war, schick doch einmal den Silas. Aber tatsächlich haben am Sonntag die Einwechslung nicht so gut funktioniert, finde ich. Defensiv schon. Sterju, richtig gut, fand ich. Ja, ich auch. Und natürlich hat Leverkusen in der 88. mit Tarr noch eine Mega-Chance nach dem Eckball. Und er kommt dann halt frei zum Schuss und boah, wenn er den aufs Tor bringt, ist er halt drin. Also, aber danach war das Ding auch durch. Es gab ja relativ viel Nachspielzeit, ich glaube 5 Minuten. Aber du hast gemerkt, beide Mannschaften, die haben gesagt, okay, den Punkt nehmen wir 1-1. Das passt für uns. Und es war ein unfassbar schönes Fußballspiel mit einer überragenden ersten Halbzeit vom VfB, mit einer sehr guten Halbzeit von Leverkusen. Habe ich zweite gesagt? Weiß ich also nicht. Die zweite Halbzeit war von Leverkusen herausragend, genau, die erste vom VfB Stuttgart. Genau. Und trotzdem waren jeweils die anderen Mannschaften in den jeweiligen Halbzeiten nicht besonders schwach, sondern es war einfach ein sehr hochklassiges Bundesligaspiel, das wir sehen konnten. Das war ein echtes Doppspiel. Ein Doppspiel, so sehe ich das auch. Das war schon dein Fazit, gehe ich von aus. Das war absolut mein Fazit, genau. Nehme ich so mit. Mein Fazit folgt jetzt, denn ich muss nochmal sagen, die erste Halbzeit war eine der besten Halbzeiten, die ich je vom VfB gesehen habe. Balltempo, Genauigkeit, Technik, das Arbeiten gegen den Ball, die Laufleistung, 121 Kilometer. Wir waren mal froh, wenn der VfB irgendwie an der 110 gekratzt hat. Jetzt sind wir bei 121. Das mutige Gegenpressing, 55% Ballbesitz gegen die Ballbesitzmannschaft der Bundesliga. Ja, auf 90 Minuten. Ich glaube, nach der ersten Halbzeit waren es sogar 60 oder 59 oder so. Also das war holy moly. Ja, die Dominanz, das war wirklich surreal. Du hast es vorhin gesagt, Führig, der in der ersten Halbzeit Kosunu fast schon quälte, muss man sagen. Und das Kritikpunkt, ich glaube, Kosunu kriegt in der 6. Minute die gelbe Karte. Und ich hätte mir gewünscht, dass man ihn weiter stresst. Immer stressen, dass man halt irgendwann dann 11 gegen 10 spielt. Wobei, gestresst haben wir ihn schon. Ja, aber noch mehr stressen. Nur er war natürlich auch clever. Ja, also muss man schon sagen. Die sind nicht ganz schlecht einfach. Das ist leider der Fall, ja. Girassi und Undav, die haben Tapsoba und Tah auch hier natürlich auf die erste Halbzeit bezogen, wirklich immer in Schwierigkeiten gebracht. Auch das war gut gemacht. Maxi Mittelstädt mit seiner Übersicht, die Zweikampfführung, das Passspiel. Also man fragt sich, ob der irgendwie seinen Bruder aus Berlin geschickt hat, den man bislang noch nie kicken gesehen hat. Weil das Mittel-Maxi-Städt hat er rüber geschickt. Nee, aber in den letzten Spielen überhaupt, er macht Assists, er spielt den vorletzten Ball, er kann auf einmal flanken, der dribbelt sich durchs Zentrum. Also was ist da los mit ihm? What the fuck? Und ich weiß noch, was die Leute aus Berlin gesagt haben, als der nach Stuttgart wechselte. Ja, viel Spaß mit dem. Der macht dir vielleicht mal 3-4 gute Spiele im Jahr und du hast jedes Mal die Hoffnung, dass er das wieder abrufen kann, aber da wird dich immer wieder enttäuschen. Und jetzt ist es genau das Gegenteil. Der Junge liefert in jedem Spiel 100% ab, zeigt herausragende Leistung, ist ein Kämpfer vor dem Herren, also bringt auch noch die Mentalität mit, die du manchmal brauchst, um durch schwierige Täler zu gehen. Also wirklich, Maxi Mittelstädt, ich verehre ihn inzwischen. Und das muss man ja nochmal dazu sagen, es fehlt gerade Hiroki Ito.
auf unserer linken Seite. Aber es fällt ja nicht mal auf. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, was ist eigentlich mit Konstantinos Mavropanos? Auch der fehlt irgendwie niemanden hier. Jetzt reden wir über Ito, der natürlich Gott sei Dank nur verletzt ausfällt und uns nicht verlassen hat. Und auch da redet kein Mensch über Ito. Ja, und über Borna Sosa sowieso nicht mehr. Wer war das? Ja, eben. Ja. Also insofern wirklich... Holy moly. Also ich muss ganz groß sagen. Julian Nagelsmann, bitte Maxi Mittelstädt mitnehmen. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass er sich in eine Schwäbin verliebt hat, wie er ja gesagt hat. Ja, das ist der Schlüssel zum Glück. Kann ich bestätigen. Angelo Stiller, den will ich auch nochmal hervorheben. 96% seiner Pässe an den Mann gebracht. 96. Gegen Leverkusen. Ich meine, sorry. Hat sich wahrscheinlich einmal noch einer verzählt, sonst wären es 100 gewesen oder so. Ja, ich glaube, irgendwer hatte eine 100% Passquote. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendwie jemand. Beim VfB? Ja, ich glaube, Wagnermann kann es sein. Das wäre auch beeindruckend. Ja, also vielleicht auch nur auf Zeit, aber irgendjemand gab es. Also. Ja? Ja, also grundsätzlich Passspiel über weite Strecken sehr gut. Zweite Halbzeit dann ein bisschen kritischer, aber gut. Komm, wir wollen hier alles wegloben. Das ist ja eigentlich das, was ich bei diesem Spiel für mich mitnehmen will, dass der VfB in einem Top-Spiel eine Top-Mannschaft war und ein Top-Gegner zeitweise dominiert hat und am Ende verdient einen Punkt hier in Stuttgart behält. Das ist für mich das, was ich hier feiern möchte. Ja, und ich finde auch den Switch fand ich so geil, weil du hast in der ersten Halbzeit Leverkusen spielerisch dominiert und dann merkst du in der zweiten Halbzeit, okay, das funktioniert nicht mehr, aber dann wirfst du dich halt wirklich in jeden Ball einfach rein. Da war ja nicht mehr viel mit Technik und Finesse und so weiter, sondern einfach nur purer Kampf und Defensive. Und auch das können sie halt. Und das fand ich halt so schön, dass die Mannschaft dann sagt, hey, diesen Punkt, den verteidigen wir mit allem, was wir haben. Das muss nicht schön sein. Wir werfen einfach alles rein. So, jetzt hat ja dieses Spiel so viel Spaß gemacht, Sebastian. Ja. Ja, da hat sich die Losfee gedacht. Ja. DFB-Pokal, Mensch, komm, dann bringen wir das Ding auch nochmal aufs Tableau. Und zwar entweder Ende Januar oder Anfang Februar wird es das Viertelfinale geben. Leverkusen gegen den VfB Stuttgart, leider auswärts. Dann gewinnen wir halt dort, habe ich mir gedacht. Cool. Ja, aber was sagst du dem los? Ja, scheiße. Ja, das müssen ja angewärmte Kugeln gewesen sein. Das muss eine große Verschwörungsaktion sein vom DFB, um entweder Saarbrücken oder die Hertha zum Pokalsieger zu machen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Weil, ich meine, das ist das Finale. Also du siehst am Sonntagabend das Spiel und danach losst du und losst dann die gleiche Partie ins fucking Viertelfinale, wo jeder sagt, hey, das in Berlin zu sehen, besser kann es ja nicht werden. Ja? Naja. Und dann lost halt auch ein ehemaliger KSCler. Also ich hab da Fragen. Da würde ich auch die Wahl anfechten. Und ich würde gerne mal die Temperatur der einzelnen Kugeln wissen. Ja, und auch da an der Stelle, glaube ich, wir Mitglieder haben eine andere Weisung erteilt. Also die wurde dementsprechend nicht eingehalten. Ich möchte das Ergebnis anfechten. Nein, ich gebe dir ja recht. Von allen Losen, die möglich waren, ist das natürlich das Ungünstigste. Dazu noch das Auswärtsspiel. Aber es ist nun mal so, was soll man machen? Also mich kotzt es auch an. Ich hätte natürlich auch viel lieber, ich habe es letzte Woche gesagt. Du wolltest Saarbrücken, aber das ist für mich der Angstgegner. Also Saarbrücken ist jetzt... Der Angstgegner? Nein, Saarbrücken, also jetzt, da der VfB gegen Leverkusen gelost wurde, ist Saarbrücken für mich der absolute Favorit auf den Pokalsieg. Okay, hast du Geld schon gesetzt? Winamax bietet gute Quoten. Ja. Ja, jetzt geht's wieder los im Internet. Auch noch für Winamax Werbung gemacht. Also, mein lieber Herr Gesangsverein. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also, wenn man sich die Partien anschaut, wie gesagt, Leverkusen gegen Stuttgart, Saarbrücken gegen Gladbach, Hertha gegen Kaiserslautern, St. Pauli gegen Düsseldorf, es kann eigentlich nur ein geiles Halbfinale geben. Ja, ich meine, Hertha gegen FCK ist ein super geiles Spiel. Ja. St. Pauli gegen Düsseldorf ist ein richtig geiles Spiel. Und wenn man gesehen hat, was bei Hertha gegen HSV schon abging, also diese Zweitliga-Partien im Pokal, also, wie geil kann es werden? Also, ich finde das richtig gut. Und jetzt soll halt Saarbrücken gegen Gladbach gewinnen, dann der FCK und St. Pauli und wir und dann haben wir ein geiles Halbfinale. Gegen wen möchtest du dann im Halbfinale antreten? Saarbrücken. Dann nimmst du Saarbrücken. Genau, dann wischen wir die raus und können dann gegen Kaiserslautern im Finale spielen. Ah, ich sehe uns da schon stehen, Sebastian. Ja, im Olympiastadion. Das wird herausragend. Ja, und ich glaube ja auch in Leverkusen, das klingt jetzt brutal, da zu spielen, aber der Afrika-Cup ruft. Und bei uns spielt dann, glaube ich, aus der Startelf vom Sonntag nur einer nicht, das wäre Serhou Guirassy. Genau. Und bei Leverkusen sind es dann deutlich mehr Spieler, ne? Mit Kusunu, mit Tapsoba, mit Adli und mit Boniface würden 4 Stammspieler fehlen, also why not? Also. Teller ist dann auch noch einer, der abgestellt werden müsste, sehr wahrscheinlich für Nigeria und bei uns, du hast es schon gesagt, wäre dann Silas noch für den Afrika-Cup abtrünnig. Und was natürlich auch noch stattfindet, parallel. Asienspiele. So sieht's aus. Da wird dann natürlich Hiroki Ito ausfallen für uns. Und falls er wieder fit ist. Ja. Ja, klar. Aber man kann festhalten, beide Teams werden gebeutelt, wenn man so möchte. Und Leverkusen vermutlich mehr als wir. Ja, vermutlich. In dieses Viertelfinale gehen. Und ich bin dann mal gespannt, wer sich am Ende durchsetzen kann.
Ich gehe fest davon aus, dass wir es sein werden, absolut, überraschenderweise. So, und alles andere werde ich anfechten. Am Sonntag geht es gegen den Tabellenzweiten, den FC Bayern München, Sebastian. Ja, das ist noch der Tabellenzweite, denn nach dem Spieltag ist der Tabellendritte und der VfB ist natürlich Zweiter. Und los geht es mal wieder am Sonntag um 19.30 Uhr. Und das bedeutet, dass das VfB-Radio schon wieder 15 Minuten vor Anpfiff online ist, on air. Und ihr kommt dahin, indem ihr einfach vfb.de/radio in eurem Browser eingebt. Dann seid ihr live in der Allianz Arena. Und wenn ihr es von zu Hause aus hört, dann müsst ihr auch keine Gedanken über das Wetter machen. Aber ich glaube, das wird auch gar nicht so schlecht, oder? Ja, es geht einigermaßen. 8 Grad. Das ist nicht ganz so übel und darüber hinaus soll es trocken bleiben. Also die Voraussetzungen sind damit schon mal erfüllt. Ich weiß nicht, ob du am Sonntag im Stadion gefroren hast. Nee, ich hatte ja meine VfB-Spielmacherjacke an. Ah, gibt es die noch im Shop? Genau. Disclaimer-Werbung, aber die ist echt geil und die ist halt sehr warm und am Sonntag quasi fast zu warm. Ach, guck mal einer an. Ja. Also, wenn ihr nicht schwitzen wollt, dann zieht nicht die Spielmacherjacke an. Auf gar keinen Fall. Nee, aber es geht einigermaßen. Also, das habe ich schon schlimmer erlebt in der Allianz Arena. Die Anreise nach München ist immer ein bisschen tricky. Eher die Abreise, habe ich mir sagen lassen. Ich war ein paar Mal, also dreimal in diesem Stadion und jedes Mal stand ich stundenlang im Stau nach Abpfiff. Ja. Das solltet ihr also mit einplanen und da wir natürlich sehr spät erst den Anstoß sehen werden um 19.30 Uhr, bedeutet das natürlich hinten raus auch, es könnte spät werden mit der Heimreise. Also berücksichtigt das ein Stück weit. Und wenn du mit der Bahn fahren möchtest, ist es ja sowieso immer ein Wabonspiel. Also man weiß es nie, ob man pünktlich kommt. Das heißt, ihr solltet früh anreisen. Bist du schon mal mit der Bahn nach München gefahren zum Auswärtsspiel? Nee, ich war tatsächlich erst einmal in der Allianz Arena und habe gesehen, 1860 München, ich glaube gegen FSV Frankfurt oder so. Und selbst da standen wir im Stau in dem fucking Parkhaus unter dem Stadion. Das gehört einfach dazu zur Experience. Nee, ich habe mir sagen lassen, dass es tatsächlich dann auch vom Hauptbahnhof München hin zum Stadion manchmal ein bisschen nerven kann. Was ich damit sagen will, nehmt euch einfach ein bisschen mehr Zeit und habt Geduld, wenn es dann nach dem Auswärtssieg des VfB Stuttgart zurückgeht. Genau. Über die A8. Hupt, hängt die Schals raus und freut euch einfach. Wegbier mitnehmen und dann. So sieht es nämlich aus. So, die Bayern. Sebastian, am vergangenen Samstag gedemütigt von Eintracht Frankfurt. Normalerweise ist das ein schlechtes Omen für die kommenden Gegner. Der erste Gegner nach diesem Debakel war Manchester United gestern Abend in der Champions League. Das Spiel gewannen die Münchner mit 1-0. Was bedeutet denn das jetzt alles für uns? Welche Erwartungen hast du denn jetzt an dieses Spiel des VfB Stuttgart gegen Bayern? Na gut, ich meine, die Bayern verlieren in Frankfurt mit 1-5. Wir gewinnen in Frankfurt mit 2-1. Insofern wäre jetzt 7-2 eigentlich das konsequente Ergebnis. Nein, also ich rechne mir tatsächlich was aus. Also wenn der VfB so spielt wie gegen Leverkusen und die Bayern so spielen wie in Frankfurt oder nach Manchester schon wieder einen Spannungsabfall haben, denke ich, da ist was drin. Also ich fahre jetzt nicht hin, um die Punkte da zu lassen. Und für mich ist es tatsächlich in diesem Jahr ein Bonusspiel. Ah, das ist das gefürchtete Wort. Also wenn du das so ausführst, dann stimme ich diesem 7-2 fast dann doch schon ein Stück weit zu. Ja, also der VfB spielt wie gegen Leverkusen, Bayern wie gegen Frankfurt, dann halte ich so ein 7-2 tatsächlich für möglich. Aber man muss natürlich sagen, der Saisonverlauf bisher, bis auf die Niederlagen gegen Frankfurt und im Pokal gegen Saarbrücken, ist dann doch schon recht beeindruckend vom FC Bayern München. Es ist nicht immer Glanz und Gloria, was man so ein Stück weit erwartet vom FC Bayern, aber sie dominieren ihre Gegner. Sie haben die meisten Treffer in dieser Saison erzielt. Sie haben die zweitwenigsten Gegentore kassiert. Sie gaben bisher die meisten Torschüsse ab. Sie haben die beste Passquote, haben den meisten Ballbesitz in der Bundesliga. Und dann bin ich doch wieder bei dem Punkt, dass man sich Bayern-Spieler anschaut und das Gefühl hat, so richtig rund läuft es unter Tuchel nicht. Siehst du es ähnlich? Also ich muss gestehen, ich beschäftige mich wenig mit anderen Bundesligamannschaften, aber ich finde halt, immer wenn ich die Bayern sehe, ich finde es halt maximal langweilig. Ja? Du kaufst dir halt für unfassbar viel Kohle einen 30-jährigen Stürmer ein, der halt eine Torgarantie hat, aber der Rest, also ich bin großer Musiala-Fan, aber der Rest ist halt für mich halt einfach maximal langweilig. Ja? Also es ist halt nichts Überraschendes, da ist kein Werf, kein Esprit, kein gar nichts halt. Natürlich gewinnen die ihre Spiele gegen Bochum und gegen Köln und gegen Mainz und gegen alle halt. Ne? Gegen Leverkusen gewinnen sie da nicht. Vielleicht auch ein bisschen Pech dabei. Auch in der Champions League gewinnen sie alles. Also, aber trotzdem, ich finde es halt komplett uninspiriert. Da machen mir halt andere Mannschaften einfach mehr Spaß. Insofern. Das ist aber genau dieser Eindruck, den ich ja auch mitnehme aus den Bayern-Spielen. Also ich sehe die Statistiken und du musst natürlich anerkennen, dass sie Qualität auf dem Platz haben, dass sie die Ergebnisse einfahren, dass sie in vielen, wirklich in vielen Statistiken ganz oben stehen. Genau, aber andererseits, wenn man sich die Kader
den Kaderwert anguckt, dann müssen sie da auch stehen. Also keine Frage. Sie liefern das, was sie bringen müssen, würde ich sagen, oder? Letztlich kann man das so sagen. Und trotzdem gibt es für mich drei Merkmale, an denen ich es festmache, dass es unter Tuchel irgendwie noch nicht so hundertprozentig läuft. Zum einen, der FC Bayern lässt ungewöhnlich viele Torchancen des Gegners zu. Kennen wir so eigentlich nicht. Es ist früher immer schwer gewesen, überhaupt Chancen gegen Bayern zu bekommen. Absolut. Es hieß immer, die musst du sofort nutzen. Jetzt kannst du zwei, drei liegen lassen und machst immer noch ein Tor. Das ist eher ungewöhnlich. Ja. Trotzdem kriegen sie jetzt insgesamt, das konterkariere ich fast meine eigene Aussage, relativ wenig Gegentore. Aber du hast das Gefühl, dass sie eigentlich immer fertig sind für ein Gegentor. So, und man hat es jetzt gegen Frankfurt gesehen. Genau, aber weil auch die meisten Gegner, genau wahrscheinlich wie gegen Leverkusen, sagen, wir verteidigen erstmal gegen die Bayern. Und wenn du die mal bespielst, dann möchte ich das sehen. Weil du siehst genau wie zum Beispiel in Upamecano, der aus meiner Sicht zum Beispiel kein Bayern-Niveau hat, ins Schwimmen gerät, wenn er bespielt wird halt. Ne? Und da möchte ich halt sehen, dass Chris Führig, Undav und Guirassy den bespielen. Ja? Du sprichst das gerade richtig an, weil das ist mein zweiter Punkt, die Zweikampf. Führung. Ja, die Bayern haben die wenigsten Gegentore in der Bundesliga kassiert. Das liegt aber auch daran, du hast es gut ausgeführt, dass sie mit ihrer Offensivpower die Gegner wirklich einschnüren. Ähnlich wie bei uns ist das Pressing richtig gut. Das führt halt einfach dazu, dass viele gar nicht hinten rauskommen oder die Sorge haben, dass der Ball so wieder zurückkommt. Ich meine, es ist ja auch kein Wunder, wenn da ein Sané, ein Musiala, ein Coman und ein Kane dich stressen hinten, dann bist du nur noch am Verteidigen, du kommst ja gar nicht nach vorne. Aber wenn du das mal schaffst, was da hinten bei Bayern noch steht, das beeindruckt mich tatsächlich nicht so richtig. Ja, aber jetzt habe ich mal für dich ein paar Zweikampfwerte, die wirklich interessant sind. Denn wenn man sich die Zweikämpfe jetzt wirklich konkret mal anschaut, dann habe ich das Gefühl, dass beim FC Bayern nicht unbedingt die besten Defensivspieler der Bundesliga spielen. Ja, also es fehlt die Härte, es fehlt die Entschlossenheit, es fehlt die Überzeugung und ja, auch ein Stück weit diese Arroganz, die sie in den letzten Jahren hatten. Da bist du einfach abgeprallt an der Bayern-Abwehr, das ist nicht mehr der Fall. Bei den gewonnenen Zweikämpfen liegt man nur auf Platz 8 in der Liga und richtig krass fand ich es, bei den gewonnenen Kopfballduellen, da sind sie sogar nur 17. Okay, krass. Also das finde ich schon beeindruckend, muss man sagen. Ja. Und dann komme ich zu meinem dritten Punkt, das sind individuelle Fehler. Das ist auch auffällig. Irgendeiner patzt immer. Daraus resultieren dann Torchancen oder gar Tore oder wie im Spiel gegen Darmstadt die rote Karte für Joshua Kimmich. Ja, absolut. Also das ist eigentlich nicht Bayern-like. Nein. Sehe ich zumindest so. Ja, also die Bayern wirken meiner Meinung nach verwundbarer als in den vergangenen Jahren, aber dann gucke ich wieder auf die Tabelle, dann gucke ich auf die Ergebnisse, dann gucke ich auf die Statistiken und sehe, ja, irgendwie scheint mich mein Eindruck dann doch zu trügen und eigentlich sind sie ja da, aber ich kann es ja nur so sagen, ich gehe mit einem optimistischen Gefühl in dieses Spiel, bin ich da aus deiner Sicht etwas zu optimistisch vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Also ich sehe bei den Bayern kein Nord-Süd-Gefälle, sondern Offensiv-Defensiv-Gefälle. Offensive ist überragend, Defensive fragwürdig, finde ich. Also und dann nehme ich auch den Torwart mit rein, weil ganz ehrlich, egal. Wir haben den besseren Bayern-Torhüter. Ja, absolut. Ja. Und wenn du es schaffst als VfB, wie du es gegen Leverkusen auch geschafft hast, diese überragende Offensive des Gegners irgendwie ein Stück weit zu kontrollieren und in deine Offensive zu kommen und die Defensive des Gegners zu stressen, dann wirst du gegen die Bayern auch eine Chance haben, genauso wie du gegen Leverkusen eine Chance gehabt hast. Wenn du natürlich von Anfang an hinten drin stehst und dich dann halt von den überragenden Offensivkräften bearbeiten lässt, dann werden wir es verlieren. Aber wenn du es schaffst, darüber hinaus zu kombinieren und so zu spielen wie in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen, ich glaube, dann kannst du den Bayern in der Defensive eine richtig schwere Zeit machen. Und da hoffe ich drauf. Vielleicht kann ich mit einem Blick auf die Qualitäten des FC Bayern uns beide etwas erden, Sebastian. Denn die Bayern, sie haben eine starke Chancenverwertung. Sie kreieren sehr viele Chancen. Die meisten Chancen in der Bundesliga werden von den Bayern kreiert. Ihr Flügelspiel mit dem Tempo und der Wucht ist zu Recht gefürchtet, muss man einfach sagen. Das ist wirklich richtig gut. Die Standards werden deutlich besser getreten als in den vergangenen Jahren. Sie sind im Umschaltspiel das Nonplusultra der Liga, muss man einfach so sagen. Keiner kontert so gut wie die Bayern. Es ist wirklich schwer, die Offensivspieler einzuhegen. Du kannst die Räume so gut besetzen, wie du willst. Im Zweifel tanzt sich halt Musiala oder Coman aus. Sprich, die individuelle Qualität ist so extrem hoch, dass du immer wieder schwere Phasen überstehen musst. Und da sind wir, glaube ich, beim Punkt. Darauf wird es am Sonntag ankommen. Resilienz, Mut und natürlich dieser bedingungslose Einsatz, den wir vom VfB kennen. Ich mache ein ganz kleines Fragezeichen dahinter, ob die Kräfte jetzt am Ende der Hinrunde noch reichen. Ich weiß, unsere Mannschaft ist fit, aber trotzdem mache ich mir da ein bisschen Sorgen, weil wir haben enorm viel investiert in den letzten Spielen. Und irgendwann zollst du dafür Tribut. Also das ist einfach so. Du hast jetzt immer mal wieder Spiele gehabt, die mal kurz pausieren mussten. Wir kommen nachher noch auf die Ausfallliste. Heute musste weiter mal Anton das Training aussetzen, weil er mit einer Grippe oder beziehungsweise mit einer Erkältung halt einfach gerade ausfällt. Das sind dann so kleine Prozentpunkte, die am Ende natürlich gegen Bayern den Unterschied ausmachen könnten. Ja. Ja. Aber ich glaube wirklich, wenn es dir gelingt,
so mutig zu spielen, wie wir das jetzt in dieser Saison bislang vom VfB gesehen haben, wenn du diese Schwächephasen überstehen kannst, die du zwangsweise haben wirst gegen Bayern und dann halt einfach auch mal so eine gewisse Angriffswelle über dich ergehen lassen musst. Wenn du das alles schaffst, dann hast du immer Chancen, auch als VfB Stuttgart selber ein Tor zu erzielen. Und dann müssen die Bayern auch erstmal nachlegen. So, und da bin ich mal gespannt. Hier könnte sich wirklich ein interessanter Schlagabtausch ergeben zwischen Stuttgart und Bayern. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein 5-5 wird, aber so ein 2-2, das sehe ich schon irgendwie. Bist du eigentlich mit einem Unentschieden zufrieden oder sagst du, das müssen wir gewinnen? Nein, natürlich mit einem Unentschieden zufrieden. Und jetzt ganz unpopular Opinion. Wenn einige Spieler angeschlagen sein sollten, sag ich, scheiß auf Spiel in München, ich will gegen Augsburg gewinnen. Ja? Ja. Also, nee, dann lieber jetzt dann in München einen Sturju statt einem Waldemar Anton. Ja. Und ich weiß. Ich habe dann immer Angst, dass so eine Negativspirale natürlich, sich einstellen könnte. Weil es gab genug Leute, die haben gesagt, hey, wir verlieren jetzt gegen Dortmund, wir verlieren gegen Leverkusen, wir verlieren gegen Bayern und dann haben wir noch ein Spiel, um die Saison zu retten quasi. Ne? Also insofern, wir sind so geil unterwegs. Und wenn du jetzt Spieler hast, die eine Pause brauchen, gebe ich sie ihn lieber jetzt in München und sag, wir haben die Chance, das zu gewinnen oder was mitzunehmen, ist gering. Stichwort Bonusspiel. Ja. Und dann wieder. Ich weiß nicht, ich will die Bayern jetzt einfach zumindest mal maximal stressen und ich glaube auch, dass Sebastian Hoeneß da wirklich alles versucht, seine besten Spieler mitzunehmen und dann eher gegen Augsburg, und das ist ja das letzte Spiel vor der Winterpause, zu sagen, komm, jetzt kriegt halt eben ein Wagnermann nochmal eine Pause auf rechts und wir spielen doch wieder mit Stenzel. Gut, ich habe ja in meinem Hinterkopf natürlich immer das tabellarisch gesehen, halt Augsburg unser Konkurrent ist und nicht die Bayern. Die Zeiten sind vorbei, ja. Also insofern, wir attackieren Platz 2, insofern beste 11 in München und ein Punkt gewinnen wäre für mich trotzdem ein Erfolg und kein Misserfolg. Also, ja, absolut. Also, nein, und wie gesagt, du guckst dir die Offensive an und siehst halt Harry Kane, Musiala, Sané und Coman. Also das ist halt überragend und die werden unsere Defensive vor maximalen Aufgaben stellen. Aber wenn du schaffst, die im Griff zu haben und unsere Offensive ins Spiel zu bringen, dann werden die Bayern genauso Probleme haben, weil hinten ist das nicht so geil. Das sehe ich genauso wie du. Also gerade die Innenverteidiger sind anfällig, haben wir ja vorhin schon gesagt. Und da sehe ich dann durchaus auch Möglichkeiten für uns. Bayerns rechte Seite macht nicht den gefestigsten Eindruck, muss man sagen. Also mit Chris und Maxi kannst du da schon stressen. Ja. Also das wird interessant. Masraoui hat jetzt nicht immer brilliert. Coman ist nicht dafür bekannt, dass er jeden Weg mit zurückgeht. Also da könnte sich vielleicht was auftun. Die Herausforderung wird halt sein, das Zentrum in den Griff zu bekommen. Also gegen Leverkusen funktionierte das eine Halbzeit lang gut. Mal sehen, wie es jetzt gegen Bayern funktioniert. Das wird nochmal, glaube ich, nochmal einen Ticken interessanter, weil die natürlich noch offensiver denken im Zentrum als Bayern. Du hast halt mit Palacios und Xhaka schon Spieler, die sehr, sehr gute Pässe spielen können. Aber wenn ich mir angucke, Musiala oder Kimmich oder auch ein Goretzka, das sind dann schon noch ein Regal höher als eben die von mir gerade angesprochenen. Ja, also vor allen Dingen, was die Offensivdenke angeht. Ich glaube, defensiv sind Palacios und Xhaka besser als die Meinst zwei. Du? Ich finde schon, ja. Ja, also ich glaube, wir haben schon gegen die beste Doppel-Sechs der Liga gespielt und das Geile ist die beste Doppel-Sechs der Liga, die spielt in Stuttgart. So, natürlich. Also gegen die zweitbeste. Aber das Geile ist ja, dass du gegen Leverkusen gespielt hast, jetzt gegen München. Also du hast das Niveau, gegen das du jetzt spielen musst, schon erlebt. Und das ist jetzt nicht so, du spielst im Pokal gegen Saarbrücken. Nicht Saarbrücken, die sind ja richtig gut. Ja. Du spielst im Pokal gegen einen Zweitligisten und dann ist gegen die Bayern, sondern du weißt, was auf dich zukommt. Du bist auf dem Level. Also du weißt, wie sehr du gestresst werden wirst. Und das kann dem VfB tatsächlich entgegenkommen, auch wenn es natürlich hart wird. Also ich glaube schon, dass viele Spieler auf dem Zahnfleisch gehen, weil du hast keine große Rotation. Also du hast schon deine 13, 14 Mann, die immer spielen halt. Und die werden nach der langen Saison jetzt schon auf dem Zahnfleisch gehen. Und jetzt nochmal gegen die Bayern zu spielen, das ist eklig. Dann gegen Augsburg ist nochmal ekliger. Aber ich glaube dran. Also 1-3 Punkte in München, ja. Sebastian Hoeneß hat seine Mannschaft für den Auftritt gegen Leverkusen mit 2 freien Tagen belohnt. Es ging jetzt heute weiter mit dem Training und der Vorbereitung auf das Bayern-Spiel. Vielleicht hat man also jetzt nochmal ein Stück weit besser regenerieren können, als das der Fall gewesen wäre, wenn man jetzt am Dienstag schon mit dem Training begonnen hat. Vielleicht hat man das auch aufgrund dessen gemacht, dass eben letzte Woche die englische Woche anstand für uns mit dem Pokalspiel gegen Dortmund. Genau, und die Münchner ja nicht mehr im Pokal spielen dürfen. So, die durften aber dafür mussten halt Champions League spielen gestern. Also insofern, da ist es auch ungefähr gleich, was die Belastung angeht. Fitnessvorteile für den VfB. Ja. Okay, das nehmen wir so mit. Obwohl wir zunächst skeptisch waren, finde ich es ja gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Jetzt können wir uns festlegen, der VfB ist fit wie nie und die Bayern werden leiden müssen. Oh ja. Schauen wir auf die Ausfallliste. Wer steht zur Verfügung, wer nicht? Waldemar Anton, wir haben es gerade eben schon angesprochen, fehlte heute aufgrund einer Erkältung. Ich glaube, die Platzwunde, die er sich gegen Leverkusen zugezogen hat, scheint ihn nicht weiter zu beeinträchtigen. Ob
die Erkältung oder vielleicht doch die Platzwunde irgendwelche Auswirkungen auf sein Spiel am Sonntag haben werden, müssen wir noch abwarten. Die Pressekonferenz wird wahrscheinlich am Freitag oder vielleicht auch schon am Donnerstag stattfinden. Ja, normalerweise Freitag, ne? Wenn am Sonntag erst das Spiel ist. Dann. Ja. Also vorher wissen wir es nicht zu 100% und vielleicht wird sich Sebastian Hoeneß diesbezüglich auch noch nicht in die Karten schauen lassen. Deswegen beide mal Anton mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Ja, aber er konnte ja Glühwein ausschenken, also insofern. Das konnte er sehr gut, muss man sagen. ausfallen werden weiterhin Lee Egloff, Hiroki Ito und Nico Nate. Übrigens, Nico war heute wieder in Stuttgart und schaute beim Training vorbei. Das war sehr nice. Luca Raimund ist theoretisch wieder eine Option. Der hat sich ja das Nasenbein gebrochen, stand aber auch heute auf dem Platz mit so einer Carbonmaske. Hm. Genau. Also theoretisch auch eine Option. Mal gucken, ob er es in den Kader schafft. Und Kader ist ein gutes Stichwort, Sebastian. Oh, ja. Jetzt geht es nämlich um den Startelf-Tipp. Und du hast gesagt, letztes Mal, die Mannschaft hat es so gut gemacht gegen Dortmund, deswegen würde ich gar nichts verändern. Siehst du denn jetzt Anlass, irgendwas zu verändern? Ja, höchstens aus Belastungsgründen tatsächlich. Also leistungsbezogen gibt es nichts zu verändern. Man könnte sich natürlich überlegen, auf rechts, wie man dem Speed von Davis und Sané entgegentritt. Was ist denn mit Joshua Wagnermann? Der ist fit. Weil der wurde ja am Sonntag auch ausgewechselt. Stimmt, der verletzt. Saß auf dem Boden, du hast recht. Aber ich glaube, der war im Training am Start. Okay. Ja. Es gab keine andere Meldung, also gehe ich davon aus, dass er zur Verfügung steht. Deswegen würde ich sagen, die Viererkette, mit der wir vermutlich spielen werden, die steht eigentlich. Maxi Mittelstädt, dann Axel Sagadou, Waldemar Anton. Wie gesagt, kleines Fragezeichen, aber wir gehen davon aus, dass er spielen kann. Und Joshua Wagnermann auf rechts. Ja, drei potenzielle Nationalspieler für die EM24. Jetzt mein Hot-Tag. Ja. Ich würde tatsächlich darüber nachdenken, entweder ohne Dennis Undav oder, also eigentlich würde ich sagen, ohne Dennis Undav zu spielen, dafür mit Serhou Guirassy vorne und auf die Doppelspitze zu verzichten. Und ich würde dann darüber nachdenken, Jamie Leveling auf rechts zu stellen, Enzo Mio hinter die Spitzen, Stiller Karasor ist klar, ist Doppelsechs bei uns und dann halt auf links mit Chris Führig. Der Grund ist jetzt nicht nur der Speed von Davis und Sané, sondern was mir aufgefallen ist, irgendwie fehlt in manchen Phasen diese Durchschlagskraft über außen, wenn wir den Rechtsaußen sozusagen opfern für die Doppelspitze. Ich mag das zwar, dass wir vorne zwei torgefährliche Stürmer haben. Ich mag es auch, wie beide die Bälle verteilen und ablegen können. Aber auch bei Dennis hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass der etwas durch ist und nicht mehr ganz so energetisch wie in den Spielen, als er halt regelmäßig getroffen hat. Das ist jetzt nicht ewig lang her, also der hat ja gute Leistungen gezeigt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Option sein könnte, Dennis Undav von der Bank zu bringen für später, vielleicht ab der 60. Minute. Und für mich wäre halt für die rechte Seite eher Jamie Leveling eine Option, weil er es so ein paar Mal richtig gut gegen den Ball gemacht hat und auch eine andere Wucht mitbringt und gleichzeitig den Speed, den du brauchst, um eben mit Davis und Sané mitzuhalten. Und Silas ist dann für mich auch wieder ein Kandidat, den du in der zweiten Halbzeit reinwerfen kannst. Also da hättest du nochmal wirklich überzeugende Argumente auf der Bank sozusagen, die du nachschieben kannst. Ist jetzt die Frage, würdest du da mitgehen oder sagst du, nee, ich möchte meinen Zweiersturm weiterhin auch gegen die Bayern natürlich dann vorne wirbeln sehen? Nee, ich habe dir letzte Woche ja schon den Zweiersturm gegen Leverkusen gegeben, habe ich dir nicht gesagt, aber da war ich gesagt, okay. Aber ich habe ja tatsächlich auch gedacht, also gegen Leverkusen und gegen die Bayern, ob ich da mit zwei Stürmern überhaupt spielen möchte, halte ich schon mal für fraglich. Und ich finde, es hat gegen Leverkusen jetzt auch nicht so geil funktioniert. Also es war okay, sowohl Guirassy wie auch Undav haben gut gespielt, aber das Zusammenspiel war jetzt nicht so das, was man sich vielleicht nach dem Bremen-Spiel, wo man gesagt hat, die spielen schon zu viel miteinander, erwartet hat. Und insofern gehe ich gerne mit, dass ich sage, in München, bei den Bayern, der Mannschaft, die letzten 25 Jahre Deutsche Meisterschaft gewonnen hat, spielen wir nur mit einem Stürmer. Also da bin ich absolut cool mit. Und rechts Jamie Leveling oder Silas? Da nehme ich Leveling, weil ich den für defensiv stärker halte. Also der ist genauso schnell wie Silas oder fast genauso schnell und im Zweikampf aus meiner Perspektive deutlich giftiger. Dann sind wir uns ja einig. Nübel im Tor, Mittelstädt, Sagadou, Anton, Wagnermann die Viererkette, Karasor Stiller im Zentrum, davor Enzo Mio, rechts dann mit Jamie Leveling, im Sturm Serhou Guirassy und auf der linken Seite Chris Führig. Hört sich doch ganz gut an. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf das Spiel, das am Mittwoch ansteht, am 20. Dezember, kurz vor Weihnachten. Ja. Das ist noch was, ja? Gastiert der FC Augsburg bei uns und beschließt das VfB-Jahr 2023. Los geht es um 20.30 Uhr. Auch hier gilt, solltet ihr nicht ins Stadion gehen, schaltet das VfB-Radio ein. Ab 20.15 Uhr sind die Jungs, einer der beiden, wir wissen es jetzt nicht, ob es der Bene ist oder der Lukas, on air. Ja, immer 15 Minuten vor Anpfiff VfB
www.sportradio.de/radio und ihr seid mitten im Stadion. So, und da dieses Spiel jetzt wirklich noch eine Woche in der Zukunft liegt, macht es natürlich wenig Sinn, da groß über Aufstellungen zu reden. Und was mit Augsburg passieren wird in den nächsten Tagen, wissen wir auch noch nicht so richtig. Wir können vielleicht mal grob zusammenfassen, dass Augsburg der Trainerwechsel, ich glaube, Anfang Oktober ganz gut getan hat. Ja, genau, das ist aus meiner Sicht auch das Spannendste an Augsburg, dass der Trainer jetzt Jes Torup heißt, der auch mal im VfB im Gespräch war. Richtig. Und man fragt sich ja schon, wenn der bei Augsburg funktioniert, was hätte der bei VfB gemacht? Ich will nicht sagen, dass ich jetzt unzufrieden bin, also ganz im Gegenteil, aber es ist schon spannend, dass der in Augsburg jetzt ganz gut funktioniert. Ich finde, am Anfang sah es erstmal ganz okay aus, was er mit Augsburg machen wollte. Mittlerweile ist Augsburg aber dann doch wieder Augsburg. Ja, haben gut. Sie jetzt auch gegen Bremen gezeigt. Gut. Also you can take the Augsburg out of Augsburg. So sieht's aus. Auch nicht Jes Torup. Und ich möchte ihn jetzt irgendwie gar nicht als schlechten Trainer darstellen oder so. Also der hat seine Qualitäten, keine Frage. Aber zu 100% überzeugt bin ich noch nicht von Jes Torup. Da möchte ich erstmal sehen, ob er das wirklich dann auch in der Rückrunde aufrechterhalten kann. Der hat jetzt eine gute Serie hingelegt mit Augsburg. Jetzt gab es einmal auf die Mütze gegen Bremen, also auf die Mütze im Sinne einer Niederlage. Ich erwarte mir tatsächlich von diesem letzten Saisonspiel, dass der VfB Stuttgart Augsburg ähnlich dominiert wie Bremen. Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich glaube tatsächlich, dass Augsburg gegen uns keinen Stich machen wird. Natürlich sollte der VfB Stuttgart jetzt richtig auf die Mütze bekommen gegen die Bayern. Dann muss ich das eigentlich in meine Prognose mit einfließen lassen. Ja. Kann ich jetzt aber nicht. Ich gehe davon aus, dass der VfB sich teuer verkaufen wird gegen München und dann einen versöhnlichen Abschluss im eigenen Stadion für das Jahr 2023 hinlegen wird. Ich glaube, dass Augsburg zwar Qualitäten hat, also sie sind sehr ruppig, sie sind auch sehr effizient, ist, glaube ich, was die Chancenverwertung angeht, die stärkste Mannschaft der Bundesliga. Sie haben auch da vorne ein paar Spieler drin, die finde ich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Demirovic mag ich gar nicht zum Beispiel. Ja, er trifft halt. Ja, eben, deswegen so. Mag ich ja nicht. Ja, also, ja, also da gibt es schon ein paar Kandidaten, auch hinten so ein paar Kanten vom Schlag Holzer, also die halt einfach wirklich zur Not dann auch mal richtig rasieren und dann tut es auch mal weh. Also das heißt, die spielen einen Fußball, der eklig und unangenehm ist, aber ich sehe sie da halt einfach vor allem in Sachen Tempo deutlich im Nachteil gegen den VfB Stuttgart. Und wenn wir halbwegs das auf die Bühne bekommen, was wir in den letzten Wochen gezeigt haben, sehe ich eigentlich wenig Chancen für Augsburg, muss ich ganz klar sagen. Ja, das ist der neue VfB. Also man muss sagen, der Anspruch muss sein, das letzte Spiel des Jahres dann gegen Augsburg zu Hause einfach zu gewinnen und den Fans nochmal ein schönes Weihnachtsfest dann zu bescheren, weil dann gibt es die kurze Winterpause. Dann geht's weiter mit dem letzten Spieltag der Hinrunde, weil wir haben erst Winterpause, dann Spieltag 17 und dann geht's halt gleich ohne Pause weiter in die Rückrunde. Also insofern, ja, ich erwarte auch, dass wir das gewinnen. Also Mittwochabend 20:30, echt eklig eigentlich. Ja, weil ja. Man muss halt irgendwie noch 2 Tage arbeiten danach, aber gut, so ist es halt. Aber wir Fans müssen auch alles geben. Ich bin mal gespannt, ob Sebastian Hoeneß auch eine Spaßwoche macht. Ah, also so ähnlich wie Heiko Gerber, ja. Ja, so sieht's aus. Also heute ist es wirklich schlimm hier mit den Polizei- und Feuerwehreinsätzen. Sorry dafür. Crime City Stuttgart. Leider daran nichts ändern. Gut, aber wir machen auf jeden Fall eine Spaßwoche, oder? Wir machen eine riesige Spaßwoche, das können wir euch schon mal versprechen. Wir werden nächste Woche Donnerstag auf jeden Fall dann etwas ausführlicher über das Augsburg-Spiel sprechen, als wir das heute getan haben. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Die Sendung wird sonst einfach zu lang, weil wir jetzt gleich auch noch das DFL-Segment haben. Ich habe aber noch 2 Nachrichten, die finde ich wichtig. Die eine ist, Dennis Undav hat sich dazu bekannt, für Deutschland in Zukunft spielen zu wollen, so muss man es ja sagen. Ja. Julian Nagelsmann muss ihn jetzt noch einladen. Das ist aber eine schöne Nachricht, finde ich, dass Dennis sich da relativ früh festlegt. Er meinte Einigkeit und Recht und Freiheit. Als Begründung finde ich das schon mal cool. Ja, absolut, ich finde, das sind richtig gute Werte. Also niemand muss die Hymne mitsingen, da bin ich ganz, also, ja. Aber wenn man sich zu den Werten bekennt, das finde ich schon mal gut. Und an der Stelle kann ich auch den Podcast erwähnen, empfehlen zu Mesut Özil. Also fand ich super. Der heißt Zu Gast bei Freunden. Mhm. Und also ich fand schon, dass man gemerkt hat, wie schwierig das Thema doppelte Staatsbürgerschaft ist, gerade Türkei, Deutschland. Und ja, wie facettenreich auch dann die Persönlichkeit Mesut Özil ist. Also hört sich an. Also mir hat es ein paar neue Perspektiven eröffnet. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass der Podcast doch sehr interessant sein soll. Ich habe mir eigentlich nicht viel drunter vorstellen können und auch wenig erwartet, aber es scheint so, als ob ich da mal reinhören sollte. Vor allen Dingen kommt der Vater von Mesut Özil zu Wort, der ja, nachdem er quasi aus dem Özil-Business ausgeschlossen wurde, erstmal dann im Affekt den Twitter-Account von Mesut gelöscht hat mit irgendwie 40 Millionen Followern. Das fand ich total geil. Ja, da war ich halt sauer. Ja, so läuft das halt. Also so läuft es bei den Özils. Ihr könnt es euch anhören. Ich werde es auf jeden Fall auch noch tun. Die zweite Nachricht, die ich noch unterbringen möchte, nicht nur ich habe Geburtstag, sondern
Rainer Adrian. Ja. Hatte Geburtstag. Aber nicht heute, oder? Nee, der wurde am Sonntag 70. Oh. Und an dieser Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch nachträglich an Rainer Adrian zum 70. Geburtstag im Aufsichtsrat vertreten und natürlich Präsidiumsmitglied seit 2021. Also da gehen Grüße raus. Und ich würde sagen, Sebastian, wir verzichten heute mal auf das NLZ. Von den Frauen gibt es eh keine Neuigkeiten. Die haben die Spaßwoche beendet, sind jetzt im Urlaub. So sieht's aus. Macht wahrscheinlich auch Spaß, ja. Schenken Glühwein aus auf dem Weihnachtsmarkt. Stimmt, ja. Das kommt auch noch mit dazu. Alles für den VfB. Was ich sagen wollte, wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Thema DFL und Investoreneinstieg. Das wird ein interessantes Thema, hoffe ich, für euch, für uns alle mal. Ja. Und wir freuen uns natürlich auf unseren Gast, Benny Hofmann. Also wenn ihr darauf Bock habt, bleibt dran. Wenn nicht, sagen wir danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche am Donnerstag. Genau, denn das Spiel findet, wie schon besprochen, am Mittwoch statt. Dementsprechend werden wir erst am Donnerstag aufnehmen und einen kurzen Abriss geben vom Spiel gegen Augsburg und einen etwas längeren vom Spiel gegen den FC Bayern München. So. Gut, Sebastian, lass uns mal darüber sprechen, was die Fußballwelt in den letzten Stunden komplett auf den Kopf gestellt hat. Es gibt nämlich jetzt die Bestrebung seitens der DFL, sich einen Investor an Bord zu holen, der Geld zur Verfügung stellt, damit sich die Bundesligisten der ersten und zweiten Liga, die 36, in Zukunft zum einen besser international präsentieren können, Stichwort Internationalisierung, und zweitens dann auch digital endlich mal den nächsten Schritt gehen sozusagen. Ja, sehr gerne. Und nicht nur neue Formate anbieten, sondern überhaupt erstmal Content zur Verfügung stellen für den Weltmarkt. Genau. Und man hat sich überlegt, also wir brauchen Geld, um dieses Projekt zu realisieren. Und dafür holen wir uns einen Investor an Bord. Und so ein Investor sagt dann ja auch, okay, und was bekomme ich denn dafür? Und da hat sich die DFL gedacht, naja, was haben wir denn? Wir haben vor allen Dingen Fernseheinnahmen. Und die könnten wir ja verkaufen. Und genau das hat man jetzt angeboten. Man möchte 8% der Medienerlöse an einen Investor weitergeben. Und nicht für ein Jahr, nicht für 5 Jahre, nicht für 10 Jahre, sondern für 20 Jahre. Also man verpfändet aus meiner Sicht so ein Stück weit seine Zukunft und sagt, also 8% unserer Medienerlöse aus den nächsten 20 Jahren bekommst du, lieber Investor, und dafür hätten wir von dir gerne jetzt oder in kürzerer Zeit auf jeden Fall Kohle. Ja, es gibt mehrere Tranchen, so wie ich das verstanden habe. Man weiß noch nicht genau, wie hoch das Volumen sein wird. Man geht davon aus, dass es irgendwo so bei 1 Milliarde liegen dürfte. Es ist, wie gesagt, noch Verhandlungsmasse, wenn man so möchte. Und was natürlich wichtig ist zu erwähnen, diese 8%, die gibt jeder Verein ab. Also das sind die Medienerlöse, die sonst zum Beispiel der VfB Stuttgart bekäme. Und statt eben 100% dieser Medienerlöse wird man in Zukunft nur noch 92% bekommen. Und 8% gehen halt an den Investor. Genau, und deswegen gibt es auch tatsächlich in dieser 1 Milliarde Investition einen Topf in der Höhe von 300 Millionen. Und der ist dafür gedacht, das Loch zu füllen, dass das Investment reißt. Ja, weil aber nur für die nächsten 3 Jahre. Genau. Danach muss man sozusagen mehr einnehmen, um wieder das zu bekommen, was man aktuell hat. Genau, und insofern ist es halt schon eine Wette auf die Zukunft und eine Wette darauf, dass man mit dem Geld, das der Investor reinbringt, in Zukunft dann natürlich mehr Erlöse bringt. Denn auch in Zukunft muss man natürlich immer diese 8% abdrücken. Aber man hofft natürlich, dass die 92%, die man dann bekommt, mehr sind als die 100%, die man jetzt bekommt. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das heißt, von dieser Milliarde, die man hofft einzunehmen, gehen schon mal 300 Millionen Euro weg, die einfach die Vereine bekommen, um das zu kompensieren, was sie jetzt abgeben für die nächsten 3 Jahre, bleiben ungefähr so 700 Millionen übrig. Die Frage ist, was passiert jetzt mit dem Geld? Genau, und ich finde das ja schon mal skurril. Also du machst so einen großen Deal in Höhe von 1 Milliarde und ein Drittel, also knapp ein Drittel davon, gehen dafür drauf, die Mindereinnahmen zu kompensieren, die der Deal mit sich bringt. Und da denke ich schon... Ist schon schwierig. Ja, ist schon schwierig. Ne? Ist schon schwierig, sehe ich genau. Genau, und dann hast du diese 700 Millionen, sorry, noch übrig. Und ich glaube dann 100 Millionen ist so eine Art Reisekostenzuschuss, wenn Bundesligisten dann nach Fernost oder in die USA oder sonst wohin reisen. Genau, man möchte, glaube ich, damit einfach Bundesligisten auch bewegen, diese Reisen anzutreten, weil bislang war das zum Teil auch über Eigenkosten zu finanzieren, wobei ich kann mich erinnern, dass der VfB, glaube ich, auch ein bisschen Geld bekommen hat von der DFL für seine Reise. Für die USA-Reise, ja. Für genau. Die Reise in die USA. Gleiches gilt wahrscheinlich für den ersten FC Köln, aber man möchte vermutlich einfach noch mehr Vereine dazu bewegen, diese Reisen über den großen Teich anzutreten. Natürlich wird jetzt nicht nur der Markt in Amerika attackiert, sondern wahrscheinlich auch in Asien. VfB möchte ja da auch im Sommer dann ein kleines Trainingslager dort etablieren, Testspiele machen, haben wir mit Alexander Werle drüber gesprochen. Was ich noch gesehen habe, dass man knapp 170 Millionen Euro in eine eigene digitale Plattform
stecken möchte. Man möchte praktisch so eine Art Netflix für die Fußball-Bundesliga etablieren. Finde ich jetzt erstmal als Idee gar nicht so falsch. Ich glaube, das ist überfällig, dass es sowas gibt. Definitiv. Und wir haben es auch bei der FIFA gesehen. Also ich glaube, als so großer Verband brauchst du auch eine eigene Plattform, damit du dich nicht mehr abhängig machst von den Rechten oder von den Plattformen in den Ländern. Und wenn ein Sender sagt, wir zeigen euch nicht, dann kannst du sagen, ja, dann machen wir es halt selber. Also selber. Insofern ja, aber ich als Laie halte jetzt 160 Millionen für relativ knapp bemessen, wenn du halt Netflix für die Bundesliga aufbauen möchtest. Ja, da fehlt mir so ein bisschen der Einblick. Das muss ich sowieso mal vorweg schicken. Es ist wirklich kompliziert, das alles zu umreißen. Da werden halt irgendwelche Zahlen in den Raum gestellt und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass im Vorfeld irgendjemand bei der DFL sich Gedanken gemacht hat, wie viel Geld brauchen wir konkret, um auch wirklich diese Märkte attackieren zu können. Ja. Weil es geht ja nicht nur darum, präsent zu sein, sondern du musst ja auch irgendetwas bieten, was andere Ligen aktuell nicht haben. Und da fragt man sich natürlich, was könnte denn das sein in der Bundesliga? Weil die Topstars spielen in England. So, dann hast du, ich sag mal, leichte Vorteile für Spanien, Frankreich, die aufgrund ihrer Sprache einfach leichter zugänglich sind für diverse Regionen. Genau, und auch wenn es jetzt aktuell so scheint, als ob unsere Liga spannend sei, wir haben seit 10 Jahren den gleichen Meister. Also Suspense ist bei uns eher nicht so das Thema. Ja, was ist denn unser USP? Unser USP sind Stimmung, Fans, Pyro, Stadien, die irgendwo auf dem Acker oder im Wald stehen. Nee, wir sind ein Nischenprodukt. Die Bundesliga ist ein sehr, sehr geiles Produkt, aber es ist ein Nischenprodukt und du musst diese Nische finden. Und ich bin der festen Überzeugung, du findest diese Nische nicht, indem du das machst, was die Premier League und La Liga schon vor 2 Jahren gemacht haben. Also ich glaube, da wirst du komplett scheitern, weil die sind etabliert in den Ländern. Und wenn du jetzt als Bundesliga kommst und sagst, wir machen genau das Gleiche, nur 2 Jahre später, keine Chance. Aber das kommt bei mir an, wenn ich mir einfach mal durchlese, wie man Geld investieren möchte. Absolut. Und vor allem, man darf nicht vergessen, im Mai hieß es, wir brauchen 2 Milliarden. Jetzt heißt es, eine Milliarde reicht auch. Also ja, ich glaube, ich würde sagen, du musst doch erstmal den Plan aufstellen und sagen, und dafür brauchen wir das Budget. Und jetzt sagst du, okay, wir nehmen das Geld, was wir bekommen können, und dann machen wir unseren Plan. Finde ich schwierig. Ja, ich glaube, im Mai ging es ja auch noch darum, wir sprechen dann gleich mit Benny Hofmann, der kann uns das ein bisschen genauer erklären, dass man einen Teil der Einnahmen weitergeben wollte direkt an die Vereine, die mit diesem Geld theoretisch machen hätten können, was sie wollen. Also, genau, da ging es halt um Infrastruktur und Vereine, die diese Infrastruktur schon haben, hätten sagen können, okay, wir müssen es nicht mehr in Glasfaserkabel investieren, wir zahlen halt Spielergehälter. Und jetzt scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass die Vereine selbst erstmal gar keine Kohle bekommen, also abgesehen von diesen 300 Millionen zur Kompensation der Mindereinnahmen, sondern dass das ganze Geld an die DFL geht, die halt dann dieses Konzept damit umsetzen möchte. Wenn du jetzt so eine digitale Plattform aufbaust, brauchst du natürlich auch eine gewisse Absicherung, dass sich nicht jeder irgendwie diesen Stream abzwackt und den illegal streamt. Deswegen gibt es auch einen Punkt in diesem vorgestellten Modell, der 130 Millionen Euro, glaube ich, knapp umfasst. Ja. Und man möchte da Maßnahmen etablieren, die illegales Streaming verhindern. Ja, aber das ist für mich, ich habe es gelesen und dachte, das ist irgendwie das deutscheste Ding ever, oder? Du liest, 126 Millionen Euro sollen für Maßnahmen für den deutschen Markt aufgewendet werden. Dabei geht es um den Kampf gegen illegales Streamen der Bundesligaspiele, aber auch um eine Weiterentwicklung der Übertragung. Das ist nicht die falsche Reihenfolge. Also das Produkt ist halt einfach nicht gut bei uns. Ja? Und die Übertragung ist auch nicht gut. Und mach doch erstmal die Qualität besser und kümmere dich dann darum, dass die Leute das nicht illegal gucken. Aber ich glaube, das kannst du eh nicht vermeiden. Also nein, es wird passieren. Und ich meine, es wird auch dann geguckt einfach. Ne? Also das ist nicht toll, weil du verdienst nichts dran, aber Reichweite hast du trotzdem. Ja, das kommt noch mit dazu. Genau, das ist im Endeffekt die Diskussion, die wir irgendwann mal bei Napster geführt haben. Ja, natürlich, du hast jetzt nicht die Haupteinnahmequelle sozusagen durch Käufe der Abos, aber das Interesse, das dann vielleicht besteht und über illegale Streams dann auch gedeckt wird, könnte dazu beitragen, dass du vielleicht Merch verkaufst. Und dann könnte es vielleicht sein, dass Leute zu einem Spiel ihres neuen Lieblingsclubs gehen oder so. Oder sich vielleicht doch noch irgendwann dieses Abo holen, weil es dann eben noch Content gibt, den du nicht über irgendwelche illegale Streams bekommst. Wobei ich da auch in Abrede stellen möchte, sage ich gleich vorneweg, dass es Content von der Bundesliga geben kann, der dazu führt, dass ich mir oder irgendjemand in Amerika irgendwie ein Abo holt. Am Ende geht es um Fußball, muss man sagen. Aber ich meine, was kann dir Besseres passieren, als wenn jetzt die erste Halbzeit vom VfB gegen Leverkusen in China auf WeChat milliardenfach rumgeschickt wird, weil sie so geil war? Ja, vielleicht
kommen dann Leute auf die Idee, sich die zweite Halbzeit über die neue digitale Plattform zuzulegen. Genau, und sind dann enttäuscht. Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz auf dieses illegale Streaming zu sprechen kommen. Ich weiß, dass zum Beispiel die UFC auch mal eine große Offensive gestartet hat gegen illegales Streaming. Und die sind grandios damit gescheitert. Sie konnten es nie richtig einhegen. Das führte sogar dazu, dass der Präsident der UFC, Dana White, irgendwann mal Wut in Brand auf Twitter geschrieben hat, dass er bei jedem persönlich vorbeifährt und ihm aufs Maul haut. Ja. So, wo ich mir dachte, okay, alles scheint gescheitert zu sein. Ja. Jetzt wird es gewalttätig. So wird es wahrscheinlich bei der DFL nicht laufen. Aber ich frage mich halt da wirklich, ob das nicht, ja, also du musst wahrscheinlich diesen Kampf führen, aber ob das wirklich dazu führt, dass wir irgendwann keine illegalen Streams haben, das stelle ich mal in Abrede. Und ich bin ganz bei dir. Du musst eigentlich die Übertragung grundsätzlich verbessern. Ich sehe da jetzt noch nicht mal einen großen Sprung, dass dann irgendwelche Leute sich denken, ich möchte mir jetzt die Bundesliga anschauen oder so, sondern das ist einfach notwendig, weil wir natürlich eine Übertragungsart haben, die mich jetzt nicht komplett abholt, um es mal vorsichtig zu sagen. Also schau dir mal an, wie die Aufstellungen zum Beispiel präsentiert werden. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Wenn du das jetzt in der Premier League siehst, dann sind es halt bewegte Bilder der Spieler, die du dann eingeblendet bekommst. Du hast dann gleichzeitig die Möglichkeit, dass dir irgendwie gezeigt wird, wie Trent Alexander-Arnold irgendwie auf der rechten Seite wirbelt oder auf der linken Seite, was weiß ich wer. Brauche ich jetzt keine Beispiele aufführen, du weißt, auf was ich hinaus will. Ja. Das heißt, grundsätzlich muss die Präsentation der Bundesliga verbessert werden. So, jetzt nimmt man da 126 Millionen Euro in die Hand. Und die Ideen, die ich bislang bekomme, ja, das sind dann Videos aus der Kabine oder vom Mannschaftsbus. So, das ist. Also mir fehlt in dem ganzen Konzept so ein Stück weit die Innovation. Also du holst halt irgendwelche Ideen aus der Ecke, die andere Clubs, andere Ligen, andere Sparten schon längst umgesetzt haben. Da musst du dich fragen, passt das dann überhaupt zur Bundesliga? Will das die Bundesliga? Dann siehst du das Budget, was dann da zur Verfügung steht. Und also mir fehlt da echt so ein bisschen die Fantasie, wie das langfristig über 20 Jahre zum Erfolg führen soll. Ich meine, der VfB investiert, glaube ich, aus eigener Tasche 50 Millionen für einen Stadionumbau. Die Bayern lassen sich Harry Kane für 4 Jahre 200 Millionen kosten und jetzt liest du halt irgendwie, für 156 Millionen soll das alles irgendwie geiler werden und mir fehlt da so ein bisschen Division einfach und vor allem, was hat euch den letzten 10 Jahren dran gehindert, das besser zu machen? Also die Halbzeitanalyse im Fernsehen ist immer noch 10 Minuten Werbung und 5 Minuten Didi Hamann-Rant. Es ist halt einfach nicht cool. Wir hatten 2 Jahre lang kein VfB-TV. Ich muss, wenn ich auf VfB.de gehe, immer noch auf einen Reiter klicken, der heißt zur Webseite. Also da brauche ich keine Milliarde von einem Investor, um das besser zu machen, sondern einfach nur den Willen, es besser zu machen. Und ich glaube, der fehlt halt einfach der kompletten Liga oder den meisten. Ja, das ist eben die Frage, ob die Menschen, die das Geld jetzt bekommen und damit irgendwas anschieben sollen, auch in der Lage sind, die richtigen Projekte sozusagen zu starten und wirklich dazu beizutragen, dass wir in Zukunft eine besser präsentierte Bundesliga erleben. Und das alleine würde ja immer noch nicht ausreichen, dass sie dann interessant ist für Menschen in Amerika, in Asien, in Südamerika. Also da fehlt ja immer noch was. Und du hast vorhin gesagt, ja, wir haben halt Pyro, wir haben Fans und so. Das sehe ich auch, aber du hast auch richtigerweise gesagt, das ist eine Nische. Deswegen frage ich mich halt wirklich, ob du diesen Markt, den du jetzt attackieren möchtest, tatsächlich so attackieren kannst, dass du am Ende die Ausgaben, die du jetzt hast, oder die Verluste, die jetzt entstehen durch das Abgeben der 8%, ob du die dann wirklich wieder kompensieren kannst durch höhere Medieneinnahmen über, ja, vielleicht internationale Anbieter. Das kann sein, ich kann es mir halt irgendwie nicht vorstellen. Also, weil ich stelle mir halt den klassischen Amerikaner vor, der zu Hause sitzt, im Endeffekt die ganze Zeit entweder das Handy in der Hand hat oder irgendwie Netflix guckt oder von mir aus NFL, NBA, whatsoever, der sitzt ja jetzt nicht da und wartet sehnsüchtig darauf, dass ihm endlich die Bundesliga präsentiert wird. Genau, und das Ding ist ja, wie du sagst, die Märkte sind ja nicht, es ist ja keine weiße Landkarte. Ja. Die sind besetzt, durch US-Sport, durch Premier League, durch La Liga, durch natürlich auch dann Netflix, durch irgendwelche komplett neuen, innovativen, disruptiven Formate wie die Kings League in Spanien, wo irgendwelche maskierten Typen dann mitspielen und das ist halt komplett was anderes. Und da wird sich wahrscheinlich ein 15-Jähriger sagen, na, bevor ich jetzt mir 90 Minuten Augsburg gegen Heidenheim angucke, was 0-0 ausgeht, da gucke ich halt Kings League oder ich gucke Netflix oder YouTube oder irgendwas anderes. Aber sobald du dich dem Wettbewerb stellst, hast du all diese Konkurrenten neben dir. Ne? Und deswegen,
ich bin der festen Meinung, ich bin auch Fußballromantiker, der VfB muss dafür sorgen, dass das Stadion halt wie jetzt halt doppelt ausverkauft ist, dass die Leute auch in 20 Jahren noch hingehen. Das ist halt viel, viel wichtiger, als halt irgendjemanden in Südostasien oder Nordamerika oder Südamerika davon überzeugen, den VfB zu gucken. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich finde es halt total schwierig. Und wenn ich das so lese, was die DFL da als Konzept mal an die Öffentlichkeit rausgegeben hat, denke ich, okay, ihr nehmt irgendwelche Formate, die mal für die Formel 1 funktioniert haben, für irgendwas funktioniert haben und glaubt, das funktioniert auch 5 Jahre später noch mit der Bundesliga, und ich habe tatsächlich große Zweifel. Wir sprechen jetzt über den sogenannten DFL-Investoren-Deal, Sebastian. Und da wir davon nicht allzu viel Ahnung haben, haben wir uns eloquente Verstärkung dazu geholt. Benny Hofmann vom Kicker. Hallo, Benny. Hallo. Genau, Benny ist jetzt live zugeschaltet und er ist einer von gar nicht mal so vielen Journalisten, die diesen Investorenvorgang bei der DFL intensiv begleitet haben, sowohl im Mai wie auch jetzt. Und Benny, kannst du uns erstmal grundsätzlich erklären, was am Montag überhaupt beschlossen wurde? Ja, das kann ich gerne tun. Also es ging am Montag um die Ausstellung eines sogenannten Verhandlungs- und Abschlussmandates für die beiden Geschäftsführer der DFL. Das sind Steffen Merkel und Marc Lenz. Die haben im Juli die Geschäftsführung übernommen. Die waren davor schon Direktoren in der Liga. Diese dürfen jetzt mit aktuell 4 potenziellen Interessenten aus dem Private Equity Bereich konkrete Verhandlungen führen, innerhalb allerdings von klar definierten Richtlinien über einen Deal. Bei dem Deal geht es im Endeffekt darum, maximal 8% zu veräußern an eine Tochter, die ist noch zu gründen. In diese Tochter will die Liga die Medienrechte, also ihre Haupteinnahmequelle, sozusagen auslagern, und der mögliche Private Equity Partner kauft eben maximal 8% an dieser Tochter für 20 Jahre. Und hat dann dafür natürlich die Möglichkeit zu partizipieren an diesen Medienrechten, an diesen Medieneinnahmen. Er erhält dann eben diese 8%, die diese Medienrechte wert sind. Das wären aktuell 104 Millionen Euro. Und nach 20 Jahren läuft dieser Vertrag dann quasi wieder ab. Also die Medienrechte werden sozusagen, vereinfacht gesagt, verpachtet. Und diese Medienrechte, die beziehen sich nicht nur auf die internationalen Medienrechte, sondern auch auf die nationalen Medienrechte. Nein, genau. Das sind sowohl die nationalen als auch die internationalen. Genau. Hintergrund dieses Deals ist natürlich, dass man sich von diesem strategischen Partner neben dem Geld, geht es um 900 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro, dass man sich da eben auch Know-how im Bereich Streaming-Plattformen erhofft, aber eben auch gerade die internationale Vernetzung. Also da schielt man schon sehr, sehr stark darauf, dass man vielleicht in den ein oder anderen Markt noch den Fuß bekommt, weil man eben gerade im internationalen Bereich noch nicht so vernetzt ist, wie man es eben sein möchte. Jetzt gab es ja im Mai auch schon mal eine Abstimmung, da haben die 36 Clubs noch die Zweidrittelmehrheit nicht gegeben für dieses Verhandlungsmandat. Hat man jetzt über die gleichen Sachen abgestimmt oder ist das Paket jetzt ein anderes gewesen? Nein, im Sommer ging es erstmal um größeres Volumen. Es ging um einen Deal, der in etwa 2 Milliarden Euro hätte bringen sollen. Hintergrund war folgender, und deswegen ist es meines Erachtens auch im Grunde jetzt besser, oder ist es durchgegangen deswegen. Von diesen 2 Milliarden im Sommer war es eben so, dass in etwa 1 Milliarde in das Geschäftsmodell der DFL investiert worden wäre. Das ist jetzt so ein Ding, da kann man sich schwerlich was drunter vorstellen. Ich ehrlich gesagt anfangs auch nicht. Das heißt, eben die gerade genannten Streaming-Plattformen möchte man aufbauen. Man möchte und muss auch Maßnahmen treffen gegen digitale Piraterie, also illegales Streaming. Das ist ein sehr großes Thema, übrigens auch im nationalen Medienmarkt. Und das kostet wohl sehr, sehr viel Geld. Da gibt es Strategien aus der Musikindustrie, die das vor 10, 15 Jahren erfolgreich implementiert haben. Aber das kostet eben Geld. Soll aber eben am Ende auch mehr Geld bringen, weil natürlich rechte Partner für besser geschützte Inhalte natürlich auch mehr zu zahlen bereit ist. Ist auch klar, ist auch logisch. So ein dritter Aspekt oder weiter. Es gibt insgesamt 20 Maßnahmenpunkte, in die man investieren möchte. So,
Das ist jetzt diese eine Milliarde aus dem Sommer gewesen. Die zweite Milliarde aus dem Sommer, die wäre an die Vereine ausgeschüttet worden. Und zwar zunächst mal zweckgebunden. Da ging es um Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur. Wenn ein Verein da aber schon auf Top-Niveau ist, und da haben wir eben solche Clubs wie der alles dominierende FC Bayern, der natürlich ein sehr, sehr hohes Niveau in diesen Bereichen bereits erreicht hat, dann kann er das Geld auch zur freien Verfügung oder dann kann er das Geld auch zur freien Also er kann dafür Spieler kaufen im Endeffekt, wenn er möchte. Das könnte er tun. Und da hatten eben viele Clubs die Befürchtung, okay, das wird den Wettbewerb weiter zementieren und es wird natürlich auch die Gehaltsspirale weiter anfachen. Also das viel zitierte Rattenrennen. Und ehrlich gesagt, ich war gerade auch deshalb damals sehr, sehr kritisch diesem Deal gegenüber. Dieser zweite Aspekt, also diese Ausschüttung an die Vereine, die ist jetzt komplett weggefallen. Man hat nach wie vor, sieht man Wachstumsbedarf, das ist übrigens, oder Investitionsbedarf, das ist übrigens Konsens unter allen 36 Clubs, also vom FC Bayern bis zum, jetzt hätte ich fast gesagt SV Sandhausen, aber der ist abgestiegen in die dritte Liga, das war immer so der schönste. Ich, neue SV, die SV Elversberg, die SV Elversberg, nicht die der. Elfen, die Elfen, genau. Genau, also so, und es ist jetzt so, von dieser Milliarde sollen eben 600 Millionen ins Geschäftsmodell investiert werden. 100 Millionen, da soll so ein bisschen die Reisefreudigkeit angestachelt werden. Also damit will man eben Auslandstrips, wie es ja beispielsweise auch der VfB im vergangenen Winter in die USA gemacht hat. Lass mich mal da kurz einhaken. Das finde ich nämlich, ja. Find ich nämlich spannend. Also die Idee dahinter ist, dass Vereine, ich nenne jetzt mal, nach Amerika fahren als mögliche Option, dort Turniere Richtig. Oder Spiele austragen und über diese Spiele möchte man dann bestenfalls neue Fans für die Bundesliga gewinnen. Habe ich das richtig verstanden? Aufmerksamkeit generieren und neue Fans gewinnen idealerweise, ja. Das ist halt bislang auch schon passiert. Natürlich haben da die Großen, muss man ehrlicherweise sagen und fairerweise sagen, bisher etwas mehr gemacht. Also gerade der FC Bayern, aber auch Borussia Dortmund, auch Schalke 04, was ja mal ein großer war, war ja auch in Fernost das ein oder andere Mal zugegen. Ja, diese Reise des 1. FC Köln und des VfB Stuttgart letztes Jahr in die USA, ich fand das jetzt bei aller Kritik an diesem Thema, ich fand das schon grundsätzlich nicht verkehrt, dass man das macht. Ob man das jetzt in dieser ominösen Winterpause durch die Katar-WM, wo dann auch noch deine besten Spieler, weil die Top-Nationalspieler eigentlich fehlen, ob es da Sinn ergibt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, man bräuchte einfach mal eine konzertierte Strategie. Also wenn man jetzt sagt, passt mal auf, die USA sind ja mit der WM 2026, die sie ja gemeinsam mit Mexiko und Kanada ausrichten, schon irgendwo ein Wachstumsmarkt. Zumindest mit Blick auf 2026. Das sagt ja eigentlich jeder in diesem Geschäft. Und dann muss ich aber auch sagen, dann muss ich dieses Thema strategisch angehen. Also da muss ich wirklich sagen, so, passt mal auf, VfB und 1. FC Köln und vielleicht noch, keine Ahnung, Union Berlin, ihr reist bitte nach Kansas und weil dort gibt es ein paar VfB-Fanclubs und Köln-Fanclubs und Union-Fanclubs, weiß ich jetzt nicht, ne? Nur mal so ein Beispiel. Ja. So, lieber FC Bayern, du gehst nach Los Angeles, weil das ist die Metropole und vielleicht spielst dann noch auf dem Heimweg, fliegst dann noch über Miami und spielst da gegen Miami, weil da spielt Messi und das ist doch ein geiles Spiel, irgendwie FC Bayern gegen Messi und was weiß ich. Und in New York gibt es vielleicht einen HSV-Fanclub oder zwei HSV-Fanclubs und dann gehst du da, geht der HSV dahin, spielt da. Na, also da kann man das vergleichen? Eine Gesamtstrategie. Kann man das vergleichen mit dem, was jetzt zum Beispiel die NFL zurzeit macht, dass sie nach Europa gehen, dort Spiele veranstalten? Man muss dazu sagen, das sind halt Ligaspiele, die dann auch in die Wertung mit einfließen. Das wäre nämlich mein erster Kritikpunkt. Also ich bin nicht dafür, dass jetzt Bundesligaspiele in Amerika stattfinden, aber ich frage mich halt, ob so ein Testkick zwischen Union Berlin und den 1. FC Köln in Kansas irgendeine alte Sau interessiert, wenn ich ehrlich sein soll. Ist eine berechtigte Frage. Da müsste man halt einfach mal die Zahlen auswerten. Ich glaube halt deswegen, du müsstest es einfach strategisch angehen. Du müsstest es aufbauen halt nach und nach. Und ich glaube, dann hast du irgendwann eine gewisse Messbarkeit. Und ja, also wir reden in dem Fall tatsächlich nur von Testspielen. Und ich glaube, dabei geht es jetzt nicht unbedingt nur um die Spiele. Es geht halt einfach darum, auch diese Präsenz da zu stärken. Oder diese Präsenzen da zu stärken. Weil am Ende geht es ja darum, verkauft meinetwegen ESPN mit der Bundesliga Abos in den USA. Ne? Und sagen wir es mal so, wenn da irgendwie ein Kind bei einem deutschen Verein beim Training zuschaut und vielleicht da irgendwie plötzlich
addicted wird oder sowas, will ich gar nicht ausschließen, dass dann irgendwo in Kansas City ein junger VfB-Fan rumläuft, der dann vielleicht irgendwann in 15 Jahren auch mal ein Abo abschließt. Ne? Das kann sein, aber nochmal, da gibt es Marketing-Experten, die können das viel besser beurteilen, wahrscheinlich auch Rufen Kasper und dessen Abteilung beim VfB Stuttgart. Also ich glaube, mit denen wäre es dann auch mal sinnvoll zu reden, wenn ihr da Insights oder tiefere Insights braucht und möchtet. Mir fehlt da so ein bisschen, oder mir fehlte da in den letzten Jahren so eine ganzheitliche Strategie. Aber traust du der man hat mal diesen Markt gereist, man hat mal diesen Markt bereist und dann hat mal diesen Markt bereist und dann hat man diesen Markt beackert. China war ja lange Zeit ein Wachstumsmarkt, davon hört man jetzt ja gar nichts mehr. Das ist ja alles komplett zusammengebrochen, was den Fußball angeht und so. Ne, ich glaube, daran muss man strategisch rangehen. Aber traust du der DFL zu, dass man so ein ganzheitlich strategisches Konzept entwickelt, in dem alle 36 Clubs dann eingebunden sind? Ja, ich glaube, sie muss das tun. Also weil sonst wird sie halt immer, sonst wird sie immer weiter am Boden verlieren. Also wir müssen überlegen, aus welchem Markt wir kommen. Wir kommen aus einem Wachstumsmarkt in den 2010er Jahren, da sind diese Medieneinnahmen wahnsinnig explodiert. Zum Teil je ausschreibungsbezogen, alle 4 Jahre schreibt die DFL ihre Medienrechte neu aus. Da hatten wir Wachstumsraten von, ich glaube, die größte war mal von 85%. Also nur mal zum Vergleich, wenn wir jetzt wieder ein Wachstum von 85% hätten, kriegen wir nicht hin. Also man ist, glaube ich, froh, wenn man einigermaßen auf dem Niveau bleibt, wo man jetzt ist. Aber dann hätten wir fast die 2-Milliarden-Marke, die die Premier League gerade mit dem nationalen Medienmarkt erreicht hat. Ne? Also das werden wir definitiv nicht hinkriegen. So, und dann kam Corona und dann hat man einigermaßen das Niveau gehalten in einer sehr, sehr schwierigen Ausschreibung. Das war 2021, eben geprägt von der Pandemie. So, und in dieser Wachstumsphase ist meines Erachtens sehr, sehr wenig passiert, was Innovationsfreudigkeit angeht. Hat auch ein Stück weit mit den Clubs zu tun, weil die Clubs natürlich alle so ein bisschen, ich sage jetzt bewusst, und das ist vielleicht ein bisschen zu groß gewähltes Wort, aber sie haben oft Angst vor ihren Fans, weil sie natürlich sich schon scheuen zu sagen, oh, wir reisen jetzt nach Südamerika ins Vorbereitungstrainingslager in einem potenziellen Wachstumsmarkt, weil da können halt die wenigsten Fans mitreisen. Die gehen auch lieber nach Österreich. Und sie haben natürlich auch ein Stück weit Mora vor ihren Trainern, weil die Trainer natürlich nicht zu Unrecht sagen, so ein Flug in die USA, der kostet mich im Endeffekt mit Rückflug 2 Trainingstage oder 3 Trainingstage, dann habe ich noch einen Jetlag und so weiter und so fort. Alles suboptimal in Sachen Vorbereitung, nur Spieler und Trainer müssen natürlich auch wissen, wer den ganzen Bums bezahlt und das bezahlt halt am Ende der Kunde, der Zuschauer und derjenige, der halt das Abo bei einem Medienpartner abschließt. Ich glaube, was ganz viele Fans interessiert bei diesem Deal ist, welche Mitspracherechte eigentlich ein möglicher Investor hat. Also das ist ja die große Sorge, ein Investor kommt und verändert im schlimmsten Fall Anstoßzeiten. Es gibt vielleicht Namensänderungen in der Bundesliga. Es gibt vielleicht sogenannte innovative, weiß ich nicht, neue Fernsehmodelle, die wir so eigentlich nicht kennen etc. Wie hat sich denn die DFL dagegen abgesichert, dass jetzt ein Investor kommt, den Spieltag komplett neu auffächert und wir dann hier Anstoßzeiten haben wie in Spanien? Na, sie hat sehr klar gesagt, dass sie diesen Deal nur innerhalb von roten Linien machen wird. Das hat eben vor allem damit zu tun, dass der Investor eben gerade keinen Zugriff auf hoheitliche Rechte haben darf, also Spielplan und Spieltagsgestaltung und so weiter und so fort. Das soll nicht passieren. Das ist eben auch Teil dieses Verhandlungs- und Abschlussmandats, das Marc Lenz und Steffen Merkel, die beiden Geschäftsführer, eben nun haben. Also sie sind an diese roten Linien gebunden. Da geht es auch um Thema zum Beispiel Weiterverkauf. Der Investor wäre ja über 20 Jahre beteiligt, darf nach einer gewissen Haltefrist, nach einer Mindesthaltefrist von, ich meine, es sind 8 Jahre, darf er die Anteile weiterverkaufen. Er darf sie aber zum Beispiel nicht weiterverkaufen, nur ein Beispiel jetzt zu nennen, an den saudi-arabischen Staatsfonds PIF, weil man da eben Vorbehalte hat. Und ich finde, die beiden Geschäftsführer Lenz und Merkel haben das sehr, sehr transparent gemacht. Die haben sehr, sehr offen kommuniziert, haben, finde ich, sehr, sehr frühzeitig gegenüber der Öffentlichkeit kommuniziert. Ich kann ehrlich gesagt diese Kritik, fehlende Miteinbindung, zumindest für die DFL, kann ich nicht verstehen. Wie das die Vereine und die Vereinsverantwortlichen dann vor Ort gegenüber ihren Fanclubs und ihren Fanausschüssen übersetzt haben, das ist jetzt eine andere Sache. Das konnte ich im Einzelnen dann auch nicht nachprüfen bei 36 Clubs.
Aber der Ligaverband oder die DFL an sich hat sich wirklich sehr, sehr offen und transparent gezeigt und hat wirklich sehr viel getan, um möglichst alle mitzunehmen. Das ist schon mein Eindruck. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen Unsicherheiten gibt. Ich glaube, das versteht sich von selbst, weil wir denken alle oft bei dem Thema Investor an die viel zitierte Heuschrecke. Das sind übrigens Hedgefonds, keine Private Equity Investoren, wie wir sie jetzt in dem Fall haben. Also wir haben da in Deutschland in unserer Kultur so ein bisschen Furcht auch davor, einen gesunden Respekt. Ist sicherlich auch nicht unbegründet. Man muss sich sicherlich auch die Frage stellen, was passiert, wenn der Businessplan nicht aufgeht. Dann hat ein Private Equity Fonds, die ja über unfassbar viel Geld verfügen, natürlich auch Mittel und Erfahrungswege, da so ein bisschen die Daumenschrauben anzulegen. Aber es gibt natürlich schon auch Paragraphen in Verträgen und Pactas und Servanda, also Verträge sind einzuhalten. Ich will auch noch mal eins loswerden zum Thema, weil du das angesprochen hast, Fernseherlebnis des Zuschauers, also irgendwelche Fernsehformate, die wir vielleicht nicht kennen oder wollen. Viele haben sich ja völlig zu Recht auch darüber geärgert, dass es mittlerweile mehrere Anbieter gibt, die die Bundesliga übertragen und man mehrere Pakete abschließen muss, also einmal mit Sky, einmal mit DAZN, um alle Spiele sehen zu können. Das ist im Übrigen aber nicht das Verschulden der DFL. Das ist eine Regel, die das Bundeskartellamt der DFL vorgeschrieben hat, nämlich die No-Single-Buyer-Rule. Und wenn alles so läuft, wie man sich das DFL-seitig wünscht, die Verhandlungen mit dem Bundeskartellamt gerade, dann fällt die No-Single-Buyer-Rule für die nächste Ausschreibung der nationalen Medienrechte weg. Also das heißt, künftig könnte dann wieder ein großer Konzern die Medienrechte alleine haben, sodass der Fan am Ende nur noch ein Abo braucht. Aber wenn ich das jetzt berücksichtige, frage ich mich natürlich schon, warum die Vereine dann bereit sind, 8% ihrer Medienerlöse abzugeben. Weil wäre es nicht theoretisch möglich gewesen, das selbst zu finanzieren, sei es über Kredite oder auf was ich hinaus will, ist eigentlich, wer profitiert denn am meisten von diesem, von dieser Internationalisierung? Das sind die großen Vereine wie Bayern München, Borussia Dortmund, Leipzig wahrscheinlich, mit Abstrichen dann vielleicht noch so Vereine wie Frankfurt, wie der VfB Stuttgart. Vielleicht auch, muss man mal in Frage stellen, ob das dann tatsächlich so wäre. Wäre es dann nicht viel vernünftiger gewesen, man setzt einen solidarischen Topf an, wo die Vereine anteilmäßig einbezahlen und zum Beispiel Zweitligisten weniger einbezahlen als ein Bundesligist oder beziehungsweise der deutsche Meister und finanziert dann diese Digitalisierung und diesen Vorstoß auf internationale Märkte daraus? Naja, das ist jetzt das ist eine etwas populistische Frage. Natürlich, bin ich hier. Profitiert, natürlich profitiert der FC. Nein, ich möchte es wirklich möglichst gut und transparent auch übersetzen, weil es echt schwierig ist. Ich habe mir echt lang und viel Gedanken gemacht. Und natürlich profitiert der FC Bayern erstmal ein Stück weit mehr vom Bereich Internationalisierung, genauso wie Borussia Dortmund gegenüber der SV Elversberg, die wir vorhin genannt haben. Ja, die profitieren nur ja de facto gar nicht. Also ganz ehrlich, es wird halt niemand. Naja, nee, das sehe ich jetzt wiederum nicht so, weil wenn du es im Gesamtpaket schaffst, die Medieneinnahmen zu erhöhen, dann profitiert selbstredend auch die SV Elversberg davon. Aber es müssen ja mehr als 8% sein. So, da ist man eben, das ist richtig, da gebe ich dir ja vollkommen recht, da ist man eben guter Dinge und hofft, basierend auf Schätzungen, Erwartungsmodellen eines Businessplans, 15-17% mehr reinzuholen. Ja, dank dieses Investors, dank dieser Beteiligungen, dank dieser Investitionen. Nochmal, ob das aufgeht, ich kann es nicht sagen. Also man zockt ein Stück weit. Also ist das, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, ob man das als Zocken bezeichnen kann. Ich meine, es gibt immer Modelle, die man sicherlich ein Stück weit berechnen kann, wo dann auch immer ein Stück weit Hoffnung drinsteckt. Vergleich's mal so, du legst dein Geld ja sicherlich auch an, vielleicht in Fonds, vielleicht in ne, also ich zum Beispiel, ich habe Geld investiert oder ich investiere Geld in Fonds, ja, was ich monatlich so weglegen kann oder ich mache das eher jährlich. Mhm. So, ich gebe das in Fonds. Ich würde mich aber deshalb, das sind jetzt auch keine hochvolatilen Dinge oder sowas, aber die haben auch ein gesundes Risiko, weil ich schon mehr von meinem Geld haben möchte. Ich würde mich da jetzt aber nicht als Zocker bezeichnen und ich glaube, so muss man das ein Stück weit vielleicht auch betrachten. Und die These natürlich von diesem, ja, könnte man das nicht solidarisch einsammeln? Naja, Solidarität hört meistens bei der eigenen Haustür auf. Das ist immer so eine Kiste. Könnte man es
Darlehensfinanzieren? Ja, könnte man, aber ihr wisst auch, was in den letzten anderthalb Jahren auf dem Zinsmarkt passiert ist. Also das hat sich ja massiv erhöht, das Zinsniveau wieder. Plus dazu kommt natürlich, willst du als vielleicht gut situierter Mittelständler wie der SC Freiburg oder Mainz 05, wo man sich halt durch wirklich gutes Wirtschaften und gutes Sporteln auch, wo man sich einfach ein Stück weit Speck angefressen hat, finanzieller Natur, also das Eigenkapital, willst du jetzt wirklich mithaften für Schalke 04? Also in einem gemeinsamen Darlehen? Ne? Man könnte das wahrscheinlich dann schon irgendwie noch aufdröseln, aber ich glaube, es verkompliziert dann. Plus, was noch dazu kommt, es gab auch die Forderung, man könnte das aus den aktuellen Einnahmen bestreiten, also dass jetzt jeder Club sozusagen Geld aus dem aktuellen Bestand abgibt, ja, um eben diese Investitionen zu stemmen. Das würde funktionieren für Clubs, die auch was auf der hohen Kante liegen haben, ne, weil die das dann immer intern ausgleichen könnten irgendwo. Aber ich würde doch sagen, etwa ein Drittel der Clubs aus Bundesliga und zweiter Liga, die haben ihre Medieneinnahmen der Zukunft teilweise schon verpfändet. Also die haben sich das vorfinanzieren lassen von Banken. Das heißt, da haben die Banken die Finger drauf. Also die können schlicht und ergreifend dieses Geld gar nicht verwenden für solche Investitionen. Und jetzt kommst du und sagst natürlich, ja, aber die geben doch jetzt 20 Jahre lang 8% ihrer Medieneinnahmen ab. Da hast du jetzt natürlich wieder recht. Aber wir haben ja eingangs gehört, man will ja 1 Milliarde Euro einnehmen. 600 Millionen Investitionen ins Geschäftsmodell, 100 Millionen für Reisen, für Internationalisierung, 300 Millionen, die haben wir nämlich noch nicht geklärt, die fungieren sozusagen als Puffer. Also wir haben ja gehört, aktuell sind es rund 104 Millionen, die der Investor pro Jahr kriegen würde für seine 8% Beteiligung. Diese 104 Millionen werden durch diese 300 Millionen Euro, die man jetzt noch als Puffer hat, sozusagen über 3 Saisons abgefedert, abgefangen, damit den Clubs nichts im Bestand fehlt. Und idealerweise greift der Businessplan nach 3 Jahren schon so weit, dass man zumindest diese 8% wieder drin hat. Ja? Das ist die Idee. Nochmal, ich erkläre es nur, ob sie aufgeht, kann ich nicht sagen. Kann ich wirklich nicht sagen. Aber das ist die Grundidee. Aber der Worst Case wäre dann tatsächlich, jetzt über die nächsten 4 Jahre sind die Vereine noch abgesichert durch diesen 300 Millionen Topf, der diese 8% weniger TV-Recht oder Medienrechte quasi puffert. Und wenn das mal ausgelaufen ist und der nächste TV-Vertrag ist nicht so lukrativ, wie man gedacht hat, dann ist der Worst Case, dass die Vereine über die nächsten 15 Jahre dann nur noch 90% der Medienerlöse bekommen, die ihnen eigentlich zustehen würden. 92, ja, genau. Das wäre der Worst Case, das ist richtig. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Projekt zu sprechen kommen, dass die DFL versuchen möchte, die digitale Plattform auszubauen. Also, dass da was brach liegt, ist klar. Du hast auch vorhin erklärt, dass alle 36 Clubs sich darüber einig sind, dass man investieren muss, gerade eben in Sachen Digitalisierung. Die Frage für mich ist natürlich dann, glaubst du, dass es, sei es in Asien oder in Amerika, überhaupt einen Markt gibt für die Bundesliga, der so lukrativ ist, dass es sich lohnt, so eine digitale Plattform jetzt aufzuziehen? Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, man muss halt den Gesamtmarkt sehen und man muss am Ende wahrscheinlich die Bilder auch sehr individuell ausspielen. Also wenn ich jetzt beispielsweise, kann ich jetzt nur das Beispiel FC Bayern nennen. Und wenn ich da jetzt an den Fonzie Davis denke, der ist natürlich in Kanada ein Stück weit ein Nationalheld. Und ich glaube schon, dass du den mit einer eigenen Plattform nochmal viel, viel besser ausspielen kannst. Also du lieferst ja dann für den auch auf den Markt zugeschnittenen Content, wie man das ja so schön nennt. Ne? Also du lieferst vielleicht, du machst vielleicht auch Dokumentationen und so weiter und so fort. Beim VfB Stuttgart hast du natürlich mit Jong jemanden, der in Südkorea durchaus eine gewisse Popularität genießt. So, jetzt kombiniere das meinetwegen mit Min-Jae Kim vom FC Bayern, mit Jae-Sung Lee von Mainz 05, die kannst du da auch schon ganz gut präsentieren. Ne? Gerade die Asiaten sind teilweise schon sehr, sehr fußballverrückt. Ne? Ich meine, ihr kennt alle noch, also muss ich euch ja nicht erzählen, Wataru Endo vom VfB. Also der ist in Japan auch ein Stück, in Japan genau wie in Stuttgart, ja, eine Legende sozusagen. Ein Legendo, überall, wo er auftaucht. Ein Legendo, genau. Ja, ich meine, und ich glaube schon, dass du da mehr erlösen kannst. Also ist ein gutes Beispiel eigentlich. Südkorea, da ist jetzt gerade, war der Vertrag der Liga mit dem damaligen südkoreanischen Partner, der ist ausgelaufen oder läuft jetzt aus. Und da hat man jetzt kürzlich einen Abschluss hinbekommen mit einer neuen Plattform. Coupang heißt die. Das hat mir bis dato nichts gesagt, euch wahrscheinlich auch nicht.
ist so eine Art Tochter einer Online-Handelsplattform, die jetzt auch in Medien macht. Und die hat sich da eben die Bundesliga-Rechte gesichert, weil die jetzt eben da auch eine große Streaming-Plattform aufbauen. Und da hat man sicherlich nicht zuletzt auch, weil mit Min-Jae Kim ein Nationalspieler zum FC Bayern gewechselt ist. Also sage jetzt nicht, dass alle dem FC Bayern dankbar sein müssen, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber das war sicherlich auch ein Aspekt, da hat man eine sehr ordentliche Steigerung hinbekommen. Auf, ich glaube, von 1,5 auf 4,5 Millionen im Jahr. Das ist jetzt natürlich alles nichts, wo man sagt, oh, da haben wir jetzt aber die Rieseneinnahme. Aber ich glaube, wenn man das für mehrere Märkte hinbekommt, dann kann man schon deutliche Steigerungsraten hinkriegen. Ja, also das ist halt jetzt nur ein Beispiel, weil es mir sehr, sehr weil es halt eben aktuell war. Ja. Abschließend vielleicht noch eine Frage. Aus deiner Sicht, ist das der Deal, der jetzt beschlossen wurde und jetzt verhandelt wird, das Bestmögliche, was man unter den Voraussetzungen, die man aktuell vorfindet, zustande bekommen kann? Oder siehst du schon Potenzial, da irgendwie vielleicht dann doch andere Modelle noch zu implementieren beziehungsweise andere Strategien zu verfolgen? Schwer zu sagen. Ich glaube, es war der kleinste gemeinsame Nenner unter den 36 Clubs, von denen ja dann auch nur 24, also gerade so, wir haben ja wirklich gerade so die Zweidrittelmehrheit erreicht. Es war der kleinste gemeinsame Nenner für diese 36 Clubs. Wenn du jetzt beispielsweise Axel Hellmann fragst, den Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, dann wird er sagen, der Deal ist mir zu klein. Wir haben dennoch für Ja gestimmt, weil wir daran glauben, dass wir Investitionen brauchen. Wenn du Oliver Leke vom SC Freiburg fragst, dann wird er sagen, nein, und wir haben auch mit Nein gestimmt, während wir im Sommer bei dem 2-Milliarden-Deal noch mit Ja gestimmt haben. Und auch wenn ihr jetzt Alex Werle beim VfB Stuttgart fragt, dann sagt er jetzt wahrscheinlich Ja, weil er hat ja jetzt mit Ja gestimmt. Im Sommer hat der VfB nach meinem Kenntnisstand mit Nein gestimmt. Mhm. Oder nach unser aller Kenntnisstand mit Nein gestimmt. So, und was heißt andere Modelle? Ich glaube, einen Aspekt haben wir noch nicht diskutiert. Das ist dieser Aspekt, wir erhöhen die Sponsorenlandschaft der DFL und kriegen so mehr Geld rein. Da muss ich halt sagen, okay, ist ein Argument. Auf der anderen Seite, da arbeiten ja jetzt nicht nur Vollblinde, die jetzt in den letzten 5 Jahren nicht versucht haben, irgendwelche Sponsoren ranzukriegen. Ne? Also so ist es ja nicht. Die DFL ist wirklich ein gut geführtes Unternehmen. Und die haben aber offenbar jetzt nicht mehr Sponsoren akquirieren können. Ganz im Gegenteil, die haben sogar folgendes Problem. Wir haben ja zwei sehr wackelnde Partner. Das ist einmal So Rare. Sie machen in NFTs. Da gab Super. Es Zahlungsausfälle. Ja. Ja, also mich kannst du ja mit diesem ganzen Zeug jagen, wirklich. Also völlig es ist, überraschend, ja. Sorry, es ist, Entschuldigung. Aber ja, warte mal, bis halt du unseren goldenen Kakao siehst, den du bekommen kannst bei den Collectibles. Dann wird sich deine Meinung aber ganz schnell ändern, wenn du den mal dann mit dem Sebastian tauschen kannst. Ja. Der hat nämlich den goldenen Timo Hildebrand. Ja. Genau, dann geht da richtig was ab. Meinen herzlichen Glückwunsch. Danke. Hierzu. Also So Rare, da gab es Einnahmeneinbußen, ist ein Partner, und One Football ist auch ein Partner, auch da gab es Einnahmeneinbußen und die waren nicht zu knapp. So, und dann kommt ja immer noch das häufig gebrauchte Argument, ja, aber was ist denn mit einem Namenssponsoring für die Bundesliga? Auch gutes Argument, aber super schwierig zu finden. Spanien hat es jetzt gemacht mit EA Sports, hat da, finde ich, einen guten Partner, auf den sich dann offenbar alle 20 Clubs auch einigen konnten, ne, gefunden. Der zahlt meines Wissens rund 30 Millionen Euro im Jahr. Kleine Steigerung zur, ich glaube, Banco Santander war es vorher. Die hatte 25 Mio pro Jahr gezahlt. Also wirklich echt ein guter Deal, muss man wirklich sagen. Hat man aber auch in der Bundesliga übrigens schon versucht. In den frühen 2000er Jahren zum Beispiel gab es wohl Gespräche mit Vodafone, ja, da hat dann der, unter anderem der FC Bayern ist dazwischen gegrätscht, weil da eben die Telekom schon als Hauptsponsor auf dem Tableau stand und die hätten das halt nicht so toll gefunden, wenn der FC Bayern mit Telekom in der Vodafone Bundesliga gespielt hätte. Und auch das finde ich in Ordnung, das ist ein Argument, da muss man sich halt drüber austauschen. Nur frage ich dich jetzt, wen findest du, der bereit ist und der das auch kann, sagen wir mal 30 Millionen Euro pro Jahr zu bezahlen, wo du dann auch keine Probleme kriegst mit Exklusivitätsrechten. Also jetzt nehmen wir einfach mal... Die Quadrex-Bundesliga.
Das sagst du nichts dazu. Mal, nee, da sage ich nichts dazu, lieber. Nein, jetzt nehmen wir einfach mal in Deutschland ja große Industrie, ein Autokonzern. Ja. Wie findet es Mercedes-Benz? Spielt ja beim VfB auch eine gewisse Rolle, wenn der VfB Stuttgart in der BMW-Bundesliga spielt. Finden die, glaube ich, jetzt auch nicht so super. Und Hyundai und Opel, die ja dann auch irgendwo mal Autopartner sind oder waren, finden das sicherlich auch nicht so dufte. So, dann nimmt das nächste ein Versicherungskonzern, meinetwegen die Ergo. Ja. Ergo Bundesliga, wie findet das der Signal Iduna Park in Dortmund? Finden die jetzt auch nicht so schön. Ja, also sind halt alles Argumente, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen muss. Ich will das gar nicht ausschließen, dass du jemanden findest, aber so einfach, wie manche es eben darstellen, ist es halt auch nicht. Ja, verstehe. Ja, vielleicht noch ganz abschließend. Wir haben jetzt ein paar Mal gehört, die Bundesliga möchte jetzt mit dem Invest die Premier League attackieren. Andere sagen, nee, die Premier League ist lange weg. Nein. Wir wollen Nummer 2 werden. Jetzt, wo siehst du denn die Bundesliga im internationalen Liga-Ranking, was Marketing angeht? Na, die Bundesliga muss, glaube ich, eher schauen, dass sie nicht von La Liga, wo der ein oder andere Verein ja schon eine größere Strahlkraft hat. Also wir haben da ja 3 sehr große Clubs mit Real, dem FC Barcelona und mit Atletico. Das haben wir so auf diesem Niveau in der Bundesliga eben nicht. Ich glaube, die Bundesliga kann und wird auch nicht die Premier League attackieren. Das sind alle realistisch genug. Sie muss, glaube ich, eher schauen, dass sie nicht von hinten überholt wird. Also das heißt von der Liga und Serie A? Ja. Ja. Also ich frage mich halt, ob du nicht grundsätzlich schon einen Wettbewerbsnachteil hast, weil eben Spanien, natürlich England, Frankreich einfach durch die Sprache schon allein so einen großen Vorteil haben, dass du den eigentlich gar nicht kompensieren kannst mit, weiß ich nicht, Fans oder... Naja, aber das kann es ja auch nicht sein. Das kann es ja wirklich auch nicht sein, dass du jetzt sagst, naja, okay, international, wir sind halt die Deutschen und wir verkaufen jetzt unsere Medienrechte nur noch im Dachraum, weil anderswo versteht man uns ja eh nicht. Und die Schwaben, die haben eher einen komischen Dialekt. Ich darf das sagen, weil ich habe eine schwäbische Frau und ich bin ja Franke, ich habe auch einen komischen Dialekt. Also das verstehen wir nicht. Und deswegen, wir machen Dachraum und fertig ist und gut. Also das ist ja, glaube ich, der falsche Ansatz. Man muss halt trotzdem schauen, dass man irgendwo in eine Konkurrenz tritt und vielleicht den einen oder anderen Markt bespielt und da vielleicht den Engländern oder den Italienern oder den Spaniern was wegnimmt, klingt jetzt immer so blöd, aber ihnen zumindest die Stirn bietet, ne? So. Verstehe. Sebastian? Ja. Bist du durch? Sehr gut. Benni, wir danken dir recht herzlich für deine Zeit. Ausgemacht waren 15 Minuten, geworden sind es 35. Das sind die berühmt-berüchtigten STR-Minuten, die hier wieder ins Land gezogen sind. Das bin ich gewohnt bei euch. So wie Hundejahre ist das. So in etwa, genau. Herzlichen Dank für deine Zeit und sollte es noch weitere Nachfragen geben, melden wir uns einfach bei dir. Ich danke euch. Danke, dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und bis bald. Danke, tschüss. Ciao. Es soll ja hier um den VfB Stuttgart gehen. Jetzt wissen wir, im Mai hat der VfB Stuttgart sich gegen diesen Einstieg ausgesprochen. Jetzt, bei der neuen Abstimmung, hat der VfB Stuttgart dafür gesprochen. Lass uns mal das kurz aufdröseln, weil das sorgte natürlich gerade bei uns in der Bubble für eine Menge Aufregung. Jetzt müssen wir erstmal erklären, wer hat denn eigentlich für diesen Investoreneinstieg im Namen des VfB abgestimmt? Genau, im Endeffekt ist es der VfB-Vorstand dann in Person von Alex Werle, der in Frankfurt war und für uns quasi abgestimmt hat. So, und es gibt ja zum Beispiel den Fall in Hannover, dass die Geschäftsführung ihrem Vertreter Martin Kind die Anweisung gegeben hat, er solle gegen diesen Einstieg der Investoren stimmen. Wäre das denn bei uns auch möglich gewesen? Hätte zum Beispiel der Aufsichtsrat sagen können, Herr Werle, ich möchte, dass Sie gegen diesen Einstieg stimmen? Ja, und jetzt wird es tatsächlich spannend und wir haben ja 3 Vertreter des EVs im Aufsichtsrat sitzen und ich denke, wir haben es tatsächlich so ein Stück weit versäumt, auf der Mitgliederversammlung einen Tagespunkt draufsetzen zu lassen, wo wir sagen, wir Mitglieder stimmen ab, dass wir nicht möchten, dass es einen Investor gibt. Und wobei man dazu sagen muss, sorry, dass ich unterbreche, ja, man hat das ja sehr geschickt gemacht von Seiten der DFL. Absolut. Ja? Also das Thema wurde abgebügelt. Also sprich, und im Mai wurde dagegen gestimmt und dann hat dann man wurde gesagt, noch gesagt, das Thema ist erstmal für lange Zeit vom Tisch. Wir reden da gar nicht mehr drüber. So, ne? Und dann 6 Monate später, genau. Genau, deswegen war es für die meisten Mitglieder gar nicht so präsent, also zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung. Absolut. Andere Vereine haben es geschafft, die haben es gemacht und da würde ich sagen, das liegt dann bei uns Fans, als Mitgliedern, werden das machen können. Na, eigentlich musst du sagen, solange es diese Abstimmung nicht gibt, müsste sich eigentlich der Vorstandsvorsitzende enthalten. Ja.
Das wäre eigentlich die richtige Herangehensweise gewesen. Sehe ich auch so. Also muss ich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass sich der VfB auch enthält. Das hätte ich mir auch gewünscht, das kann ich gleich schon vorweg schicken. Nur das ist für mich eigentlich so der Punkt. Also wir können jetzt als Mitglieder nicht groß einwirken, weil auch über den Aufsichtsrat wäre es nicht möglich gewesen. Warum haben wir den Aufsichtsrat? Weil wir eben ausgegliedert haben. So, und genau, dass wir jetzt nicht mehr direkt mitbestimmen können, ob die DFL einen Investor an Bord holt oder nicht, liegt an der Ausgliederung. Insofern, wenn ihr halt 2017 für die Ausgliederung gestimmt habt, beschwert euch jetzt nicht. Beschwert euch nicht, dass der VfB anders gestimmt hat, als wir Mitglieder das vielleicht wollen. Das ist halt so, ja. Richtig. Und das hätte man auch schon kommen sehen können, dass es irgendwie so einen Fall mal geben wird. Und hätten wir natürlich unseren e.V.-Vertretern gesagt, stimmt dagegen, hätten die im Aufsichtsrat, also der Vorstand hat gesagt, wir würden dafür stimmen, genau, ist damit zum Aufsichtsrat gegangen. Und natürlich hätten dann unsere drei e.V.-Vertreter sagen können, wir sind dagegen. Dann wären auch 6 Leute da gewesen, die hätten wahrscheinlich gesagt, wir sind dafür, das ist Demokratie. Folge der Ausgliederung, wir sind halt raus, wir haben halt nicht mehr viel zu sagen. Es ist halt so. Es wäre halt gut gewesen, aus meiner Sicht, wenn sich das Präsidium dazu irgendwie positioniert hätte. Absolut, ja. Und erklärt hätte, warum man entweder dafür war oder vielleicht war man ja dagegen und konnte sich eben nicht durchsetzen in der demokratischen Wahl. Das wäre dann auch zu akzeptieren gewesen in dem Moment. Und ja, wäre eine direkte Folge, wir haben es gerade eben gesagt, der Ausgliederung. Ja. Dann können wir halt als Mitglieder da nicht einwirken. Die Frage ist halt nur, inwiefern das dann noch 50 plus 1 konform ist. Ja, das fragt man sich in Hannover auch, ja. Ja, aber jetzt mal konkret auf den VfB bezogen. Ja, so, also wenn, ja, wir sind ja der Hauptanteilseigner, wir, ja, Mitglieder. So. Aber wenn wir praktisch über den Aufsichtsrat gar nicht die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen auf solche wichtigen Entscheidungen, wie wertvoll ist denn dann 50 plus 1 eigentlich? Ja, nicht mehr so wertvoll. Also das sieht man jetzt ja nicht nur in Hannover, nicht nur in Stuttgart, sondern auch an anderen Standorten. Das ist, ja, halt mehr oder weniger ein Feigenblatt. Und ich habe auch wirklich kein Problem damit, wenn im Aufsichtsrat die EV-Vertreter sagen, wir sind dagegen und die 6 anderen, ich sage jetzt mal plump von der Kapitalseite, sagen, wir sind dafür, dass man das auch mal publik macht. Also die müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Also die müssen ja nicht gegenseitig dann auf den Geist gehen. Aber man darf ja auch anderer Meinung sein. Das hätte ich halt gut gefunden. Und dass man jetzt von VfB-Seite, von VfB e.V.-Seite so gar nicht kommuniziert zu dieser Abstimmung, finde ich tatsächlich ein bisschen schwach. Das ist für mich auch der größte Kritikpunkt. Also wenn es aus irgendwelchen Gründen Punkte gibt, die aus Sicht des Präsidiums dafür sprechen, dann könnten sie diese Punkte mit uns teilen. Ja. Und ich glaube, das wäre schon wichtig, einfach die Mitglieder mitzunehmen. Ich weiß, dass natürlich im Fanausschuss darüber gesprochen wurde und man hat sich erklärt etc., aber das ist halt nicht öffentlich. Es wäre halt jetzt interessant zu hören von Christian Riedmüller, von Rainer Adrian und natürlich auf alle Fälle auch von Klaus Vogt, warum konnte der e.V. das jetzt nicht verhindern oder wollte es nicht verhindern? Genau. Ja. So. Und dann kriege ich vielleicht die Informationen, die ich brauche, um es am Ende besser nachvollziehen zu können. Oder ich bleibe bei meinem Standpunkt und sage, nee, ich bin komplett dagegen und ich kann es eben nicht nachvollziehen und ich finde es scheiße, dass ihr das so gemacht, ja, habt. So ist es halt komplett alles spekulativ, warum es so gekommen ist. Und was man natürlich auch noch erwähnen sollte, selbst wenn der Aufsichtsrat geschlossen dagegen gestimmt hätte, hätte uns immer noch das passieren können, ich schließe das zwar aus, aber es hätte uns theoretisch das passieren können, was in Hannover passiert ist, ja, nämlich dass sich dann eben der Vorstandsvorsitzende, in Hannover ist das ein bisschen anders, da gibt es nicht den Vorstandsvorsitzenden Kind, sondern er ist, glaube ich, was, ja, ist das konkret? Ist komplett kompliziert. Also hört irgendwelche Hannover-Podcasts, ja, da wird euch das erklärt. Er hat sich dann praktisch gegen dieses Votum, gegen diese Weisung gestellt und hat dann vermutlich, trotzdem, ja, vermutlich man muss weiß man sagen, ja nicht, weil ja bei der DFL natürlich geheim abgestimmt wurde. Was auch absurd ist. Ja. Also ich meine, sorry, ich will mich darüber jetzt gar nicht zu sehr aufregen, aber eigentlich schon. Es fällt einem schon schwer, sich darüber nicht aufzuregen, ja, weil da wird über 20 Jahre Zukunft entschieden und es ist halt komplett intransparent, es wird geheim abgestimmt, dass auch die Fans dann im Zweifelsfall gar nicht wissen, wie dann ihre Vertreter abgestimmt haben. Und der ganze Prozess seit Montag, du hast wirklich so eine Taschenlampe und du leuchtest in jede Ecke und in jeder brennt oder es liegt da irgendwie Hundescheiße oder es liegt brennende Hundescheiße. Also es ist komplette Shitshow einfach, ja? Ja, ich möchte halt mitgenommen werden, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, weil sie betreffen ganz direkt unseren Verein. Diese 8%, die wir abgeben müssen, das ist das eine. Ja. Aber am Ende sorgt es unter Umständen dafür, dass der Investor irgendwann dann doch mal interveniert und sagt, Mensch, es wäre schon ganz okay, wenn wir jetzt Playoffs einführen oder wenn wir Anstoßzeiten verändern etc. Und natürlich wird jetzt immer über rote Linien gesprochen, die man nicht überschreiten darf. Aber am Ende frage ich mich halt, was ist denn in 5, 6 Jahren? Also dann hast du unter Umständen neue DFL-Geschäftsführer. Du hast unter Umständen vielleicht auch beim Investor andere Leute und auf einmal sind diese roten Linien vielleicht, ich sag mal, beugsam. Genau, und das Investment ist ja auf 20 Jahre angelegt, aber nach 8 Jahren darf der Investor seine Anteile veräußern und die Investoren, die im Gespräch sind, sind nicht dafür bekannt,
dass sie 20 Jahre lang Partner bleiben. Also die werden früher oder später verkaufen und man weiß nicht, wer dann kommt. Du hast gesagt, du weißt nicht, wer dann verantwortlich ist auf DFL-Seite. Vielleicht ist das Geld dann auch schon weg, man braucht neues Geld und dann sind die roten Linien vielleicht nicht mehr rot, sondern nur noch rosa und irgendwann sind sie vielleicht auf dem Rasen gar nicht mehr zu sehen. Und klar ist ja auch, worum geht es einem Investor? Denen geht es darum, um Geld zu machen. Ja? Und wenn der Investor denkt, mit 9 verschiedenen Anschlusszeiten verdiene ich mehr, dann ist er dafür. Und wenn er denkt, Supercup-Finale in Dubai verdiene ich mehr, dann ist er dafür. Und das wird früher oder später so kommen. Und nur dann, kurzer Einwand, nur dann müsste man ja eigentlich wieder bei der DFL auch neu abstimmen. Ja. Also normalerweise gibt es ja einen Vertrag, an den du dich jetzt halten musst. Der wurde ja zusammen aufgesetzt, gehe ich mal von aus. Auch da wieder komplette Transparenz. Und du musst dich ja dann an diese Parameter ein Stück weit halten. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, wir schreiben da rein, dass der Investor die Anstoßzeiten nicht verändern darf etc. Und nach 4 Jahren sagen wir dann, doch, machen wir jetzt einfach. Also ist mir jetzt egal, was wir da reingeschrieben haben. Das ist halt die Frage, ob das wirklich im Vertrag drinsteht, dass man die Anschlusszeit nicht beeinflussen darf. Ne? Wir haben gerade drüber gesprochen, 50 plus 1 ist auch verankert, aber ja, also de facto ausgehebelt. Genau. Ja, teilweise genau, und noch letzter Funfact, einer der aussichtsreichsten Investoren ist ja CVC. Die sind auch in Frankreich und in Spanien in die Liga investiert. Und wenn die sich natürlich dann überlegen, naja, wie spielen wir denn unsere 3 Ligen aus in Südostasien, dann werden die auch überlegen, okay, was bringt die meisten Einschaltquoten? Ah, die Bundesliga ist es nicht. Dann sind das natürlich die Anschlusszeiten, die man am ehesten dann vielleicht irgendwie verlegt und so weiter. Und denen geht es halt dann nicht darum, das Beste für die Bundesliga rauszuholen, sondern das Beste für ihr Invest. Und das ist halt auch einfach ihr Job. Also das ist ja auch völlig legitim, das zu machen. Aber ist dann im Zweifelsfall nicht das Beste für den deutschen Fußball. Also Sebastian, wir halten fest, für uns, wir hätten uns ein Statement des Präsidiums gewünscht. Es gab ein allgemein gehaltenes Statement vom VfB Stuttgart. Das können wir mal ganz kurz vorlesen, weil darin wird eigentlich erklärt, warum man jetzt eben dafür gestimmt hat und im Mai nicht. Genau, und bei aller Kritik möchte ich sagen, ich finde es toll, dass der VfB dann auf seiner Webseite immerhin Stellung bezieht und das auch transparent macht und nicht dann, wie Martin Kindenhofer sagt, es war doch eine geheime Abstimmung, da sage ich gar nichts zu. Also, der VfB hat auf seiner Webseite geschrieben, im Mai 2023 hatte der VfB in einer ersten Abstimmung zu diesem Thema mit Nein gestimmt. Seitdem sind jedoch sämtliche kritischen Punkte, die aus Sicht des VfB gegen den damaligen Vorschlag sprachen, angemessen berücksichtigt und angepasst worden. Insbesondere geht es dem VfB Stuttgart darum, eine solidarisch finanzierte Wachstumsstrategie für Bundesliga und zweite Bundesliga einzuschlagen, die keine weitere Öffnung der wirtschaftlichen Schere zwischen den Clubs bedeutet. Diese Möglichkeit besteht mit dem vorgelegten Antrag. Über das Abstimmungsverhalten des VfB-Vorstands in der Mitgliederversammlung wurde der Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG vorab informiert. Mit dem Fanausschuss gibt es zu dem Thema einen transparenten und regelmäßigen Austausch. Entsprechend respektiert der VfB auch die Haltung der organisierten Fanszene und vieler Fanclubs gegen den Prozess. Der VfB ist jedoch davon überzeugt, dass es insbesondere für die großen mitgliedergeführten Traditionsclubs eine Strategie für Digitalisierung und Internationalisierung braucht, um auch in Zukunft junge Menschen auf Dauer für den deutschen Fußball und die Bundesliga als fanfreundlichste Liga zu begeistern. Die Mittel dafür könnten viele Clubs nach den Folgen der Corona-Pandemie nicht aus ihrem operativen Geschäft aufbringen, ohne ihre sportliche Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Das ist insofern interessant, dass damit natürlich impliziert wird, dass es genügend Vereine gibt, die aktuell so wenig Geld haben, dass sie nicht mal, ich sage jetzt mal, 1 bis 2 Millionen Euro investieren könnten in einen Topf, jährlich muss man dazu sagen, um diese Internationalisierung und Digitalisierung voranzutreiben. Genau. Und das ist schon spannend. Und Benny meinte ja vorhin auch, dass es offensichtlich genügend Vereine gibt, die jetzt schon Medienerlöse verpfändet haben, die sie erst noch bekommen. Genau. Also und von denen sie jetzt dann nur noch 90% bekommen oder 92, weil sie jetzt ja schon wieder was verkauft haben. Also die Clubs verkaufen ein Stück weit ihre Zukunft und wahrscheinlich gibt es auch Clubs, behaupte ich mal, die brauchen dringend die Investorenkohle, die jetzt reinfließt, um überhaupt kurzfristige Forderungen dann begleichen zu können. Und da muss man auch sagen, in den letzten Jahren vor Corona wurden die Einnahmen so viel mehr und die Clubs haben wahrscheinlich nicht so richtig gut hausgehalten. Dann kam Corona, man sagt, jetzt sind wir alle ganz demütig und so weiter und wir sind ganz kurz davor, pleite zu gehen. Eigentlich ist kein Club pleite gegangen, außer Kaiserslautern, glaube ich, die dann Regelkonkurs angemeldet haben. Wobei dann auch noch ein paar andere Aspekte mit eingespielt haben. Genau, ja. Aber in Emscher haben es alle geschafft und Corona ist nicht vorbei, aber die Demut ist vorbei und jetzt brauchen wir wieder Kohle, um sie dann schnell wieder raushauen zu können. Also schwieriges Thema. Das ist halt auch noch ein Punkt, den man vielleicht mal ganz kurz aufmachen müsste. Also ist ja nicht so, dass es in den letzten Jahren kein Geld gab, um irgendwie zu investieren. Das wurde halt anderweitig ausgegeben, sei es für Spieler, sei es für Gehälter, sei es für Funktionäre etc. Wer garantiert mir denn
dass jetzt das Geld richtig investiert wird von Leuten, die es bislang nicht richtig investieren konnten, wollten, wie auch immer. Das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Ja. Du kriegst jetzt eine Milliarde. Es gibt hier natürlich Beispiele, wie man dieses Geld ausgeben möchte. Aber die Entscheidung, was man konkret damit macht, wird im Zweifel von Menschen getroffen, die bislang auch nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben, um Thema Digitalisierung, Internationalisierung etc. voranzubringen. Also das ist natürlich auch noch schwierig. Ich glaube, unser Fazit ist letzten Endes, wir hätten uns gewünscht, dass der Verein, der e.V., uns Mitglieder, uns Fans mehr mitnimmt, ja, mehr einbindet, uns unter Umständen befragt. Ich weiß nicht, inwiefern das irgendwie möglich gewesen wäre, jetzt so kurzfristig, muss man ja sagen. Ja. Aber trotzdem wäre es, glaube ich, gut gewesen, die Fans mitzunehmen. Natürlich passiert das über den Fanausschuss. Da gab es ja aber ein klares Votum, so lese ich das aus diesem Statement raus, nämlich, dass man eigentlich dagegen war, vielleicht jetzt nicht jeder Fanclub, aber bei der Ultraszene können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass das die in der Kurve gesehen, ja, dass wie da die Meinung waren ist, ja. Und es liest sich auch so, dass die meisten Fanclubs keinen Bock darauf hatten. Ja. Und dann ist das ja schon mal ein gewisses Votum, ja, auf das dann am Ende nicht gehört wurde. Finde ich schwierig, ja, weil wir sind halt eben weiterhin der größte Anteilseigner. Ja, und da finde ich es halt schwierig, dann zu schreiben, der VfB ist jedoch davon überzeugt, dass es insbesondere für die großen mitgliedergeführten Traditionsclubs eine Strategie braucht. Ja, klar, die braucht es, aber ja, nicht auf diesem Weg, weil die Mitglieder sind, glaube ich, ganz anderer Meinung. Und wirklich ein schwieriges Thema, was am Montag da aufgeploppt ist. Und wir können es jetzt auch tatsächlich auch nur so stückchenweise anreißen. Und da empfehlen wir euch sehr, sehr das Tribünengespräch vom Rasenfunk. Denn der Max Jakob Ost hat mit Rayet Naha gesprochen und mit Markus Bark, die den Prozess genauso intensiv verfolgt haben wie Benny Hoffmann. Und die sind deutlich kritischer gewesen als er, was es angeht. Und die reden 2 Stunden über das Thema. Und wenn ihr euch das angehört habt, könnt ihr, glaube ich, eine ganz gute Meinung bilden. Und es bleiben relativ wenig, es bleiben viele Fragen offen. Aber ihr habt auf jeden Fall ein gutes Fundament für eine eigene Meinung. Meine Meinung, ganz klar, nein zum Investorendeal. Und vor allen Dingen nein zur Intransparenz. Das gilt jetzt nicht nur für die DFL, sondern ein Stück weit auch für unser Präsidium. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich kann euch ganz kurz schon mal sagen, dass ich morgen noch mit dem Präsidenten telefonieren darf. Vielleicht können wir dann nächste Woche noch mal ausführlicher darüber reden, ja, und so ein bisschen erklären, was der VfB, der e.V. sich gedacht hat bei der Entscheidung, die eben getroffen wurde. Und vielleicht kriegen wir auch noch mal ein Gespräch mit Alexander Werle hin, der uns dann erklären kann, warum dieser Deal super ist für den VfB Stuttgart. Wir wissen es noch nicht. Mir fehlt die Vision tatsächlich. Also ich sehe es noch nicht. Ja. Wir bemühen uns aber um Aufklärung. Auf jeden Fall. Sebastian, am Donnerstag hören wir uns wieder, denn am Mittwoch spielt der VfB Stuttgart gegen Augsburg. Ja, letzter Sieg des Jahres. Ja. So, ich würde sagen, wir nehmen am Donnerstag auf, machen dann noch eine schöne Folge und dann gibt es vielleicht noch ein kleines Special zwischen Weihnachten und Neujahr. Mal gucken. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.